Das sind die Top 10 der besten Roblox-Spiele. Diese sind so spannend und so atemberaubend, dass du unbedingt bis zum Ende gucken musst. Los geht's! Ich bin mal gespannt, ob wir heute alle Morphs finden können, Freunde. Hier haben wir schon mal ganz, ganz viele so am Start. Wir können zum Beispiel jetzt hier auch so hochspringen. Oh mein Gott! Und haben jetzt hier... Was ist das denn? Wir haben den Unicorn Sonic gerade gefunden, also Einhorn Sonic, Leute. Die sind also quasi überall versteckt als so verschiedene Sachen, wie zum Beispiel jetzt hier. Ah, das ist so ein Totem, ne? Okay, mal gucken, ob wir hier noch mehr finden können. Ich gucke jetzt mal ganz kurz jetzt hier unten. Oh mein Gott, die Parcours. Was ist selbst die Blume vielleicht, Leute? Nee, die Blume ist kein Sonic. Warte mal, hier ist ein kleiner... Ah, der Piggy Sonic, Leute. Da muss auf jeden Fall echt auch auf die Kleinigkeiten achten. Wie zum Beispiel auch hier, wie der Kristall Sonic. Ah, okay, das heißt hier müssen wir auf jeden Fall immer auf die Kleinigkeiten achten, Leute. Dann können wir hier auf jeden Fall richtig, richtig viele Sonics hier freischalten. Da kann ich hier sogar vielleicht hier hochgehen. Aha, Wasserfall, vielleicht sogar im Wasserfall noch irgendwas drin. Aber ich schau mal ganz kurz weiter jetzt hier. So, hier sind keine Sachen... Hier auch nicht. Hier können wir auf jeden Fall weiter hochgehen, Freunde. Hier waren wir auf jeden Fall gerade mit dem Einhorn-Sonic. Aber ich glaube, hier muss auch locker noch irgendwo was versteckt sein. Wir können auch locker jetzt hier mal ganz auf die Palme hier oben raufgehen. Ja. Ja, warte mal. Ich kann nicht vielleicht hier... Ah! Okay, wir dürfen... Ah, wir können sogar im Wasser rumlaufen. Ah, okay. Das heißt, da wir im Wasser rumlaufen können, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch locker ein paar Dinge im Wasser finden werden. Ich gucke mal ganz kurz hier weiter außen rum. Und hier sind doch locker noch irgendwo... Da, Freunde, guck mal, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier weiter. Und da sind ja zum Beispiel gerade die Morphs. Wir haben auf jeden Fall ganz viele Morphs. Also es sind auf jeden Fall so ein paar am Start. Und wir müssen nur probieren, alle zu finden. Das heißt, hier ist, glaube ich, gerade noch einer. So, und zwar hier haben wir jetzt gerade den Glitch Sonic, Leute. Der ist einfach verglitscht. Ha, wie cool ist das denn? Okay, gehen wir mal ganz kurz hier weiter nach oben. Ich glaube, wenn wir noch hier oben hingehen können... Guck mal ganz kurz ein bisschen weiter. Genau, das heißt, hier gehen wir nochmal weiter hier hin, Leute. Weil dann können wir auf jeden Fall probieren, jetzt hier den... den nächsten Sonic zu holen. Okay, hier geht's leider nicht hoch, aber... Warte, oh nein, jetzt bin ich runtergefallen, Freunde. Warte, ich kann jetzt hier... muss einen Doppelsprung machen. So, zack, zack. Okay, das heißt hier mal ganz kurz... zack, zack. Okay, sind wir schon auf den nächsten jetzt oben drauf. Ist hier irgendwo vielleicht ein weiterer Morph? Hallo, oh, warte mal, hier... Hier ist ein Parcours. Lass mal zum Parcours hingehen. Ah, wir können jetzt auch sogar hier, Leute, wir können sogar auch teleportieren. Das heißt, wir brauchen auch gar nicht die ganze Zeit hier so lang laufen. Was auf jeden Fall auch gerade mega gut ist. Guck mal, hier ist einfach Knuckles. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt mal kurz hier rein, Freunde. Und dann haben wir ja anscheinend den Shadow Sonic, Leute. Wie cool ist das denn? Okay, ist ja noch irgendwo ein weiterer Sonic versteckt? Oh, hier hinter, glaube ich, oder? Hinter ein Sonic versteckt? Nee, ne? Okay, warte, ich guck mal ganz kurz, das ist hier unten. Hier vielleicht hier auch nicht, aber... Ah, hier oben locker drauf, ne? Vielleicht der Sonnenblumen-Sonic? Nee, auch nicht. Ich guck mal trotzdem weiter jetzt hier. Hier im Fernsehen auch nicht. Okay, warte mal. Nein! Okay, warte. Ich kann mich aber zum Glück teleportieren. Ich gehe mal ganz kurz hier auf die Höhen. Und bei den Höhen, Freunde, können wir sogar vielleicht... Oh, warte mal. Ich glaube, wir müssen dafür halt ein bisschen schneller werden. Kann das angehen, Leute? Das will ich sonst auch niemals schaffen. Nein, ey, was, Leute? Das Ding ist, wir schaffen das hier gerade nicht, weil wir, glaube ich, zu langsam sind. Wir müssen uns, glaube ich, in die Sonics verwandeln. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier der Kristall-Sonic werden. Und dann sind wir automatisch, glaube ich, direkt schon schneller. Ja, Mann. Und das heißt, wenn wir uns in die Morphs verwandeln, können wir halt das Ganze ein bisschen leichter schaffen. Ich bin nicht zu weit gesprungen, Freunde. Aber kein Problem. Ich würde ihn mal ganz kurz erzählen. Weil jetzt bin ich auf jeden Fall... Nein, das kann nicht angehen. Der schnelle Sonic, Leute. So, ich muss ein bisschen Schwung holen. Zack, zack. Hä? So eben geschafft, Freunde. Okay, warte mal. Jetzt! Ja, okay, ich dachte gerade schon. Dann springen wir jetzt hier weiter. Oh, ey! Okay, jetzt sind wir hier schon mal auf den nächsten Punkt drauf. Und ich glaube, hier oben können wir sogar vielleicht... Warte, kann ich sogar hier hochspringen vielleicht, Leute? Ich gucke mal ganz kurz außen rum jetzt hier. Hier ist gerade nichts, aber hier ist doch locker gleich hier irgendwo... Warte mal, was ist jetzt hier, Freunde? Wir können ja diesen... Das Sprung den nutzen, um... Wow, woanders raufzukommen. Jetzt sind wir sogar hier, jetzt hier oben drauf. Okay, haben wir jetzt hier irgendwie oben noch ein paar weitere Sonics. Ich gucke mal, ob ich die... Oh, warte, was war das? Nein! Da war gerade ein Sonic. Ich... Warte mal. Warte, ich muss den jetzt hier holen, Leute. So, hier war gerade ein Sonic versteckt. Und zwar hier haben wir jetzt anscheinend den Son-Sonic. Ich gucke mal, ob ich den finden... Hier kann ich den finden. Der ist anscheinend auch gefunden, Leute. Jetzt morphen wir zwar ganz kurz hier in den Son-Sonic. Oha. Und da... Oh, warte mal. Da oben, wenn man genau hinguckt... Warte mal, hier ist der Spider-Sonic, Leute. Und wir haben hier oben noch auf der Palme noch einen Sonic, glaube ich. Und zwar haben wir jetzt hier den Hacker-Sonic. Und wir haben einmal gerade drei Sonics auf einmal gefunden, ne? Okay, warte mal. Ich will auf jeden Fall jetzt hier der coole Sonic sein. Das war der Spider-Sonic, Leute. Oh mein Gott, wie cool sieht der Bildschirm gerade aus. Das heißt, hier müssen wir locker noch mehr finden. Ich guck mal ganz kurz jetzt hier, dass wir hier was finden können. So, haben wir jetzt hier vielleicht irgendwo versteckt einen Sonic, Freunde? Hier ist nichts. Oh, aber wir können jetzt hier zum Beispiel das Ding
nutzen. Nein! Nein! Wir sind hier runtergefallen. Aber... Nee, ich plädiere mal ganz woanders hin. Wir können zum Beispiel jetzt hier nochmal in die Mitte gehen, Leute. Hier in der Mitte haben wir jetzt hier nämlich nur so einen kleinen Parcours, den wir nehmen können. Das heißt, hier, wir können jetzt zum Beispiel lang gehen, Leute. Und können wir hier den Parcours jetzt hier nämlich machen. So, okay, zack, okay. Ein Sprung nach dem anderen. Why? Das ist manchmal echt nicht so leicht, Freunde. Das heißt, hier geht's weiter beim Parcours. Hier ist, glaube ich, kein Sonic irgendwo. Lass mal hier ein bisschen weitergehen. So, jetzt sind wir sogar schon hier. Jetzt können wir hier sogar hochspringen, Freunde. Was ist das? Wir haben einen Exe-Sonic. Sonic.exe einfach gerade gefunden, Freunde. Was halt echt cool ist. Kann ich hier noch irgendwie noch mehr gerade finden? Hier oben vielleicht irgendwo drauf. Ich gucke jetzt auf jeden Fall gerade ein bisschen, dass wir alles mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hier nach unten. So, hier ist auf jeden Fall auch nichts. Okay, das heißt, wir können jetzt hier die Kette hochlaufen, Leute. So, dass wir die Kette hochlaufen. Und dann... auf das Sprungbrett hier raufgehen, Freunde. Und dann sind wir hier auf den nächsten Bereich, wo wir locker noch einen weiteren Sonic finden können, ne? Dann kannst du jetzt hier mal gucken, dass wir jetzt hier... Pass auf. Oh, okay, ich bin auf den nächsten Bereich drauf, Leute. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch weitere Sonics haben. Ich schau mal gerade hier in der Ecke vielleicht irgendwo. Okay, hier in der Ecke ist, glaube ich, gerade nichts. Aber können wir vielleicht das nutzen, um hier hochzuklettern, Leute? Ja, wir können hier hochklettern. Okay, sehr gut. Jetzt sind wir sogar schon richtig weit oben. Und was ist das jetzt hier? Wir haben jetzt hier den Superhero Sonic, Leute. Oh mein Gott. Das heißt, hier ist der Super... Der ist auch rare. Der ist Legendary, der Spider, den wir übrigens haben. Wir müssen hier noch den Moon Sonic. Huggy Sonic. Schwarzes Loch. Oh mein Gott, wir können auch so viele Sonics hier finden. Lass mal ganz kurz hier gucken, dass wir irgendwie auf die raufgehen können. Ich glaube, hier oben... Ist ja oben einer drauf? Nee, hier ist keiner drauf. Aber wir können probieren, hier rüber zu springen. Oh nein, ey, das kann mich angehen, Freunde. Wir waren gerade so krass am Starten. Hier ist doch locker auch irgendwo... Ist hier vielleicht unten irgendwo einer versteckt, Leute? Das kann ich mir nämlich gut vorstellen. Ist hier locker... Da, da ist noch ein Sonic, Leute. Kann ich hier irgendwie rauf? Kann ich hier hochspringen? Doppelt hochspringen, bitte? Ich muss hier hoch einmal, Kollegen. Ja, okay, jetzt können wir nämlich den Sonic mitnehmen. Und zwar der Deep Sonic, Leute. Das war einer, der war jetzt common. Also der war normal. Und hier ist nochmal ein weiterer, und zwar der Polizei-Sonic. Okay, da war jetzt auch relativ cool, aber jetzt nicht so krass besonders, Leute. Okay, hier geht es anscheinend noch ein bisschen weiter. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier vielleicht noch ein paar weitere... Da, locker ist hier oben auch nochmal einer drauf. Und oh mein Gott, auf dieser Plattform bestimmt auch nochmal, Freunde. So, das heißt hier, da ist nämlich der Huggy, Leute. Der Huggy Sonic. Und der ist jetzt hier nämlich ganz unten als Legendary. Das ist einer der seltensten, Leute, einfach der Huggy Sonic. Und dann haben wir, glaube ich, hier noch irgendwie auf der Palme vielleicht, Leute. Auf der Palme was drauf? Ne, auf der Palme nicht, aber ich glaube hier, wenn wir noch hier ein bisschen weiterlaufen, haben wir locker noch viel, viel mehr Sonic, die wir finden können. Aber jetzt sind wir gerade einfach, Leute, wir haben einfach jetzt hier gerade den Huggy Sonic gefunden und hier können wir hochklettern. Na, mehr oder weniger, Leute. Das geht jetzt nicht so gut. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mal wieder ganz hier hin. Bei den Höhen sind wir jetzt hier gerade und ich sehe gerade, wir können sogar hier noch auf richtig krasse Plattformen raufgehen, ne? Wie zum Beispiel auf diese Plattform. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier es auf diese Plattform rauf schaffen kann. Dafür muss ich jetzt hier den Parcours überwinden. Das heißt, hier schön ein Parcours. Oh mein Gott. Nach dem anderen. So, okay. Haben wir jetzt hier schon mal einen weiteren Sonic, der hier vielleicht irgendwo versteckt ist, Leute. Wir müssen auf jeden Fall echt alles abchecken. Nicht, dass wir hier irgendwelche Dinge übersehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier, glaube ich, gerade alle Sonics... Da drüben. Ist das der Sonic? Nee, da kommen wir gerade her. Okay, warte mal. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Kann ich vielleicht hier auf dieses Ding... Ja! Der Angel Sonic, Leute! Einfach der Engel Sonic gerade. Okay, warte mal. Ich kann jetzt kurz gucken, dass ich jetzt hier vielleicht raufgehe. So, warte mal. Und, warte. Noch mal ein höher. So, und dann... Pass auf, ich muss da so ranklettern. Das heißt, hier, jetzt bin ich oben drauf. Und jetzt kann ich, glaube ich, noch ein höher gehen. Jetzt bin ich auf noch einer höheren Plattform. Und da vorne sehe ich schon... Ich glaube, den Lagerfeuer-Sonic oder sowas, ne? Flaming-Sonic. Das haben wir schon echt... Leute, wir haben schon so viele Sonics gerade gefunden, ne? Ist hier noch irgendwo ein anderer, den ich vielleicht noch nicht gesehen habe? Ich gucke gerade alles ein bisschen ab hier. Ich glaube, wir haben hier locker auf dieser einen Plattform. Pass auf, das heißt hier... Gehen wir mal nochmal auf dieses eine Ding rauf. Das heißt hier... nein, wir sind jetzt hier leider wieder runtergefallen. Ist aber nicht so schlimm, Leute. Wir können jetzt hier nämlich ganz kurz... Zack, den Weg nehmen. Ich bin schon wieder runtergefallen. Dann muss ich mich kurz teleportieren, Leute. Kein Problem. Ich kann jetzt nämlich auf die Höhen teleportieren. Dann will ich auf jeden Fall gleich mal nach hinten gehen. Warte mal. Wir können ja noch einen weiteren Parcours machen, ne? Warte, lass mal ganz kurz hier gucken, was haben wir jetzt hier auf der Plattform. Hier war ich noch gar nicht. Mal gucken, was wir jetzt hier so haben. Ist hier oben vielleicht irgendwas drauf noch? Ja, und zwar der... Was war das denn, Sonic? Der Tassi-Fan-Sonic. Was ist das denn, Leute? Okay, jetzt haben wir den Tassi-Fan-Sonic und noch einmal ganz kurz hier den unsichtbaren Sonic. Okay. Oder den durchsichtigen. Und hier ist noch ein Sonic, Leute. Und zwar der...
Bauarbeiter Sonic. Ey, wir haben jetzt gerade schon wieder so viele. Also manchmal sind echt viele Sonics auf einem Fleck, ne? Da muss man echt immer oft gucken. So, hier oben ist, glaube ich, gerade keiner mehr. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz jetzt hier runter auf den Parcours. Und wenn wir es mal probieren. Warte, Leute, hier ist noch ein Sonic. Und zwar der Popcat Sonic, Leute. Was? Wie cool ist der denn? Aber ich glaube, ich kann jetzt hier nicht hochgehen, ne? Ne, okay, das heißt, müssen wir ganz kurz wieder teleportieren. So, teleportieren, dann gehen wir wieder ganz kurz jetzt hier unten hin, Leute. So, hier hin. Und dann müssen wir probieren, jetzt hier die Parcours zu überleben. Das heißt, hier kurz vom Parcours zu Parcours springen. So, ist hier unten noch irgendwie ein Sonic oder so versteckt? Ich glaube, wahrscheinlich bestimmt, ne? So, oh, ich bin runtergefallen. Okay, ich bin jetzt hier schon mal auf der nächsten Etage drauf. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob wir jetzt hier vielleicht außen irgendwelche Sonics haben, aber gerade nicht. Ich gehe mal hier einen höher, Leute. Jetzt sind wir sogar schon einen höher. Und was ist das denn? Der Alien Sonic? Hä? Okay. Haben wir gerade den Alien Sonic freigeschaltet und ist hier noch oben irgendwas anderes drauf, Leute? Hier auf dem Baum ist gerade nichts mehr. Okay, halb so wild. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier schön die Kette jetzt hier hoch, Leute. So, und dann... Wow. Hier auf jeden Fall den Parcours jetzt auf jeden Fall wieder hochgehen. Wow, okay, das war gerade mega knapp. So, jetzt sind wir schon wieder auf der nächsten Etage drauf. Haben wir jetzt hier irgendwie noch ein... oh mein Gott, Freund. Nein, nein, da war gerade ein Sonic. Aber hier ist unten ist auch noch gerade einer, den können wir trotzdem noch nehmen. Ne, den Glitch Sonic hatten wir schon. Ey, wir hatten gerade so einen coolen Sonic da. Den habe ich jetzt aber gerade nicht einsammeln können, aber kein Problem. Ich sammle jetzt hier nochmal ganz kurz den Iron Spider Sonic auf. Und jetzt habe ich hier vorne nochmal die Möglichkeit, nochmal dahin zu gehen, Leute. Ich muss leider nochmal da hochgehen. So, spring jetzt hier wieder auf die Blöcke rauf, Freunde. Wir müssen unbedingt diesen einen Sonic da gerade bekommen. Der sah richtig krass aus. Ich glaube, das war ein richtig seltener, weil er halt auch so richtig heftig versteckt war, Freunde. Das heißt, hier gehen wir ganz kurz hier wieder rauf. So, springen hier rüber, gehen die Kette wieder hoch. Und dann können wir jetzt hier, glaube ich, einmal wieder springen. Genau, hier schön rüber springen, Freunde. Und dann haben wir jetzt hier, ich gucke mal, ob ich das jetzt schaffe. Den Black Hole Sonic, Freunde. Das ist auch einer der legendärsten Sonics, die man finden kann. Das ist noch Super Sonic. Und mal den. Wie kommen wir zu dem Mond Sonic hin, Leute? Okay, das heißt, hier haben wir gerade schon den Black Hole Sonic gerade bekommen. Das war jetzt gerade schon richtig krasser, ne? Ist hier irgendwie noch einer versteckt oder so, Leute? Ich gucke gerade hier alles ein bisschen außenrum an. Aber ich glaube, hier, wo wir jetzt gerade sind, ist, glaube ich, gerade nichts mehr. Großartig, verstehe ich. Ich gucke trotzdem noch alles an, aber hier ist auf jeden Fall gerade... Warte mal, hier ist doch was im Baum. Wir haben noch was im Baum übersehen. Warte, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier rauf und dann auf den Baum. Und das ist jetzt hier der Science Sonic, Leute. Wie konnte ich den übersehen? Das heißt, man hat wahrscheinlich hier richtig viele Dinger, die ich bestimmt schon alle übersehen habe. So, jetzt lass mal ganz kurz hier mal hingehen und gucken, ob wir nochmal zu den anderen raufgehen können. Am besten jetzt nochmal hier hin, Leute. So, das heißt hier... Haben wir, glaube ich, noch irgendwelche Sonics? Ich glaube schon, ne? Dass wir hier nochmal hingehen, Leute. So, und dann zack, sind wir auf der nächsten Etage. Auf der Etage können wir sogar hochgehen, Freunde. Und können jetzt hier, glaube ich, so, zack, pass auf. Wuppa! Hier nämlich noch irgendwie, glaube ich, einen krassen Sonic, glaube ich, finden, ne? Weil hier, glaube ich, der im Baum war da nicht drin. Wo ist denn der Mond-Sonic, Freunde? Der ist wahrscheinlich da hinten irgendwo oben drauf, ne? Das heißt, hier... Haben wir jetzt gerade die Sonics alle, glaube ich, eingesammelt. Hier Sonnenblumen. Wir können aber probieren, jetzt hier rüber zu gehen. Okay. Und zack, wieder wichtig. Jetzt hier sind wir schon wieder ordentlich hochgesprungen, Freunde. Hier ist aber, glaube ich, gerade... Ist hier noch ein Sonic oben drauf? Den haben wir, glaube ich, schon, ne? Oder? Können wir noch... Wow, wir können noch höher gehen, Freunde. Das heißt, wir sind jetzt hier nochmal ein höher. Und können jetzt hier nochmal hochspringen. Und haben jetzt hier, glaube ich, hier oben... Ah, das ist jetzt wieder der Lagerfeuer-Sonic, ne? Ah, okay, Freunde. Bei dem waren wir auf jeden Fall jetzt gerade schon. Aber ich glaube, ich kann nicht jetzt hier auf die anderen draufspringen, oder? Kann das angehen, Leute? Ich guck mal ganz kurz, ob das geht. Jetzt hier auf die anderen... So... Und dann... Ah, doch, wir können jetzt hier raufspringen, Freunde. Was schon mal echt sehr, sehr cool ist. Und dann können wir hier, glaube ich... Zack, nein! Hey, Kasper! Nein! Ja, was geht ab, Roxo? Guck mal, hier sind Hühner mit ganz vielen Eiern. Ich sehe das. Warum hast du denn so Osterhasenohren auf dem Kopf? Ja, du auch. Es ist doch bald Ostern. Wir müssen heute alle Ostereier suchen, Mensch. Stimmt. Und warte, guck mal, ich habe einen anderen Korb als du. Ich habe nämlich hier so einen High-Korb, weil ich ein Premium-Mitglied bin in Roblox. Oh, Alter. Warte mal, warte mal. Ich zeig dir mal ganz kurz was. Bap. Ja. Bap. Ach, du hast das auch. Wie cool. Oh, okay, also heute müssen wir ehrlich alle möglichen Eier finden. Ja. Hier alle möglichen Eier und ich sehe hier direkt schon eins. Wie ich habe schon eins gefunden hier. In dem, so dem Hühnerstall hast du ein gefunden? Mhm. Ein Hühnerei war das, so ein stinknormales gerade. Und da muss man raufklicken. Ah, und dann hat man es sogar im Korb.
Zimmer. Hast du das gar nicht gesehen? Hier vorne das? Hier ist direkt schon das nächste. Ach, stimmt. Oha, ja. Was sind das jetzt hier für ein Ei? Alter, das ist das Farm-Ei. Du hast es mir geklaut. Ach, jetzt spawnt das. Achso, das spawnt jetzt erst wieder. Ah, okay, ich dachte gerade schon. Also, wir müssen 8 Stück finden, um in den nächsten Bereich zu kommen. Alter, hier oben liegt direkt noch eins. Ja, und das Ding ist, guck mal, wir haben halt richtig viele Bereiche. Wir haben halt so einen Bowling-Bereich, Carnival, dann hier noch sogar Clouds und sowas, ein Haus. Stimmt. Ganz, ganz viele. Oh. Okay, ich bin gespannt. Hast du es gefunden? Du bist ja so blind. Wieso? Ist da noch ein? Hier oben am Fenster ist noch eins. Oh nein, hab ich das übersehen oder was? Und zwar, was ist das für ein Ei? Ein Barnegg. Also bedeutet einfach so ein Stallei. Hä, wo soll denn das? Wie bist du denn da hochgekommen? Oben am Fenster einfach hingelaufen. Hier. Ja, da gut, dass du es ja noch entdeckt hast gerade so. Ne? Ja. Oh, ich bin echt gespannt, wo wir die ganzen Eier haben werden. Ich auch. Beim Baum oder so. Ja, safe. Am Ende werden wir noch ein richtig, richtig seltenes Osterei finden. Oh ja, wir werden auf jeden Fall das seltenste Ei finden. Das wird echt krass. Aber wer findet es von uns zuerst, ne? Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal eins gefunden gerade wieder. Aber ich weiß nicht, wie ich draufklicken kann. Jetzt. Oh, bist du im Wasser? Im Wasser, das Wellenei. Lag als da einfach ob. Okay, das muss das wahrscheinlich... Ja, genau. Ich hab's auch. Sehr gut. Alter, siehst du das auch hier oben auf der Scheune da drauf? Mitten in der Mitte? Wo? Da auf oben. Drauf. Zoom mal ein bisschen raus. Stimmt, ganz oben. Okay, ganz warte oben mal. Wie kommen wir am besten nach oben rauf? Wahrscheinlich irgendwie von außen oder so, ne? Ja, safe von außen irgendwie. Warte mal, aber hier übersehen wir doch. Warte mal. Guck mal hier. Locker. Hier ist ein Krabbeln. Oh mein Gott. Safe. Krabbel durch. Was? Das Krabbelei. Als ob wir so ein Krabbelei jetzt hier gefunden haben. Wie cool ist denn das bitte schön? Okay, aber warte mal, ich sehe gerade, hier ist so eine Leiter und hier sind nochmal so Heuballen. Hier ist noch eins direkt. Oh mein Gott, ey, wir haben so viele Eier. Okay, dann geh schon mal die Leiter nach oben. Das ist auch echt gut jetzt hier gerade. Das Heuballenei, ne? So, wir gehen mal weiter. Und somit haben wir dann 8 Eier. Stimmt, dann können wir in den nächsten Bereich reingehen, ne? Genau, und dann können wir noch viel, viel mehr finden. Wir können nämlich 140 Eier heute finden. Oh mein Gott, das hier ist das Ei der Scheune anscheinend. Das Dach der Scheune heißt das. Okay, dann lass mal unten in den neuen Bereich rein, den wir jetzt freigeschaltet haben. Wir haben den nächsten Bereich freigeschaltet, ne? Hallo Bugs Bunny. So, erstmal durch hier, guck mal. Was ist das jetzt hier für ein Bereich? Sind wir jetzt hier irgendwie... Oh, in so einer Stadt! Ja, wie so eine Großstadt oder irgendwie sowas, und hier müssen wir 16 Eier jetzt hin, beziehungsweise nochmal 8 Eier, um quasi... Denkst du, hier drin sind so direkt welche? Ja, safe hier oben. Ich guck oben nach, guck du unten nach. Ich guck unten nach. Okay, man kann auf jeden Fall die Kellertür aufmachen. Hier ist so ein Knopf. Hier ist ein Knopf, ich drück mal drauf. Hier geht ein geheimer Gang auf. Hier ist auch ein. Ja, aber hier unten im Keller ist jetzt hier nichts gerade gewesen. Da war ein Geheimei gerade oben. Guck mal nach. Ich guck mal. Oder guck du nochmal im Keller, weil ich hab da jetzt gerade... Ach, du musst den Knopf drücken? Ja, auf den Knopf drücken und dann geht das dann Chat auf. Oh mein Gott, dann geht das Ding... Stimmt. Stimmt, du hast recht, hier im Keller ist fake, oder was? Ja, ich dachte mir jetzt auch... Warte mal, was ist, wenn man jetzt den Knopf nochmal drückt? Welchen anderen Knopf hast du da? Ach so, das ist einfach nur... Ah, okay, das war einfach nur, dass man das Knopf wieder aufbekommt. Okay. Okay, so, komm, lass mal weiter gucken hier vorne. Ich geh mal aufs Dach rauf hier. Ich geh mal hier ins Haus rein. Und vielleicht ist da jetzt hier was im Keller drin, weil man kann schon wieder die Tür aufmachen. Hier ist direkt schon eins. Oh ja, jetzt ist hier im Keller auch eins. Okay, sehr gut. Ich sammle das hier mal ein. Das war das on the house egg, also auf dem Haus-Ei. Ja, auch sehr gut. Okay, dann geh ich jetzt hier mal aufs Haus rauf, um mir das Ei zu holen. Ja, ich gehe mal rein ins Haus hier. Genau, bist du im Keller rein. Warst du auch mal oben hier im Haus oder war da gar keins? Nee, da war nichts. Okay, ey, wo kann ich denn die Leiter nicht hochklettern? Ah, jetzt, okay. Klettern schön muss gelernt sein. Klettern. Ach, da, okay, das Schornsteinei wahrscheinlich, ne? Ja, ne, nicht ganz Schornstein, ist so irgendwie Dachei oder sowas. Ich habe jetzt hier gerade eins gefunden, das Boxei, mitten in so einem alten Karton drinne. Boah, das ist doch locker auch so ein Ei auf dem Dingens. Warte, ich sehe noch ein Ei jetzt hier gerade im Zaun. Im Zaun? Okay, krass. Einfach so im Zaun drin. Hier steht ein Code, 9356, merkt ihr das mal? Den müssen wir uns bestimmt irgendwo eingeben. 9356? 9356, den müssen wir garantiert irgendwo eingeben, würde ich sagen. Ah, das ist Karton, ich sehe es gerade, okay, sehr gut. Hier ist ein Ei im Kamin, lol. Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Bist du jetzt beim Roten Haus? Das ist hier, ja, beim Roten Haus oben drin, aber wie kommen wir beim Roten Haus denn hoch? Bist du wieder von Dach springen? Oha, ach so, okay, warte mal, kann man raufklicken? Nee, ne? Nee, wir müssen, glaube ich, von Dach zu Dach springen, um das zu kriegen. Ja, hast du auch noch im Keller da geguckt beim Roten Haus? Keller habe ich geguckt, war gar nichts drin. Okay. Hast du das am Zaun, das Ei mitgenommen? Warte mal, du hast doch gerade gesagt, du hast einen Code gehabt, oder nicht? Ja, 9356 war der Code. 9356. Ja, Tatsache, ich habe ein neues Ei. Echt? Oh mein Gott, wo ist das denn? Wo hier bist hinten, du überhaupt? Beim Roten Haus, das Garagenei. Okay, warte mal, ich komme mal sofort. Direkt neben dem Haus, wo... Ja. Das Kamin-Ei ich hole mir einmal ganz kurz das Kamin-Ei von hier oben. Ich bin jetzt hier nämlich gerade. Genau. Und rein hier. Und dann danach fehlt mir danach noch ein Ei, nachdem ich das Kamin-Ei habe.
Ah ja, stimmt. Mir fehlt jetzt auch nur das Garagen-Ein. Da fehlt mir auch nur noch eins. Okay. Guck jetzt mal, ob man hier oben noch irgendwie eins hat. Sein. Hier, warte mal. Ich glaube, ich safe hier drin. Ich habe das letzte Ei. Es war klar. Wo war's? Einfach im Hundehaus-Ei heißt das. Hinterm roten Haus ist das. Ach, hinterm roten Haus? Hinterm roten Haus. Wie war der Code nochmal? 9856, ne? Ich glaube schon. 9586, wie war denn der Code jetzt nochmal? Sag doch mal! Ich weiß nicht, wo du den Code gefunden hast. Ich hab dir den gerade eben gesagt, der liegt hier. Warte mal, ich guck mal kurz nach. 9356, nicht. Ach so, okay, 9356. Aber ich habe jetzt schon 16 Eier damit. Du auch jetzt, ja, ne? Ja, ich habe jetzt auch 16 Eier. Das heißt, du hast auch das letzte Ei gefunden gerade, ne? Ja, ja, können wir direkt schon in den nächsten Bereich reingehen. Boah! Mein Gott, Alter, wie krass. Guck mal, wie es da hochgeht, wie krass der Bereich aussieht. Ich weiß, es ist, glaube ich, ein richtig heftiger Bereich, um Eier zu suchen. Und der Hase, ja, safe, und der Hase wackelt auch schon so mit dem Gesicht, denkt sich so, kommt her, hier. Hier ist noch ein Ei. Hä? Ein 17. Ein Autoei. Hä, denkst du, hier sind dann vielleicht noch mehr Eier? Ja, hey, hier auf dem Dach oben. Hä? Oh, was ist da noch? Zeig mal. Hä? Wo siehst du denn da oben noch ein Ei? Das Awning Egg, das ist jetzt gerade weggespawnt. Direkt hier oben auf dem Dach. Direkt davor. Ah, da ist es, stimmt. Du hast recht. Hä? Hier. Jetzt habe ich 18 Eier, ne? Ja, gut, da sagst du was. Warte mal. Oh, so, ich hab's auch. Sonst hätten wir ja gar nicht alle 140 finden. Ah, da steht aber auch, wir haben in der Stadt alle gefunden. Habe ich gerade ein Abzeichen bekommen. Ehrlich? Das war's. Ja, es gibt 18 Stück gab's hier. Ah, okay, das heißt, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Vielleicht haben wir auch jetzt bei dem anderen sogar ein Ei übersehen, ne? Das ist natürlich ja, vielleicht haben wir jetzt sogar genug Eier oder brauchen wir jetzt zwei weniger zu suchen jetzt beim nächsten, ne? Ja, das ist natürlich auch gut. Das ist nachher vielleicht die echt heftigsten Eier sind. Oh mein Gott! Hier ist einfach Mac Egg. Das soll einfach irgendwie so McDonald's. Ja, ja. Ne? Safe. 24 Eier brauchen wir. Okay, du kannst auch einfach Eier, du musst jetzt nicht, das ist Larve-Ei, ist es nämlich jetzt, ne? Warte mal, hier ist ein Cheeseburger-Knopf, ich drück mal drauf. Da kommt ein Burger raus und jetzt kommt auch mal ein Ei raus gleich. Das wäre cool, wenn da gleich ein Ei rauskommen würde. Ich kann mir vorstellen, dass da gleich ein Ei rauskommt, oder? Wird aus dem Burger ein Ei? Ich weiß gar nicht, aber man kann die Burger, warte mal, hier kann man doch locker reinkrabbeln. Ja, safe. Ja, safe. Ja, das ist ein Ei. Oh mein Gott. Das ja, da kam ein Ei raus. Wo kam ein Ei raus? Aus dem Burger kam ein Ei raus. Als da wird Cheeseburger-Ei. Hä? Okay, warte, ich muss auch mal drauf drücken. Du musst da reinkrabbeln, da ist ein Wassermelonenei. Wasser? Oh, lecker, ich steck Bock drauf. Ja, stimmt, hier ist es, ja. Oh mein Gott, hier ist doch so eine Obby, die muss ich mir gleich holen. Hast du das Burger-Ei schon? Da ist es, Da ist Schnaps mehr. Okay, ich ist aber auch. Jetzt können wir da eine coole Obby machen. Ja, ich mach die gerade schon. Hier, Sprung und zack. Und zack. Ja. Okay, sehr gut. Oh. Nein! Selbst ich schuld. Ich war zu gierig. Selbst schuld. So, ich habe das nächste Ei. Das Obby-Ei war das einfach. Ja, das Obby-Ei, okay, ist auch nicht schlecht jetzt, ne? Okay, ich hab's jetzt auch am Start. Hier ist doch gar nicht, hier den Kühlschrank kann man noch aufmachen, oder nicht? Nee. Denkst du? Nee, das wäre echt cool gewesen. Nee, ich guck gerade mal. Also, ich sehe. Nee, ich glaube, wir haben im Restaurant, haben wir jetzt sogar alle vielleicht wahrscheinlich schon eingesammelt. Können wir auch gefunden. Also, hier waren ja schon drei Eier drin. Ah, hier! Ja, was ist da? Ja. Yeah. Das Drive-Thru-Egg, also halt so, dass man hier durchfahren kann. Lol. Siehst du hier drin gerade. Ach da, lol, gar nicht gesehen, ne? Ja, genau, echt voll gut versteckt. Okay, was haben wir hier vorne noch? Bestimmt hier im Auto irgendwie ein Ei oder sowas. Warte mal. Aber wir können ja aufs Dach dann damit gehen. Ja, safe. Und das, ich habe nämlich auch eben, da oben liegt doch schon eins. Ja. Da liegt doch eins, sehr, sehr gut. Ich habe nämlich auch, glaube ich, auch eben noch ein anderes gesehen. Ja, das war doch außen, oder nicht? Außen, auf dieser Barrikade. Das lag auch hier hinterm Gebüsch. Ja, ich habe hier, ja, du hast ja eins übersehen, das kriegst du auch nur vom Dach. Hier unten direkt bei mir. Ah, das habe ich schon mir geholt. Das habe ich mir, kannst du dir von unten holen. Ah, das Mac-Egg hast du schon? Ja, genau, das Mac-Egg. Okay, das ist hier noch irgendwo, oh, locker hier ein Müllton-Ei. Jawohl. Hier ich sehe auch gerade, wir haben schon den nächsten Bereich frei, ne? Wieso, wie viele Eier braucht man denn? 24 und die haben wir jetzt schon, ich habe jetzt schon 25. Lol, da ist noch eins. Hä, hey, ich finde hier voll viele gerade. Warte mal, ich sammle hier direkt mal auch das Müllton-Ei ein. Das, so, hier die Melone. Das Schild-Ei habe ich jetzt gerade freigeschaltet. Also ich habe jetzt gerade echt viele Eier, ich habe jetzt gerade 27 Eier. Wo hast du das Schild-Ei? Ach da, lol, stimmt. Beim Schild. Aber gut, ja, wenn wir jetzt genug Eier haben, können wir direkt schon in den nächsten Bereich reingehen. Ja, müssen wir eigentlich direkt schon freischalten können. Ich bin gespannt, was da noch in die Bereiche kommen so. Boah, das wird, glaube ich, richtig heftig. Ja, ich sag's dir. Okay, also 27 Eier habe ich jetzt. Hast du auch 27 Eier? Ja, ich habe auch 27. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal rein in den Minenschacht. Wow. Die mysteriöse Höhle heißt das. Alter. Warte mal, guck direkt schon die leuchtenden Lampen an. Das ist doch safe schon ein Ei davon, oder? Habe ich mir auch schon gedacht, aber... Oh, pass auf, hier ist TNT. Wow. Oh Gott, pass auf. Hier ist ein Ei. Hier ist ein Ei. Ein Dynamit-Ei. Wo hast du das denn eingesammelt? Da, wenn du da siehst du das? Da oben, warte mal, ich muss erstmal aufspringen, glaube ich. Bam! So, und jetzt hole ich mir hier oben das Dynamit-Ei. Oh mein Gott, das ist ja echt krass hier gerade, wo wir hier sind, ne? Das entwinkelt alles aus und so. Ja, ja, also wir können jetzt erstmal ein bisschen Höhlen forschen. Hast du das hier gesehen in der Lücke? Was in der Lücke? Lückeneck heißt das auch. Boah, das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Hier, da oben ist das Schatzei. Wo ist denn das Lückeneck?
Das Lüngeck war direkt da unter den Holzteil. Oh, wie clever. Ja, man war einfach da versteckt. Das ist echt so, gut. Schatz, hier ist noch ein Ei, glaube ich, ne? Jetzt hier mal die Leiter hoch beim Schatzei. Ja, hier oben ist direkt noch das goldene Ei. Hast du auch die beiden schon? Was für ein goldenes Ei? Hier oben, wenn du die Leiter hochgehst, ist nochmal das Treasure. Also das Treasure Egg habe ich, ja, genau. Und das andere hinter den Diamanten hast du auch schon? Hinter den Diamanten? Ja, du hast auch 31. Du musst eigentlich, dann haben wir genau gleich viel. Oder habe ich hier jetzt schon übersehen? Ne, ich habe gerade einen. Ach, das sind denn die Mann, habe ich einfach nicht. Ich habe es im Wasser nie geholt. Hast du nicht gesehen? Das habe ich nicht gesehen. Ja, gut, dass du es nochmal geholt hast. Offensichtlich gesehen, ne? So, komm. Okay, das ist jetzt auch das Gem Egg. Ich glaube, ja, safe. Ich glaube, du musst hier durchs Wasser, kann man weitergehen hier, ja? Und dann ja, ich glaube auch. Und dann geht's. Ich bin mal gespannt, wie viele Eier wir brauchen für den nächsten Bereich. Ranger steht hier. Oh, und hier ist direkt noch eins. Bist du rechts gegangen? Ja, safe, hier bin ich, hier hinten bin ich. Ist mich ja. Ach, Ranger, okay, pass auf, ich spreng jetzt mal auf hier. Okay. Mach auf das Ding. Und Sprengung! Wieso geht das nicht? Sprengung! Aber ich sehe da. Oh, wow. Mein Gott. Oh Gott, ich hab eins eingesammelt. Explosives Egg. Ne? Ja, habe ich. Hast du das hier, was hier in der Ecke ist? Hast du auch schon? Ja, das habe ich jetzt auch. Okay, dann haben wir 34 und warte. 34, genau, dann gehe ich mal hier. Wow! Ey, da habe ich eins übersehen gerade. Pass auf, nicht runterfallen hier im Loch. Wieso? Warte mal. Hier oben, hier liegt noch eins. Siehst du das hier? Auf dem Holzbrett drauf. Stimmt. Okay, warte mal. Das muss ich. Direkt noch eins. Tiefes Lochei. Tiefes Lochei, wo? Ah, das spawnt hier gleich, da ist es. Ach da, okay. Na gut, dann haben wir haben jetzt genug Eier, um wieder in den nächsten Bereich rein. Ja, und wir haben sogar noch einen Höhlenbereich bisher gar nicht begutachtet, ne? Welchen denn? Hier vorne, also am Anfang direkt, ne? Jetzt, guck mal hier. Ach, das ist schon der nächste Bereich. Ah, ah. Hä? Oh, hier ist noch eins. Ja, ich wollte gerade sagen. Alter, krass. Wir haben jetzt schon 4 Eier oder 5 Eier sogar mehr, als wir eigentlich brauchen. Und wir haben jetzt gerade, ich habe gerade Abzeichen bekommen, wir haben jetzt alle Eier gefunden. Lol, stimmt. Und guck mal. Einfach Jurassic Park oder sowas. Ja, ja, guck mal, Alter. Oh mein Gott, pass auf, die Lava. Oh Gott, ich sehe auch da unter dem T-Rex ist direkt schon ein Ei gefangen. Ja, so ein Dino-Ei. Ey, das ist ein richtiges Ei. Der brütet das anscheinend direkt aus. Ist ja richtig cool, wie es aussieht, das Ei. Und ich habe da hinten auch eben schon so eine Spinne gesehen, die da rumläuft. Und da sehe ich auch noch ein Ei rumrollen. Wo denn? Siehst du das auch? Da links, da hinten, rollt so ein rotes Ei. Warte mal. Das sieht nach Krabbelhöhle aus, oder? Das hier meinst du nicht, dass es Krabbelbereich ist? Nee, da ist auch nein, kein. Wow! Wow! Ich bin gestorben! Was ist das denn? Die Lava, da, das ist das rote, stimmt, da ist das rote Ei, das rollt hier rum. Ey, die Lava, was ist mit der Lava? Leute, hier ist das rote Ei, kam aus der Lava gerade raus. Ja, bei mir auch, das Lava-Ei, ne? Ach ja, Mann, safe, stimmt. Ich bin hier in so einer richtig krassen, was ist das hier? Oh mein Gott, diese Riesenspinne. Ja, ich komm mal geil. Oh, du hast jetzt übersehen, lol. Wie, wo hier denn? Hier oben auf dem Baum drauf. Hier eben bei dem Stein, beim T-Rex. Ah, die Spinne. Nein, stirb nicht. Die Spinne. Ja, hab ich sehr gut. Oh Gott, ich hab das Ei geklaut von dem. Hoher Baumei. Okay, krass. Wenn wir noch so hier vorne. Okay, ich glaube, das waren alle jetzt hier in dem Bereich. Wo hab ich denn das im Baum übersehen? Beim T-Rex sozusagen, da hinten, neben dem T-Rex links, da siehst du das. Da ist direkt das Ei. Wow, Alter, hier war eine Falle. Wie? Hier ist eine Falle drin. Aber ist da ein Ei drin? Ja, safe. Oh mein Gott, einfach reingefallen auf einmal. Lol, ich bin einfach da vorbeigelaufen. Ey, du übersiehst ja gefühlt die Hälfte der Eier. Wo ist gar nicht wahr. Natürlich. Ist ja klar. Wie viele Eier hast du bis jetzt gefunden? 41. Und du? Ja, ich bin jetzt hier schon bei 42. Wie 42? Ja, ich bin sogar schon hier bei 43. Wo hast du denn jetzt gerade die 42 gefunden? Ja, hier hinten. Ich bin jetzt gerade, ich muss da hinten hinkommen. Wir sind auf jeden Fall zwei Eier nebeneinander. Schon. Wir können auf jeden Fall schon in den nächsten Bereich rein, sehe ich auch, ne? Boah, das ist echt gut, weil der Bereich hier ist echt richtig groß. Ah, nein. Hast du gestorben? Ich bin in die Lagune gefallen. Oh mein Gott, hier ist auch einfach so ein Ei mitten im Baumstamm drinne, lol. Im Baumstamm drinne? Im Baumstamm drin einfach gefangen gewesen. Achso, das hatte ich auch, das Ei. Ja, auf jeden Fall, das ist echt gut. Pass auf, nicht in die Lagune reinspringen. Ja, okay. Ich werde jetzt hier mal ganz vorsichtig über den Baumstamm laufen. So, rüber hier. Hier ist auch über den Baumstamm. Hier kommt immer die ganze Zeit diese Lava, ne? Ja, ja, safe. Man muss sich hier echt aufpassen. Oh Gott. Wie viel hast du jetzt gerade schon? Ich habe jetzt gerade 45. Ich habe 43, wo hast du denn zwei mehr gefunden? Ah, ich bin schon wieder reingefallen, ey. Ich kann da reinfallen. Ja, weil da gerade das Symbol kam. Ob du das finden wirst? Warte mal, das ist doch gar keins, oder? Ist das hier ein Geheimgang? Doch! Als ob. Es wäre der andere krasse Geheimgang gewesen, aber hier ist gar keins. Ist keiner? Aber ich habe genug, lass in den nächsten Bereich, ne? Wir haben genug Eier. Ja, warte mal. Ich muss hier oben ganz kurz nochmal gucken. Wo hier hinten noch irgendwas ist. Oh, hier ist noch eins. Wo? Das Nestei. Hä, du findest viel mehr als ich die ganze Zeit. Du hast auch schon. Hä, du hast schon viel mehr als ich. Das Nestei will ich auch nochmal haben. Warte mal hier. Das Nestei ist.
Warst du oben im Vulkan? Hast du da auch eins gefunden? Nee, im Vulkan war jetzt nicht drin, ne. Okay, ich hol mir noch mal ganz kurz das Nest hier. Hinter, hier ist doch locker eins. Ey, das wäre so ein krasses Versteck gewesen. Ja, ich sag, ja, willst du mal ein krasseres Versteck sehen? Ja, hier vorne. Hier vorne wahrscheinlich, mal, ne? Da, da dachte ich, hier, da kannst du reinkrabbeln, aber dass da keins drin war, hier, ach, genau da. Kannst du sogar reinkrabbeln? Kannst du reinkrabbeln ohne Pro. Aua! Mann, jetzt hat mich die blöde Lava getroffen hier. Ey, was? Als ob da kein Ei ist. Hätte ich auch gedacht, dass es eins ist, aber anscheinend nicht. Krass, okay, ja gut, dann können wir ja sogar schon in den nächsten Bereich reingehen. Ja, lass uns weiter in den nächsten Bereich, ich komme auch gerade angepäst. Wie viele Eier hast du jetzt? 47 oder so? 46 habe ich jetzt, aber wir können ja sogar noch Geschwindigkeit kaufen, sehe ich gerade. Ja, läuft echt mega langsam, ne? Ja, ich koste doch nur 75 Robux, also meine zwei Geschwindigkeiten wird es eigentlich ganz in Ordnung. Mhm, hier haben wir noch Ei, okay. Hier ist auch noch ein Eiradar, was man sich kaufen kann. Oh, da werden die noch angezeigt. Aber das machen wir ja später, das kostet auch 300 Robux, weil das, okay. Ich meine, bis jetzt finden wir alle Eier. Wir müssen eh 140 Stück finden. Wow, ey, das mit diesem Geschwindigkeitsding ist richtig gut. Du bist immer mega schnell. Okay, jetzt sind wir hier irgendwie voll da. Im Bereich, ne? Hier ist so ein Ei drin. Ist das schon der krasseste Bereich im Spiel? Nee, danach müssen wir 48 Eier haben. Ah, okay. Hey, ich habe jetzt schon fast 48. Wollen wir da jetzt schon weitergehen? Jetzt habe ich 48. Hier ist ein goldener Topf. Ja, ich habe auch jetzt gleich 48. Warte mal, hier nochmal. Genau, das da oben kann man noch mitnehmen. Jo. Auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr wichtig jetzt hier. Guck mal ganz kurz, zack. Bam, bam, bam. So ein Goldtopf-Ei oder sowas. Ne? Also hier ganz, ganz oben auf dem, ganz oben, Ja, hab ich schon gesehen, auf dem Turm oben, ne? Mhm. Da war auch noch auf dem Turm oben auch noch. Ja, ja, wo hast du denn noch eins gesehen? Hier ja, auf dem Regenbogen. Auf dem ganz großen Regenbogen. Stimmt, da ist oben auch eins drauf. Stimmt, ja, okay, das habe ich jetzt auch hier geschnappt. Ist noch oben eins drauf? Nee, ich denke, oben war eins. Doch, oben beim Turm ist noch eins drauf. Auf der Wolke musst du dann so mäßig mit hochgehen. Ach, man kann hier unten auch noch mal was machen. Ja, ja, safe, du kannst komplett runtergehen. Hier. Ich bin jetzt hier, warte mal, ich bin im Turm jetzt gerade drin. Und der ist sogar im Turm, ist auch noch ein Ei. Im Turm ist auch noch mal ein Ei, das, wie bist du da reingekommen? Ja, du musst einmal runterspringen, weil du die Leiter sind. Okay. Und dann reingehen. Ja, hast du jetzt gerade schon? 53. 53 schon, ich habe gerade mal 51, ich habe aber 50, ne? Oh, hier sind noch mehr, so Mondeier und sowas. Bam, 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 bam. Alle mitnehmen, alle Geheimeier mitnehmen. Alle mitnehmen, alle eintüten. So, komm, Kasselei haben wir am Start. Ich glaube, warte, hier ist doch locker auch noch eins jetzt hier. Ja, da drin sehe ich doch eins, sehr gut. Okay. Hä? Aber man muss doch durch die Scheiben durchgehen. Ich würde sagen, lass uns in den nächsten Bereich reingehen. Genau, lass uns echt in den nächsten Bereich reingehen. Das ist ja anscheinend der, ist irgendwie der krasseste Bereich im Spiel oder irgendwie sowas. Ich bin jetzt hier gerade bei so einer krassen Obby. Was ist denn Obby? Also, was ist Obby? Ich habe jetzt so ein neues Ei und zwar Wrecking Ball Ei. Aber egal, ich komme nach oben. Wrecking Ball Ei? Ja, ja. Okay. Das hört sich auch sehr, sehr krass an, muss ich sagen. Hier das war auch echt krass, muss ich sagen. So, jetzt habe ich... Okay, ich habe 56 Eier, wir können in den nächsten Bereich rein. Alter, du hast einfach 3 Eier mehr als ich, ne? Ja, ja, ja. Okay, 48 Eier brauchen wir. 54 habe ich, ne? Sehr gut, sehr gut. Ich habe 56. 56, okay. Also ich würde sagen, wir gucken uns diesen Bereich hier nochmal an. Wow! Oh mein Gott, pass auf! Du bist runtergefallen! Das lief! Ach lol! Du Gott, du musst schnell aufpassen, schnell aufpassen! Okay, du musst halt gucken, dass man auch hier irgendwie Eier hatten auf diesem Bereich. Ja, du musst auch die ganzen Eier aufsammeln, sehe ich gerade hier von den Sachen, die runterfallen. Hier haben wir noch Ein. Oh ja, hier sind noch, okay, hier ist auch noch ein Ei. Das ist nicht auf jeder Etage, das ist ein Ei. Sehr gut, genau, nicht auf jeder Etage. Das Grumpy Cat, hier zum Beispiel auf der Game ist jetzt wieder nichts, glaube ich. Doch, da. Hier. Ey, ich habe bisher auf jeder Etage eins gefunden. Ey, ich bin jetzt auf einer nicht, weil du wahrscheinlich das vor mir gefunden hast. Und das weg. Kann sein. Ich habe jetzt gerade 60 Eier schon. Was? Ich habe 59. Ich habe jetzt 61 schon. Okay, sehr Oha, gut. Oha, was hast du denn 61? Oh. Alter, ich sag dir, ich habe hier gerade richtig, richtig dick sammeln können bei der Map, ne? Und da bist du auch direkt. Wie viel hast du jetzt? Ich habe jetzt 61. Ja, okay, dann findest du jetzt gerade dein 62. da, oder nicht? Genau. Okay, ich habe jetzt auch 61. Okay, dann passt das ja. Oh, da ist auch noch eins. Hä? Das ist ja einfach hier unten versteckt. Ja, safe da unten drunter, ne? Ja, jetzt habe ich 63. War im Auto eins? Ne, hier beim Auto, bei dem hier ist keins. Okay. Ich denke aber, guck mal, da muss man eine richtige Tür auswählen, lol. Oha. Lol, okay, das ist sehr, sehr krass. Das ist wahrscheinlich sogar eine mit, Ja, Fehltür. Welches wird die richtige sein? Ich sag hier eins. Oh. Nein! Aha, ich sag die Zahl. Oh nein, nein, das ist falsch. Doch, das war richtig. Oder nicht? Ich würde die 2 wählen, wenn ich du wäre. Die 2 würdest du auswählen? Genau. Ich komme mal runter. Hier, gut, dann nehmen wir mal die 2 hier vorne. Hier ist sogar auch noch ein Ei. Im safe in diesen Röhren da drin, ja, ne? Genau, in dem Röhr. In den Röhren safe. Drin. Okay. Also du sagst, die 2 ist es? Genau, die 2 ist es.
dann nehme ich hier mal die 2, so. Ah, Mann! Ich habe doch ganz genau gesehen, dass sie die 3 da ausgewählt hat. Ich dachte, du siehst das nicht. Oh, hier ist locker noch ein Ei versteckt. Veräppeln kannst du nicht selber. Was? Ich bin jetzt aber 54. Hast du auch so viele? Ja. Hier hinter ist einfach kein Ei versteckt. Wie das? Da ist ein Safe 1. Nein, nein, da ist keins. Echt nicht. Aber, oh mein Gott, ich sehe hier eine Geheimleiter. Ey, ich habe hier eben, ich schwöre, ich habe hier, guck, ich laufe auch gegen eine Wand. Ich schwöre, ich habe hier eben eine unsichtbare Leiter gesehen. Ey, da ist keine Leiter. Ich schwöre, ich habe da eben eine gesehen. Warte mal. Da ist keine. Wie der Winkel war. Von hier. Da, sie ist, von hier sieht man die. Von hier sehe ich die. Wie jetzt? Guck mal, von hier, wenn du hier stehst, auf diese Wand da hinten. Das sieht so aus, als wäre da eine Leiter. Siehst du, das musst du mit der Kamera machen. Stimmt, aber ist nicht, ne? Nee, ich laufe jetzt gerade genau drauf zu und jetzt springe ich mittig dran. Nee, da ist nichts. Das ist irgendeine Wand oder so. Nee, okay. Aber wir können schon in den nächsten Bereich wieder reingehen, weil wir haben jetzt 65 Eier. Ich würde sagen, Brox, wir haben fast schon die Hälfte der ganzen Eier gefunden, ne? Ich würde sagen, den Bereich hier machen wir im nächsten Part. Ja! Wir sind zurück, denn ich bin der hier. Warte mal. Wer bist du? Oh mein Gott, ein Backrooms-Monster. Wir haben nämlich ganz, ganz viele neue Monster bei dem neuen Update jetzt hier bekommen, die wir suchen müssen. Ich bin so gespannt. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, ob wir die alle finden werden. Ich weiß, wir werden jetzt auf jeden Fall suchen. Wollen wir schon mal hier, oh mein Gott, rechts rum lang gehen. Oh mein Gott, ich muss jetzt das Backrooms-Monster spielen. Pass auf, wir haben jetzt hier Minions, Spider-Man, richtig coole neue Sachen auf jeden Fall. Hier lang. Also die Backrooms sind ja unendlich. Von daher hätte es mich auch nicht gewundert, weißt du, hätte es mich gewundert, wenn da nicht neue Sachen kommen würden. Ja, also irgendwer hat auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben, dass beim Portal noch eine Sache ist, was wir übersehen haben. Okay, deswegen dann lass mal ganz kurz reingehen und schauen, ob wir. Da! Oh, hier war dieser Hobby, was. Ne? Oder? Da ist doch was. Da. Hier. Hä, das ist der Pokal da? Ja, siehst du, der hat mir letztes Mal nicht bekommen, oder? Nee, da haben wir, glaube ich, der war da, glaube ich, noch gar nicht letztes Mal, oder? Okay, das ist auf jeden Fall dann auch nicht schlecht. Dann lassen wir hier kurz rüberspringen. So, zack. Und dann können wir zum Pokal hier, Pokal rauf. Ja, let's go, hier, zack. Und zwar ist es der, oh mein Gott. Ich bin gestorben. Für die Figur ist. Ehrlich? Als ob. Ich bin im letzten Jump gestorben. Wie kann ich mich zurücksetzen? Der springt voll schlecht hier. Du musst dann unten links ist so ein Fragezeichen. Ey, was ist das denn? Ist das so Snoopy oder sowas? Ich weiß auch nicht, was das für ein Ding ist, aber ich glaube. Okay. Also, irgendwer meinte, dass trotzdem noch hier was wäre, aber ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr, ne? Also, da ist ja das Backroom so unter uns. Das ist ja nicht schlimm. Oh! Nein, nein, nein. Stimmt, es kommt. Aber hier ist nichts zum Einsammeln, vielleicht? Ne? Nee, nee, nee. Ich sehe auch keinen goldenen Pokal. Oder ist da ein Geheimgang irgendwo? Ich guck gerade. Ich sehe auf jeden Fall keinen Geheimgang. Also ich glaube, wir können jetzt kurz zurückteleportieren. Ja, zu, glaub ich auch. Lass mal zu den Destroyed Backrooms hin teleportieren. Ja, das ist nämlich neu. Let's go. Okay. Oha. Hier ist ein Hammer. Guck mal. Hier waren wir schon mal. Hatten wir schon auch mit dem Tor aufgemacht? Ja. Hier hoch. Oh mein Gott! Da waren wir. Oh mein Gott! Hier geht's raus! Und es ist hier diese Figur. Was ist es? Pippi Popcat. Oder wie die heißt? Popcat ist das. Ja, Pippi heißt sie doch. Ja, Pippi, genau. Vielleicht kommt da auch jetzt gleich ein Raum, wo auch was Neues ist oder so. Das kann auch sein. Das könnte echt gut sein. Also, das Ding ist, wir waren ja letztes Mal schon in ein paar Räumen. Da war. Das haben wir schon. Haben wir schon, okay. Okay, dann lass mal hier ganz kurz zurückgehen. Hier so zurückspringen dadurch. Da! Das Minion! Warte mal, guck mal, hier ist ein Minion, Kaspar. Hä? Denkst du, wir müssen ihn angucken? Aua, ich bin gestorben! Oh, Kaspar! Hä? Wie bin ich denn gestorben jetzt gerade? Ja, da war so eine Hand, du Dulli. Wir müssen eine Banane finden fürs Minion. Ja, eine Banane finden. Wenn du eine Banane siehst hier irgendwo. Ich guck mal ganz kurz. Ja, ich muss jetzt erstmal hier kurz überleben. Der Talking Ben verfolgt mich hier schon wieder. Warte mal, hier ist McDonald's. Gott. Ich suche jetzt gerade mal eine Banane. Ich guck grad hier ist der Minion, ne? Ja, genau. Komm mal hier in den Elevator rein. Da bist du. Zack, da komm ich. So, und jetzt kann ich mit ihm reden hier, oder was? Ja, wir müssen eine Banane. Ey, der hat eine Banane. So. Der kam gerade von da. Hä? Der kam gerade von hinten. Irgendwo muss hier eine Banane sein. Hier ist so der Käse von der Ratte. Also, das ist eine Sack. Oh! Ja, pass auf. Oh. Pass auf da. Aber warte, wo hat der? Es muss mit dem Aufzug. Mit dem Aufzug. Sicher. Ja, eine Banane ist von woanders gekommen, ne? Aber wir können gucken. Lass den Aufzug, lass reingehen im Aufzug. Macht schon Sinn, dass man hier lang gehen muss, ne? Ja, ich denke eigentlich auch. Wow! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier, warte mal. Okay. Hier ist was Neues. Was ist das denn? Stimmt. Irgend so ein Partyhut. Was ist das denn? Glitchpeil. Glitchpeil, ja. Was soll das denn sein? Vielleicht haben wir den letztes Mal auch übersehen? Don't touch. Könnte echt gut sein, dass wir es übersehen hatten, ne? Waren wir hier schon in dem Geheimgang drin? Ja, ne? Waren wir letztes Mal. Ja. Mach auf jeden Fall mal das Tor auf. Oh, ist auf. Okay, lass schnell durchgehen. Vielleicht ist da noch irgendwas, was wir gesehen hatten. Hier können wir jumpen. Du schubst mich voll. Du schubst mich. So. Aber hier waren wir schon, ne? Lang. Hier waren wir doch schon, oder? Ja, ich bin auch. Okay, also hier ist auf jeden Fall auch nichts Neues. Dann war es auf jeden Fall nicht im Fahrstuhl. Das ist schon mal gut zu wissen. Die Banane. Wo könnten wir die jetzt finden? Können wir die vielleicht auch kaufen hier? Ich glaube, wir müssen.
Den Morph haben wir schon. Hier ist auch nichts versteckt. Da ist nur Talking Ben. Also es muss irgendwo anders... Du musst andere Seite. Du gehst falsch. Wir müssen nach links herumgehen. Nach links rumgehen. Dann gucken wir mal nach links hier. Das heißt, wir können jetzt hier lang laufen. Ja. Ich glaube, vielleicht ist hier irgendwo in so einem... Ist in der Rutsche? Glaube ich eigentlich nicht. Lass mal hier weiterlaufen. Ich glaube, die kommt hier. Okay, dann laufen wir mal ganz kurz da weiter. Wir haben auf jeden Fall noch viele Morphs, die wir suchen müssen. Hier kann man doch weiter, oder nicht? Wo denn? Hier war ich noch nicht. Hier liegt die Banane auf dem Boden. Oh mein Gott, was? Du Blindfisch. Hier liegt die. Wie hab ich nicht gesehen? Ja, weil du blind bist. Du hast recht, hier ist echt aber, die Banane. So, warte mal, müssen wir hier rein? Hier ist einer. Guck mal, komm mal hier rein. Ist hier ist noch einer, ein Morph. Stimmt, wer ist und das? Zwar, Fred Feuerstein. Fred Feuerstein, ja. Fred. Pass auf, da kommt was. Flopper. Durch jetzt hier. Flopper veräppelt. Und dann müssen wir hier lang gehen. Die Banane haben wir jetzt hier. Ja, jetzt safe. Und jetzt hier, lang. Au, hä? Oh mein Gott, ich habe alle meine Tools verloren. Ich muss die, die verliert man nicht. Hier bei der Ratte. Ja, genau, okay. Und Ratte. So, jetzt gebe ich dem Mini die Banane. Und er gibt uns. Mal. Er frisst die. Er ist weg! Was? Ah, jetzt! Ja, okay, freigeschaltet. Ich dachte gerade, er hat uns einfach veräppelt. Ich dachte auch gerade, Alter. Hat hier er nicht. Jetzt durch, genau, jetzt musst du hier die Banane geben. Mr. Minion, ich habe die Banane für Sie. Hier, bitte. Du noch den Hammer, ne? Ich kann ihn auch droppen. Ja, ich habe noch einen grünen Schlüssel. Ja, ich glaube, wir brauchen wir auch nicht. Aber pass auf, wir haben jetzt noch weitere Charaktere wie... Oh mein Gott, das sind noch richtig viele. Spider-Man. Ey, wir haben so viele noch. Guck mal, hier ist sogar, wer ist noch neu? Alter, so mit einem Auge und so Foxy und sowas. Lass mal hier durchgehen. Komm mal hier. Wo bist du? Oh, ich bin hier bei Minion. Wo bist du? Hier, komm mal hier hinten bin ich. Okay. Weil wir können nämlich hier so eine Tür aufmachen. Ey, der ist schon wieder da. Den kennen wir doch. Der hat uns doch den Weg gezeigt. Den kennen wir doch. Stimmt. Der verfolgt uns, glaube ich. Glaube ich auch. So, dann können wir jetzt hier, glaube ich, mal durch. Ja. Hier ist einer. Ich wusste es. Hier ist nämlich... Oh mein Gott. Der war hier die ganze Zeit. Lol. Oh mein Gott, wir sind so blind, und wir können hier theoretisch auch nochmal runtergehen, ne? Hä? Hä, was? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Lol, da ist irgendwas. Hä? Oh mein Gott, da kommen wir hin zu den Monstern hier. Oh mein Gott, hier sind voll viele noch. Wir brauchen TNT. Hier ist ein Morph. Hier hinter. Lol, als ob. Da ist echt ein Morph. Guck mal. Hier direkt hier hinter versteckt. Warte, ich mach das ganz kurz weg hier. Kurz. Spider-Man! Als ob! Was? Einfach die Spider-Man! Okay. Ey Mann, der rennt die ganze Zeit gegen mich! Oh Mann, der soll mal abhauen! So, und jetzt. Okay, jetzt müssen wir hier vorne so eine Obby machen. Ja, und dann müssen wir das, glaube ich, mit TNT aufsprengen. Ja, ich glaube, das TNT ist da vorne irgendwo. Aber so, haben wir nicht schon die Obby hier gemacht sogar? Ich habe das noch nicht gemacht. Ich glaube, ich habe es sogar schon gemacht, aber ich guck mal ganz kurz vorne. Warst du hier schon mal? Ich glaube, ich war hier schon mal. Oh mein Gott, hier ist Patrick! Nicht, oder? Hier ist Patrick! Hast du die Obby schon geschafft? Ich zünd ihn an! Was? Ich zünd ihn an mit Flammenwerfer. Wie schaffst du? Sag mal, ich bin zu schlecht oder so für die Obby heute. Was ist denn hier los? Nee, die ist eigentlich ganz leicht. Oh, warte Das ist verbuggt oder so? Ich hab Patrick gefunden. Du bist einfach schlecht, ich will Kasper. Den auch. Du bist schlecht. Ey, ich weiß nicht, was los ist. Ich komme da nicht raufgesprungen bei mir. Ja, weil du schlecht bist. Jetzt, erste Mal so und jetzt hier. Warte, du kannst doch, glaube ich, mein TNT benutzen. Weil ich könnte es jetzt hier ranpalazieren, das TNT. Das ist auch neu. Okay, dann mach ich noch einmal rüberspringen. Genau, mach du mal ganz kurz, ich gehe mal ganz kurz hier rechts lang. Was? Ich habe den letzten Sprung nicht geschafft. Wie schwer war der? Ja, dann komm, lass uns das Ding aufsprengen mit TNT. Ja, komm, dann mach mal auf da. Zack, komm. SpongeBob, komm. Wir müssen uns beeilen. TNT ist ran. Geh zurück. Ich sehe halt nichts, ne? Ich sehe es nicht. Echt nicht? Es geht in die Luft. Jetzt. Warte. Ich sehe nichts. Es piept. Jetzt. Explodiert. Geht's hoch? Ja. Hä, bei mir ist hier gar nichts. Als ob. Ich muss es selber machen. Warte kurz. Okay, warte. Dann mach das. In der Zeit hol ich schon mal den Schlüssel, weil man braucht anscheinend einen Schlüssel. Okay, so, hier. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich schaff diesen blöden Sprung da nicht. SpongeBob. Ja, ich habe SpongeBob auch mit dem Flammenwerfer weggeholt. Ey, was ist denn mit mir? Ich habe einen Knick in der Optik oder so. Ja, du bist richtig schlecht. So selten wie der habe ich noch nie was nicht geschafft. So, ich hab jetzt? Den. Oh nein, SpongeBob ist respawned. Ja. Oh! Okay. Oh Gott. Ich hab den weißen Schlüssel, Kasper. Oh mein Gott, ich hab's. Okay, und jetzt, wo muss ich lang hier? Sehr gut. Ich glaube, ich kann hier vielleicht die Tür aufmachen. Oh mein Gott, es ist aufgesprungen, wie krass! Ja, sehr gut, okay. Jetzt. Sehr gut! Vielleicht kann ich jetzt die Tür aufmachen, auch für dich. Ich habe jetzt nämlich den Schlüssel und hab aufgemacht. Nein, ich komm da nicht durch. Aber ich hab den Morph hier schon. Dann, ich will den auch haben. Ja, so, dann hol den Schlüssel und mach die Tür auf. Ich gehe schon mal weiter gucken jetzt hier gerade. Ja. Mach mal, wir haben noch, ein bisschen weiter. Wir haben noch weitere Morphs, wie zum Beispiel... Oh, mir fehlen noch 2, 4, 7. Was? Mir fehlen einfach 9 Morphs noch. Da sind ja auch voll viele neue dazugekommen. Ne? Ich habe jetzt hier auf jeden Fall auch den Schlüssel am Start. Mach auf hier, zack. Ich mach grad, wer ist das? Wow, ich habe einen neuen Morph gefunden.
Game Pass? Wo bist du gerade? Was ist 2 plus 2? 4. Ja, wo bist du? Wo bist du denn hin? Bist du in den No-Clip-Dings? Nee, ja, genau. 2 plus 1 mal 2, auch 4. Wo bist du denn dann hingelaufen? Ah, hier lang oder was? Ich bin durch das Tor hier gegangen. Hier. Da. Ey, ich hab das frei. Und zwar ist es das Backrooms-Monster. Ich musste ein paar Matheaufgaben lösen. Ach was? Hier, 4, 2 plus 1 mal 2. Oh Gott. Und das? War easy, auch 4. Das war ja so, warte mal, ich mal ganz kurz mal hier auf. Weil vielleicht hier noch was versteckt. Irgendwo unten. Ist hier unten. Aua, der hat so mir weh hier, der blöde Esel. Hier war Shrek, ne? Oh. Ey, wieso komme ich da nicht durch? Oh, Shrek. Okay, ich hab Shrek weggeholt. Ey, der killt mich gleich, der Esel. Du bist ja auch richtig schlecht heute. Was ist denn los? Die Barrikade. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Die Barrikade. Ich bin tot. Also echt, wie kann man vom Esel sterben? Ich bin einfach vom Esel gestorben. Egal, such du mal da unten weiter. Ich guck mal hier unten. Ja, aber hier unten ist auch gerade gar nichts mehr. Ich komme jetzt mal ganz kurz zurück. Und zwar zum Spawn. Ja, komm mal zum Spawn. Ich hab das Gefühl, dass wir hier in diese Richtung. Ja, dass wir welche? Hier was finden, ne? Komm mal mit hier. Und zwar jetzt hier lang. Hier lang? Jetzt? Ist doch genau derselbe Weg. Okay. Ja, pass auf. Jetzt hier links. Ja, jetzt hier links. Und jetzt hier rein, oder da nicht? Da waren wir doch schon. Ja, wir waren doch gerade schon drin. Wir haben doch schon was Zweites gefunden. Wir sind doch da hochgegangen. Lass mal hier lang. Was ist, wenn wir hier lang gehen? Hier. Such mal den zweiten. Warte mal, wir können. Oh! Ja, ich habe aufgemacht. Hier vielleicht drin. Hier könnte. Oh mein Gott. Oh! Nicht springen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich springe! Oh mein Gott! Hä? Was ist denn hier jetzt? Ein Videotape reinmachen. Okay, warte. Oh mein Gott. Tape rein. Läuft jetzt ein Film. Ehrlich? Bei mir nicht. Warte, jetzt. Da, Dora läuft da drauf. Dora ist die Explorer. Nein, das ist doch nicht Dora. Bist du blöd? Das ist Amanda the Adventurer. Oh mein Gott. Wow. Der Fernseher ist explodiert. Was ist passiert? Alter, ich hab Amanda bekommen. Nein. Ich auch. Amanda Backrooms habe ich bekommen als Backrooms Monster. Alter, was ist hier alles noch? Hä, hey, lol, wo hier sind wir denn jetzt? Guck mal hier. Okay, warte mal. Oh, ganz vorsichtig. Aber der hängt da fest. Oh, nein, hängt da nicht. Mit Flammenwerfer. Kill den mal. Bin ich gerade dabei? Oh, sehr gut. Kill den! Ah, nein, mein Flammenwerfer ist weg. Ich bin eingesperrt. Ich lauf durch. Hier ist eins. Ah! Okay, warte. Ja, das einäugige Backrooms-Monster ist hier vorne als Morph. Hab ich auch. Warte, hier drüben. Wo denn? Hier, hinter dir, Bro. Ach so, hier rechts. Hier in der Ecke. Also ich hab den grünen Schlüssel jetzt auf jeden Fall. Ja, den habe ich auch. Das einäugige. Ey, oh mein Gott, ich hatte von einer anderen Station schon einen grünen Schlüssel. Ich glaube, das war es jetzt. Pass auf. Ah! Durch! Er hat mich geholt. So, ich gehe wieder durchs Tor. Okay, und jetzt springe ich runter. So. Sehr gut. Guck mal, der hat auch schon geschrieben, warten wir auf Brox, weil du so lange brauchst. Also echt, ne? Also ich will jetzt nicht über deine Obby-Skills hier reden. So. Also was soll das? Oh pass mein auf, Gott. Also du musst hier, den Schlüssel hast du, ne? Jetzt hast ich du auch den Schlüssel. Sehr gut. Mir fehlen und jetzt noch mit. 5 Morphs. Hier sollte ich und ich habe, wer ist das denn? Welcher? Die Katze, das ist die Katze. Bei Sonic direkt rechts. Wo bist du? Oh mein Gott, bei Sonic rein und dann rechts. Okay, warte, ich komm. Gut, dass wir geguckt haben. Denn ich bin gleich tot. Ich komme, Kaspar. Pass auf, ich lock ihn weg für dich. Oh mein Gott, das ist richtig schnell. Au, er hat mich getroffen. Ist hier noch was Neues? Die Katze, stimmt. Was Neues? Okay, ich hab die Katze. Sehr gut. Okay, warte mal, dann es fehlen noch, guck mal, es fehlen immer noch 4 Morphs. Wo könnte Pennywise sein, frage ich mich. Pick the door. Bei Pick the door ist garantiert Pennywise. Ja? Ich würde, Digga, Safe Call, oder? Okay, warte, dann komm ich da hin. Ich komme da hin. Ich bin zweimal richtig geraten, ich weiß das nämlich nicht mehr. Bist du rechts gegangen? Kein Shrek oder nicht Shrek? No Shrek. Nein! Ja! Yeah. Das war falsch. Oh mein Gott, wo bin ich jetzt hin? Ich bin jetzt. Hä? Wo bist du? Ich bin wieder zurückgespawnt. Hä? Wieso das denn? Hast du wahrscheinlich, weil ich da schon den Morph schon hab. Ah. Am Ende wäre ja wahrscheinlich Morph jetzt gewesen. Den hab ich jetzt aber nicht. Okay. Aber dann ist bei Picodor auch nicht. Aber ich glaube, dann müsst ihr noch auf ein neues Update warten, bis wir das alles finden. Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, die Leute schreiben uns mal die Kommentare, wo wir Pennywise finden werden. Genau, und die anderen drei hier unten, die ihr noch seht. Ja, safe, wo safe, finden safe. Wir die hier? Den Ort kennen wir hier, Kaspar. Guck mal, wo wir sind. Wir müssen alle Marker finden und ich sehe hier unten direkt schon einen. Habe ich den letztes Mal gar nicht gefunden. Ja, auch hier, guck mal, Ballmarker. Was? Stimmt, habe ich da auch jetzt gerade den Ballmarker. Okay, ist neu und... Ja, und hier sind auch voll viele auf dieser Karte verteilt, ne? Okay, überall hier sind Marker und die müssen wir alle finden. Warte mal, da unten siehst du dieses leuchtende Tor hier unten? Oder mal reingehen hier? Ja, oh, eine Galerie. Oh, und das ist... Ach, das sind alle Marker, die man finden kann. Okay. Lol. Okay, warte mal, was kommt hier? Was ist hier? Meinst du, wir finden noch einen Marker hier unten irgendwo? Glaubst du, so ein Galeriemarker oder sowas?
Ja, ich könnte mir das eigentlich nur vorstellen, oder nicht? Oder nee, nein, glaube ich nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder nach draußen und gucken uns mal die ganzen Marker an. Okay. Ja, guck mal, hier ist eine riesen Pyramide. Guck mal, hier ist eine riesen Pyramide, Kaspar. Stimmt. Lass mal hingehen. Also meinst du, da sind irgendwo noch Marker? Ich sehe da jetzt schon Marker. Ja, was ist das für einer? Da vorne direkt, ja. Das ist der gebräunte Marker. Der ist gebraun. Okay, der Sandmarker oder sowas, ne? Hier, Kaktusmarker. Lol, einfach da drin versteckt. Alter, du siehst die auch gut, ne? Ja, ja. Da im Wasser sehe ich doch auch schon ein. Wie im Wasser. Wassermarker, hier im Wasser. Stimmt, du hast recht. Ja, Wassermarker, lol. Ja. Aber wie kommen wir jetzt am besten zu denen hier oben ran? Gute Frage, vielleicht von der Pyramide von oben oder so? Ja, ja, lass mal nach oben. Die locker ist da oben so ein Pyramidenmarker. Ja, safe. Nee. Oder drin vielleicht. Guck mal, hier hinterm Baum sehe ich jetzt gerade erst. Oh ja, sich auch gerade voll versteckt, Alter. Alter, hier einfach. Was ist für einer? Das ist der türkise Marker. Ah, okay, gut, okay. Dann lass doch mal reingehen jetzt hier. Und, ja, hier geht's hoch. Hier sind direkt zwei Stück, oder? Oh mein Gott, ich sehe es direkt. Hier in der Ecke sehe ich einen. Und rechts ist irgendwas lila. Das ist sowas. Der Sand. Was ist denn das? Lila hier? Ja. Da kann man drücken. Ich drück mal. Jetzt ist der Knopf an. Wie jetzt? Wie ging das jetzt? Was glaubst du, was jetzt gerade passiert ist? Nee, also ich müsste jetzt nach oben gehen hier bei der Pyramide vielleicht. Das könnte ich mir vorstellen. Glaubst du, jetzt können wir erst nach oben gehen? Vielleicht müssen wir die Luke aufmachen oder sowas? Vielleicht war die oben. Huh? Hier, lol! Ah, du bist gegen eine Falle gelaufen. Ich bin nein, darüber gesprungen. Oh mein Gott, ich jetzt habe ich den Tempelmarker bekommen. Ach man, ja, den muss ich mir auch noch kurz holen. Also auch da bin ich ja direkt da runtergefallen. Aber ich frage mich, was dieser Knopf jetzt gerade bringt. Da ist halt einfach nur. Drück mal drauf, ich stehe gerade draußen. Drück mal drauf. Passiert hier irgendwas? Da war nur so ein Herz drauf. Hier passiert gar nichts hier draußen. Das ist doch irgendwelche Attrappe oder so. Aber ich frage mich hier, wir müssen auch zu diesem Einkommen, ne? Zu dem da oben, meinst du? Ja, ja, wie kommen wir da hin? So, Tempelmarker hole ich mir hier auch mal. Sehr gut. Okay, jetzt wieder raus hier. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie, vielleicht können wir irgendwas finden, womit man fliegen kann oder so. Ja, ich glaube, es wird wahrscheinlich irgendwo sein, ne? Gut, dann lass mal weitergehen. Lass uns noch ein bisschen weiter gucken. Was können haben wir denn hier, noch? Waren wir schon mal hier drin? Da rechts, meinst du, in dieser Höhle? In dieser Höhle? Ich glaube nicht. Doch, hier waren wir schon mal, da hast du mich mal veräppeln wollen. Ach ja. Hä? Wie kommt man denn hier wieder raus? So, jetzt. Na, guck mal. Hä? Was ist das denn? Ist auch neu, oder nicht? Ja, ja, er sagt Hilfe. Okay, was ist denn falsch? Okay, Rod Swarm, mal gucken hier. Aha. Mein Freund ist weg, kannst du ihn finden? Ja klar, aber einen roten, einen gelben und einen grünen. Und wenn wir die alle finden, sollen wir zu ihnen widersprechen. Dann kriegen wir anscheinend seine Note. Ah, okay, also die sollen hier irgendwo rumlaufen, oder was? Ja, so wird aber hier ein paar rote und ein paar grüne und sowas, ne? Hier vorne irgendwas? Guck mal hier. Hier unten drunter der grüne, ich hab ihn. Lol. Hier. Och, Mann. Hey, wie kriegt man den denn? Hä, ich hab grad versucht alles, aber ich hab ihn nicht bekommen. Ey, ich hab ihn auch nicht bekommen. Wo bist du hin? Hier oben, hinter dir. Hier oben. Aber guck mal, siehst du das hier oben, der Shop? Wollen wir da auch nochmal reingehen hier in den Shop? Ja, ja, na klar müssen wir nochmal zum Shop reingehen. Oder ist im Wasser hier noch? Alter, hier im Wasser hier unten! Was? Das wusste ich doch, dass hier noch einer versteckt ist. Wo? Lol. Einfach hier unten im Shop im Wasser. Ach, den hast du jetzt, Alter, das ist gerade in der Ecke gefunden. Ja, der war da einfach. Ist hier noch irgendwas? Hier der dunkelblaue Marker. Oh hier mein Gott, ich wusste es! Hier ist noch einer. Hier ist ein Geheimgang. Wie? Ich habe noch den Wassermarker. Mehrere, lol. Was? Ich komme zu dir. Oh mein Gott. Lol. Der Mutant-Ninja-Marker. Was? Ich glaub's nicht. Der dunkelgrüne Marker. Wow, ich habe echt die Geheimgänge. Ich finde die. Hä, wo bist du denn noch durch? Bist du hier durch? Oh mein Gott. Alter, im Safe drinne einfach noch mal einer. Der Platin-Marker. Okay, das war schon nicht schlecht von dir, muss ich sagen. Wieder raus hier, komm, wir gehen wieder raus hier, aber wo am besten? Aber das Ding ist, hast du schon gerade den Wassermarker geholt? Nee, wo war denn der? Wo ist hier der oben. Versteckt? Ach da, hier, ganz offen. Ja, jetzt ja, übersehen. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, hier noch der Korallenmarker. Und noch einer. Stimmt, hier sind ja immer so viele, ne? Hier waren jetzt echt mega, mega viele, ne? Oh, warte, können wir in diesen Shop reingehen? So. Ja, lass mal ganz reingehen. Wo ist ja, wir können jetzt hier vorne reingehen und dann haben wir. Hä? Hier, was ist denn hier noch? Hier steht Hillrock, steht hier an der Wand. Wieso? Okay. Ja, ja, ich weiß, ich bin jetzt gerade hier drin und er sagt, er verkauft jetzt nur so Angelsachen. Aber hier oben drin sind so voll viele Boxen und da kann man so. Was? Ist irgendwas drin? Ich bin hier, ich hab einen, so einen Stoffmarker. Ein Stoffmarker? Okay, warte mal. In der Box drin. Ja. Yellowmarker war der ja auch, der Typ, ne? Okay. Ehrlich? Oh, den hab ich gar nicht berührt, den muss ich gleich mal berühren. Hey, hier ist doch einer in der Ecke.
Der gefesselte Marker. Hä, wie bist du denn hier hochgekommen, sag mal? Wie bist du hochgekommen? Hier, grauer Marker hier oben. Hast du den auch schon? Oh, den habe ich noch gar nicht. Warte mal, aber wie komme ich denn? In welcher Box war dieser Marker drin, den du meinst? In der einen Ebene. Musstest du runterklettern. Hier. Hä, wo runterklettern? Hier drunter oder was? Nee, hier drin. In der großen hier. Ah, lol. Ja. Stimmt. Sehr gut. Ja, okay, danke. Warte, den gelben Marker hole ich mal noch mal ganz kurz jetzt hier. Ja, mach mal. So, gelben Marker geholt. Noch weiter oder ist das hier der Eingang? Hier ist doch bestimmt irgendwo noch ein Geheimweg. Ich glaube nicht. Hier oben? Nee, okay. Vielleicht irre ich mich auch. Okay, dann lass mal weitergehen. So, wenn wir jetzt mal das erledigt, dann... Hier vorne? Siehst du... Warte mal. Siehst du hier rechts diesen Big Ben, diesen Turm? Da waren wir da schon drin, ne? Ich glaube, in dem Big Ben waren wir noch nicht. Nee, waren wir echt nicht. Wir können auch so sehen, wie viele Marker wir haben. Uns fehlen noch voll viele, ne? Ja, auch so Lava-Jump-Marker und sowas. Hier, den haben wir schon. Haben wir echt schon, okay. Dann lass uns mal hier in den einen Bereich da vorne gehen. Ja, welcher Fähnchen haben wir denn noch nicht? Da vorne, der mit diesem großen Berg, meinst du? Ja, genau. Okay. Wo es da hingeht hier. So, wir können auch schneller werden. Siehst du das, wie schnell ich jetzt schon gerade bin? Hä, wie machst du das? Unten kannst du sprinten. Ach, sprinten hier, lol, stimmt. Okay, dann kletter ich schon mal hier so ein bisschen. Gehen wir hier mal hoch hier. Oh Jump and Run Action oder was? Oh mein Gott, guck mal hier rein. Guck mal hier drin. Lol. Hä? Lol! Oh mein Gott. Die Eier! Was? Lol. Und jetzt hier können wir mit dem reden, das ist ein Hühnchenmarker. Stimmt, ob wir seine Babys finden. Okay. Okay, komm, die werden wir schon noch finden. Hier irgendwo. Irgendwo jetzt hier drin. Leuchtet irgendwas, siehst du das? Ist das ein Baby von dem? Hier, guck mal hier oben. Lol. Hast du übersehen. Der braune Marker. Oh lol, das habe ich echt übersehen. Zeig mal hier. Und da drüber ist noch einer. Stimmt, wie kriegen wir den? Und da ist noch einer. Warte, dafür müssen wir müssen gleich hier oben rein nochmal gehen. Wo bin ich denn? Wie? Bist du runtergefallen? Ein Lösungswort eingeben. Was? Hä? Was ist denn jetzt hier für ein Lösungswort eingeben? Oh nein. Okay, warte, wir müssen den schwarzen Marker. Ich würde das einfach mal sagen. Raus hier erstmal wieder, oder? Hast du ein Lösungswort? Was sollen wir denn da für ein Wort finden? Das ist falsch, leider. Ich glaube, wir müssen nochmal hier rausgehen, ne? Warte mal. Ich auch. Hast du jemand drauf gedrückt? Ja, bringt nichts. Da passiert gar nichts. Doch, da muss irgendwas passieren jetzt gerade. Ich weiß es nicht genau. Also den Marker haben wir, aber wir müssen... Okay, warte mal, hier waren wir schon. Ich habe eine Idee. Pass auf, warte mal. Wir müssen jetzt hier raus. Guck mal mit. Wir müssen jetzt hier hochklettern. Ja, verdammt, ich bin runtergefallen. So, wie bist du denn da hochgekommen? Hier lang, okay. Ja, dann müssen wir so hochklettern. Hier haben wir noch einen. Irgendeinen anderen. Den habe ich sogar schon. Ah, der hier habe ich gar nicht gesehen. Sag mal. Ja. Sehr gut. Okay, habe ich aber anscheinend auch schon. Okay, und dann müssen wir irgendwie hier hochklettern und jetzt hier an die Wand. Hey, ja, und dann. Ey, habe ich gar nicht. Und dann müssen wir so hochklettern, natürlich. Okay. Sag mal, wie bist du da hochgekommen? Nur die eine Ecke nehmen. Hä? Auf die eine Ecke springen und dann auf die andere. Ich komme hier nicht hoch. Ist doch voll leicht. Hobby-King, oder was? Du siehst es doch. Ja. Okay. Dann müssen wir jetzt hier irgendwie... Hier rüber, oder was? Okay, warte, dann müssen wir hier rechts lang. Oh nein, das sieht schwer aus. Nein, ach Mann. Hey, da ist noch einer in der Ecke bei dir. Hä? Echt jetzt? Im Dunkeln. Oh, hier in der Ecke, oder links, was? Links, du blinden Fisch. Ja? Stimmt, lol, gar nicht gesehen. Ja. Lol, gut gesehen, danke. Oh Gott. Ich guck mal, ob hier unten noch einer ist. Ja, tatsächlich ist hier noch einer. Hä, wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Mein Gott, und jetzt der hier? Ja! Was? Oh mein Gott, ich habe noch einen gefunden. Wo das denn? Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier? Ja, ich bin einen höher gekommen. Ich bin jetzt hier, guck mal, ich bin hier oben drauf gerade. Okay, ich sehe dich da oben, lol. Ja, jetzt sollte ich... Ey, du musst doch ganz oben kommen, da gibt es anscheinend die meisten Marker oder sowas. Oh mein Gott, hier ist so eine durchsichtige Leiter, hier kann ich hochklettern. Versuch auch mal wieder hochzukommen, hier lang. Ja, ich bin jetzt schon mal auf einem guten Weg, glaube ich, gerade. Okay, sehr schön, sehr gut, mach mal schön weiter. Ne? Ja, ich habe noch einen pinken Marker. Den pinken Marker. Okay, und dann sind hier oben, glaube ich, auch nochmal welche. Ich gehe jetzt hier rauf. Popcorn war hier, steht hier oben drauf. Okay. Oh mein Gott. Ich bin auch oben. Wo bist du? Ja. Okay, hier jetzt rum oder was? Ach, hier ist so eine Leiter, eine unsichtbare oder was? Ja, du musst hoch? Genau, du musst die Leitern hoch. Oh, okay, vorsichtig auf jeden Fall. Dann musst du auch noch gleich die eine andere Leiter hoch. Welche andere Leiter? Hier lang jetzt? Nein, die andere.
Aber gut, hier oben ist eh keiner. Okay, wo muss ich denn jetzt hier lang, sag mal? Da ist noch durch die Leiter. Wow! Ja, ja. Ja. Wow! Pass auf, okay, hab ich. Und dann, pass auf, jetzt müssen wir hier kurz gucken. Wir müssen jetzt nämlich hier. Hier müssen wir runterspringen an der Seite. Ich hänge fest! Was? Ich glaub's nur. Ich glaub's nicht. Los, kletter hoch. Okay. Jetzt, pass auf, jetzt müssen wir an der Seite jetzt hier ganz langsam runter. Guck bei mir. Ah, ich sehe es. Ah, lol. Wie willst du denn da hinkommen? Ich kann da nicht runterspringen. Da kannst du doch gar nicht hinkommen. Warte. Da müssen wir anders hin. Wir müssen, glaube ich... Hier drüben, oder? Wir können hier... Von hier müssen wir hin. Von wo? Von hier und dann irgendwie vorsichtig darüber balancieren, oder nicht? Nee, das wird doch nicht funktionieren. Meinst du nicht mit einem Sprung da unten rein? Oh, verdammt. Warte, wir können auch noch hier irgendwo hochgehen gerade, ne? Wo willst du denn da hochgehen, sag mal? Da ist hier, doch schon, wir haben doch den ganzen Weg doch schon erkannt. Wow, ich kletter gerade hier was hoch. Zeig mal, was kletterst du da hoch? Yo, wo bin ich denn jetzt bist hier gerade? Guck mal über dir. Du musst Sprinten aktivieren und dann vom Baum da ran springen. Ach lol, warte mal, hier rauf und jetzt? Oh mein Gott. Wie komme ich denn jetzt da rauf? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was knapp! Es war so knapp gerade. Oh. Ja, den Aurora-Marker. Das ist, glaube ich. Das sind Polarlichter. Ja, lol. Ehrlich? Oha. Also Aurora sind Polarlichter, ja, oh mein Gott, krass. Und ich glaub, oh mein Gott. Warte, lass mal kurz gucken, wie wir noch zu den anderen Markern gehen. Ich glaube, das ist der krasseste im Spiel, oder? Nee, glaube ich nicht, oder? War das jetzt nicht? Ich glaube, das war schon der krasseste Marker. Nein, da gibt es noch viel, viel schwerer. Guck mal, da gibt es noch welche, die sind. Der Difficulty. Guck mal, Chart. Wir können jetzt hier rüberspringen, aber aufs graue Gebäude da drüben, oder meinst du nicht? Nein. Mit einem gezielten Sprung. Warte, wir müssen gucken, dass wir jetzt irgendwie. Nicht? Pass auf, lass mal hier runterspringen. Ja. Können wir jetzt hier echt vielleicht auch um die Ecke springen, wie du es gesagt hast? Nee, ich hab geguckt, da geht gar nichts. Da funktioniert gar nichts. Wow! Meinst du nicht, dass wir... Ich hab's geschafft, wir sind in die Ecke gesprungen. Ich bin gestorben! Wie jetzt? Ich bin gestorben, ich bin auf deine Ebene gesprungen, bin einfach gestorben auf Assi. Hä? Och nee, jetzt bin ich am Spawn wieder. Oh mein Gott, und ich habe jetzt den neuen Marker jetzt hier gerade gefunden. Och Mann, ey. Den Regenbogenmarker. Das hört sich eh nicht so cool an, Regenbogenmarker, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt hier in so einer Höhle drin und hier sind noch mehr Marker. Oh Mann, ey. Klappt's nicht. Oh mein Gott, wo bin ich hier? S-Code. Hier ist einer. Hier ist ein ganz böser Marker. Der Schattenmarker. Ich glaube, ich weiß das Lösungswort. Ich glaube, ich weiß das Lösungswort für diesen einen Raum da bei den Hühnern. Wie jetzt? Wie das denn? Leerzeichen Rock. Ist, glaube ich, das Wort. Ich glaube, ja, das probiere ich jetzt nochmal aus. Das Wort ist wo war wie? Das mal? Hill unter Leerzeichen Rock. Na, ich probiere das mal aus. Also, wenn das jetzt das Wort ist, dann bin ich der Knobelkönig. Das ist ja voll ein komisches Wort. Kaspo. Ja, das stand hier nämlich hinten am Shop, stand nämlich das Wort einfach so dran, weißt du? Ja, aber das glaube ich. Aber glaubst du, damit kommen wir zu den einen Marker dann hier, oder was? Ich glaube ja, aber ich guck mal. Wie genau, wo finde, kann ich nochmal dieses Wort eingeben? Okay, was hast du gemacht? Unterstrich Rock? Nein, ich sag das Wort nicht. Wo müssen wir nochmal hin? Hier gibt es nämlich keinen Unterstrich. Nein, Unterstrich ist auch nicht. Es ist Leerzeichen. Gibt's auch nicht. Ach man, dann kann es das nicht sein. Ach man. Ah. So gefreut darüber, ey. Ja, es gibt aber noch viel mehr, die wir noch finden müssen. Pass auf, okay. Wir müssen hier noch richtig viele Marker finden. Du kannst ja gucken unten, was wir alles so für Marker gefunden haben. Und welche. Babymarker! Was, Babymarker? Lord, noch einer? Hier oben war einfach ein Babymarker. Lol, stimmt. Okay, aber halt die Augen auf nach Geheimgängen, ne? Hier sind bestimmt richtig viele Geheimgänge irgendwie. Ja, hier sind unnormal viele Geheimgänge, locker. Sind noch was hinter der Nähe? Lass uns ins nächste Haus rein hier. Schau. Ich gehe mal nach oben. Ich gucke mal direkt mal. Okay. Das hier sieht schon. Nee, hier ist gar nichts. Hier ist richtig tote Hose. Ja, hier werden wir locker noch viel, viel mehr finden. Pass auf. Irgendwo hier muss locker irgendein. Wer ist das denn? Markiplier. Oh, Markiplier, okay. Und hier ist der YouTuber, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Okay, warte mal. Dann haben wir schon mal das Haus auseinandergenommen? Ja, warte mal. Das sieht doch noch geheim aus hier. Wo? Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte hier in der Lücke oder so. Boah, das hätte auch gut sein können. Das hätte echt gut sein können. Das sah ein bisschen so aus. So, hier ist auch nichts. Ein Badewannenmarker. Hier ist ein Hammer. LOL, Geheimgang. Was? Der Hammermarker. LOL, oh mein Gott. Haben wir schon. Stimmt, den haben wir echt schon. Haben wir schon denen gefunden. Okay, pass auf. Dann ist da locker noch in den anderen Häusern hier was drin. Hier, warte mal, da war doch gerade was. Oben so ein grüner habe ich doch gerade gesehen. Hier im Bett. Ja. Dreammarker, lol, den haben wir aber auch schon. Den haben wir auch schon, ne? Okay, warte mal, da haben wir die Häuser auf jeden Fall schon mal auseinandergenommen. Dann lass mal. Ich geh mal ganz kurz rein. Aber wieso hatten wir den Babymarker noch nicht, ne? Ich glaube, weil wir nicht hier im Haus drin waren. Ah, das kann sein. Okay, den Fitzmarker haben wir auch schon. Die Häuser haben wir. Wir gehen weiter, Broxo. Was haben wir hier noch übersehen? Also hier beim Schnee. Oh, waren wir hier schon im Haus drin? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Sicher?
Doch, 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 hier waren wir schon. Ja, hier ja. Waren wir schon. Hier ist garantiert auch ein Geheimweg. Hier hängt doch was. Wo? Ist der neu, der Marker hier? Mit in der Luft da? Ey, warte mal, da kannst du draufdrücken. Mit dem kannst du reden. Er sagt hi. Er sagt, ich hänge nur rum. Hier ist so eine Mikrowelle. Hier muss man einen Code eingeben. Okay. Als ob. Ja. Weiß ich nicht ganz genau. Aber hier ist eine Zahl. Oh. Hier ist, nee, das Blaue. Ach, das erinnere ich, das hatten wir letztes Mal gefunden. Eine blaue 2 oder sowas, ne? Ja, ja. Ja, das war zu schwer. Das haben wir, da müssen wir so knobeln oder sowas. Okay, da vorne, oh Gott. Die Fabrik, da können wir rein, ne? Warte mal, hier ist so ein Grab, hier ist so ein Grab. Das schreit doch nach, schon nach Dings hier, Geheimdings. Wow, ja, ich wusste es. Hä, den habe ich aber schon, der Zombie-Marker. Ich hab den auch schon, stimmt. Ja, ja, okay, dann lass mal hier in die Fabrik reingehen, guck mal. Ja, gucken wir hier mal. Wir nämlich, hier? Hier müssen wir uns anstellen. Hey, wo sollen wir uns denn hier anstellen? Was denn hier, ein Arbeitermarker. Ja, ja. Lol. Industriemarker. Hier ist echt viel. Was haben wir hier? Abgeschlossen. Oh mein Gott, hier ist eine ganze Obby. Hier ist auch ein Rechts. Nein, oh Mann, nein, Kaspar. Ich doch hinstellen. Hier ist auch noch, hier ist auch noch ein Schlüssel und sowas. Ich habe einen Schlüssel gerade. Ich komme wieder hin zur Fabrik da. Wo ist denn das? Da vorne. Okay, ich gehe da mal. Ja, komm mal her, weil ich kann jetzt mit dem Schlüssel. Habe ich jetzt gerade den Lagerraum aufgemacht und jetzt ist hier. Ah, lol, was? Ein Boxmarker. Boxmarker? Ja, ja, der, hier wurden die Leute umgeboxt. Den musst du mir zeigen. Ja. Also hast du die Obby schon gemacht? Wow, ich habe einen Geheimgang gefunden. Okay, warte mal, ich komme mal mit. Ob ich den auch finde, weiß ich nicht. Der weiße Marker. Los. Was? Wo bin ich denn jetzt? Okay, warte, ich muss auf dich warten. Hier ich muss lang? Zurück. Bist du hier lang oder was? Wo bist denn du? Ach, hier ist der Schlüssel. Okay, ich habe den Schlüssel gefunden. Wo bist du hin? Und jetzt? Geh zu diesem Fließband und dann zu diesem Ende. Ja, bin ich. Was ist hier? Geh zu dem Fließband. Hier stehen irgendwelche Wörter. Hier ist so ein Marker aufgemalt. Du musst Permanentmarker. Ich bin beim Fließband. Wo bist denn du? Bei welchem Fließband? Ich komme nicht mal raus. Hier bin ich. Siehst du mich? Jetzt bin ich auch in der Kanalisation. Hier ist offen jetzt. Lol. Hä? Hier, wo bin ich denn jetzt hier? Boxmarker, jetzt habe ich ihn auch. Wo hast du den Geheimgang gefunden? Hä? Hier irgendwo? Nein, jetzt bin ich gerade einfach in der Kanalisation gelandet. Aber wo bist denn du lang gegangen zu diesem Geheimgang? Da, wo wir schon mal waren. Ah, okay, warte mal. Ich habe hier, glaube ich, einen guten Riecher. Ich glaube, ich muss hier irgendwo langlaufen. Okay, warte mal. Ich muss auch gerade wieder zu dir kommen. Ich bin jetzt gerade beim Wasser wieder rausgekommen. Ich bin da, wo der Schlüssel gefunden wurde. Und okay, pass auf. Ja, dann mach mal den Lagerraum auf. Habe ich schon gemacht. Da war ich auch schon drin. Okay, wo bist du jetzt hin? Ich bin noch beim Schlüssel. Oh mein Gott, ja, ich habe einen Geheimgang gefunden hier. Siehst du mich? Ich bin beim Schlüssel gerade. Ich mach grad die Obby. Bist du? Du musst die Obby. Ich hab den Lava-Jump-Marker gerade. Mach ich das auch mal. Ah, ich sollte es lieber nicht machen. Da werde ich original mal drauf gehen. Mann! Okay, pass auf, wir haben jetzt nämlich was richtig Cooles gerade gefunden. Wir können nicht. Ich habe nämlich eben noch einen Geheimgang entdeckt, Broxo. Den muss ich dir unbedingt zeigen. Ich muss dir auch unbedingt meinen zeigen. Okay, dann zeig du mir zuerst deinen, dann zeig ich dir meinen. Da, den Permanentmarker habe ich gefunden und da, ey, da steht doch eine Zahl drauf. Ja, das ist aber ganz, ich weiß ja auch nicht, was das ist. Das ist ganz, ganz komisches Wirrwarr, was da steht. Und so, zeig mal her, wo ist denn dein Geheimgang? Ich bin jetzt gerade wieder zurück hier. Okay, pass auf, warte mal. Ey, hier sind, glaube ich, voll viele Geheimgänge. Ja, hier, den meine ich hier, den hier. Ja? Siehst du den? Hier, aber was ist das hier? Oder wurde es nur ein Troll sein? Nur so ein Troll. Weil dann haben wir locker noch hier, wenn wir da reinspringen. Geh mal da rein, das passt. Nee, dann geh ich locker drauf. Hey, Mann! Ich wusste es. Aber warte, ich zeig dir den Geheimgang. Dann sind wir gleich auf dem Mond. Ich hab da eben schon einen drauf gesehen. Aber ich zeig jetzt mal den Geheimgang an, weil da sind wir jetzt einmal gleich auf dem Mond, Kaspar. Auf dem Mond? Mhm. Was? Du wirst sehen, was ich meine. Du wirst sehen. Ich warte hier am Eingang auf dich. Komm mal ran hier. So, zeig mal her da. So, pass auf, das Ding ist, ich dachte mir so, wo fällt denn das jetzt hier rein? Wow! Ja! Lol! Guck und mal jetzt? Hier. Nicht, da, nicht zur Kanalisation da gehen. Nicht dahin gehen. Okay. Aber so, jetzt haben wir hier, siehst du den Raketendings hier? Hilfe! Oder? Ah, nee, es ist einfach nur so dunkel. Ich sehe hier gar nichts. Hier, guck mal. Die Rakete. Mhm. Ah, stimmt. Lol. Oh mein Gott. Wir sind auf dem Mars oder sowas. Gott, was? Stimmt. Können wir das hier berühren? Hier ist ein Schlüssel. Lol. Stimmt. Ja, sehr gut. Hier, und warte mal, was ist hier vorne? Da steht irgendwas, ist gleich 2. Y gleich 2, das müssen wir uns mal merken. Ich sag dir, das ist ja ein komplettes Rätsel, das Ding hier, ne? Da vorne ist so eine Raumstation, wollen wir da mal reingehen? Ja, ja, ich lege hier gerade schon rein. Und da zeigt doch noch gleich einen Pfeil nach unten. Siehst du es da hinten, den Pfeil nach unten? Ja, lass mal kurz nochmal gucken, was wir da haben. Vielleicht übersehen wir jetzt hier auch irgendwas. Vielleicht gehen wir auch gleich in so eine Falle oder sowas rein. Kann das Marker, hier hinterm Stein! Wo? Lol! Guck mal! Im Krater oder was das hier ist. Bam, was ist das denn? Mars-Marker, lol! Oh mein Gott, okay, was haben wir hier? Ne, da gehen wir lieber nicht hin.
Lieber nicht, ist doch. Wow, wo geht der hin? Oh mein hin Gott, und? Der springt. Hä? Okay, warte, lass erstmal hier reingehen. Merken wir uns auf jeden Fall. Oh, wir haben schon richtig viele Marker gefunden. Aber es sind noch voll viele. Ja, gleich 5. Steht da gerade. Ja, ist gleich 5. Stand da gerade an der Wand, ja. Oh mein Gott, die Raumstation. Oh mein Gott. Okay, warte mal, hier ist doch. Generieren. Da ist ein Lasermarker. Wir können hier nicht zu dem. Durch. Wir müssen das Fenster wegmachen. Wir müssen Stopp drücken. Komm, lass mal hier lang. Okay, ich folge dir mal ganz kurz durch die Röhre jetzt hier. Ja, hier ist gleich ein, steht hier oben. Gefahr, pass auf, das sieht hier nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du meinst, das können wir berühren? Hier! Oh ja! Star-Marker! Starcare! Vorne. Oha. Okay. War das jetzt das schon? Das Ding ist, ich glaube, wir müssen da irgendwas eingeben, weil wir haben jetzt gerade eben auch nochmal P ist gleich 1 gehabt. Ja. Kann man hier jetzt. Hier! Hier! Was? Selbstzerstörungsschlüssel! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt? Jetzt? Müssen wir es jetzt berühren oder so? Hier ist ein Code. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Hä, was sind das jetzt für bunte Farben, die wir da eingeben müssen? Da hab ich ja gar keine Ahnung. Da hab ich jetzt auch gerade keine Ahnung. Verschiedene Farben rein müssen wir halt. Wie viele rote oben, wie viele. Ah, blau gleich 2. Weißt du, damit dürfen es nur 2 blaue sein. Stimmt. Ah. Na gut, okay, aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. War für heute echt mega cool. Ja, lass doch einmal ganz kurz gucken, wohin dieser Pfeil geht. Ja, lass mal, genau, lass mal nach unten gehen jetzt hier. Mal schauen, wo es geht. Meinst du, wir können einfach runterspringen hier? Ich guck einfach. Komm, wir machen so wie er. Wow! Oh, ja! Was? Oh mein Gott! Der Space Marker. Und da oben in der Ecke der Mond. Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen, ich bin wieder zurück. Warte mal, hier ist noch ein anderer Raum. Wow, du hast den Raum verpasst, Alter! Wo ist denn der Mond? Da oben? Was? Geh doch mal rein! Geh doch mal rein! LOL, stimmt! Und jetzt? Jetzt kommst du gleich bei mir hier raus. Im Among Us da oben. Hä? Wo bist du? LOL! Im Among Us Marker! Hä? LOL! Der sieht ja voll krass aus mit dem Knopf auch. Hä, wo bist du da hingekommen? Ich bin gerade voll woanders. Ich bin da oben beim Mond rein und dann war direkt da oben links in der Ecke so eine Among Us Figur. Du konntest zum Mond rein? Jetzt bin ich ins schwarze Loch und wow! Ja, da bin ich auch gerade. Ich bin zurück. Okay, ich bin zurück. So. Ich bin wieder am Spawn. Warte mal, okay. Ich teste gerade aus. Ich muss ja gerade irgendwas finden in einem ganz dunklen Raum. Oh mein Gott. Wo muss ich hier lang gehen? Ich bin in irgendeinem Labyrinth, Kaspar. Du bist im schwarzen Loch und gefangen für immer. Ich bin gerade echt im schwarzen Loch gefangen für immer. Oh, ich hab ihn! Der Void Marker! Ja! Sehr gut. Oh mein Gott, ich glaube, das war der härteste Marker. Die Unendlichkeit, sehr schön. Das war ein harter Marker. Das war der härteste, den ich jetzt bis jetzt bekommen habe. Ja, okay, okay. Ja. Oh, Kaspar, guck mal, wir sind in den Backrooms. Alter, ich sehe es schon hier auch. Guck mal. Hä? Was ist das denn hier? Da ist ein Gratis-Wurf. Wow. Was? Stimmt. Ach, das den hab ich schon. Da, pass auf, hinter dir! Ich weiß, oh hinter dieses Dingens, ne? Alter, okay, das Ding ist, Ben. Hier gibt es jetzt mega, mega viele Morphs. Ich habe schon ein paar freigeschaltet, also müssen auf jeden Fall die machen, ja. Ich habe noch schon gar keine freigeschaltet. Also, ich weiß. Hier gibt es so Monster, gibt es jedes Morph auch als Monster? Versteht ihr? Also das Ding ist, pass auf, du musst halt immer bei diesem Morph. Wollen wir hier in die Falle locken? Oder was ist denn hier? Yo, das war direkt ein Morph, hä? Zeig mal, warte mal. Hä, wer ist das denn? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer das ist, aber ich glaube, wir können jetzt hier durch zum Portal, ne? Lass uns das mal reparieren. Und durch hier! Yo! Alter, jetzt sind wir in so einem geheimen Verlies! Ich weiß, um jeden Morph freizuschalten, muss man immer irgendwas machen. Das ist halt immer. Ja. Den muss man nicht so finden, den muss man schon wirklich sicher arbeiten. Lol, wie geil ist das denn gemacht? Warte mal, wir sind blind. Guck mal hinter uns. Da ist ja auch noch ein Morph. Oh mein Gott, du hast recht. Haben wir einfach übersehen. Den habe ich gerade echt fast übersehen, ne? So, sehr gut. Was ist das für einer? Das ist irgend so eine Ente. Maske, das ist so ein Maskottchen, ne? So ein Entenmaskottchen. Ah! Oh, wo bist du? Ah, okay, kein Problem, ich bin direkt. Ich bin direkt hinter dir. So, okay. So, jetzt aber rüber hier, komm. Dann schön jetzt hier. Ey, was glaubst du, ist das gruseligste Morph, was man hier finden kann? Ich glaube, das gruseligste Morph ist schon der Zugfresser, muss ich sagen, ne? Boah, stell dir vor, den findet man. Hey, wenn man da den drüben findet. Ist der. Da unten wartet sogar ein Monster gerade, guck mal. Stimmt, das ist das Monster, was wir da vorne bekommen, stimmt, ne? Stimmt. Oh Oha, mein Gott. Also ich würde auf jeden Fall. Hey, ich bin fast runtergefallen, ne? Okay, jetzt hier und zack. Ganz vorsichtig. Alter, wie krass. Ja, Mann, jetzt haben wir das. Jawohl. Ey, das ist, glaube ich, wie krass. Das ist ein Ding. Entity 3. Aber wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Ja, wir müssen jetzt hier einmal ganz kurz zurückgehen. So, hier können wir nämlich hochklettern. Oh. Aha, okay, du kürzt hier mal ganz kurz ab. Ja, passt. Hier rüber. Und dann können wir, glaube ich, hier runterspringen. Und dann spawnen wir wieder an Anfang. Und dann kannst du hier durch die Tür wieder durchgehen. Okay, gut zu wissen. Dann let's go. Ausgetrickster System. So, ey, dann haben wir jetzt. Krass abgeholt da. Warte mal.
Hier müssen wir anscheinend die richtige... Die richtige auswählen? Tür wählen. Soll ich mal durch hier? Oh nein. Ach, die richtige Truhe. Oh nein. Er sagt, warte mal, er sagt hier die hier. Nein, er sagt die hier, aber er sagt auch die hier. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Doppelbait ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Doppelbait ist. Ich sag, die hier ist es. Ha! Mach auf. Ich hab... Ich hab eins! Ich hab auch eins. Oh mein Gott. Stimmt, ich hab auch eins. Mach das mal auf. Mach das mal auf. Das geht gar nicht, lol. Das geht gar nicht. Lol, das hätte man voll abchecken können. Hier überall geht, kann man das gar nicht öffnen, außer die eine. Ach so, lol. Das war okay, voll ja, gut, der Bait. Gut zu wissen dann anscheinend. Was haben wir hier jetzt für eine... Lass mal hier gucken, so ein Tresor hier. Mach mal auf den Tresor. Oh mein Gott, ich bin reingefallen hier. Oh nein. Ah, hier ist, glaube ich, Dingens. Hier ist, glaube ich, der... Hier ist Krokodil, ne? Nee, nee, ich glaube, hier ist, glaube ich, Patrick. Also ich denke, hier ist Shrek auf jeden Fall. Aber hier hatte ich auch Patrick gesehen und Patrick brauche ich noch. Ne? Den hab ich noch nicht hier, warte mal, ich kann das reinmachen hier. Zack, Film reingemacht und jetzt? Genau, jetzt kannst du so dieses Tape reinmachen. Ich glaube... Da, Dora! Da ist einfach Dora drauf. Nee, das ist Dingens, die Adventurerin. Ah, ja, das ist doch Dora, oder nicht? Oh mein Gott. Jetzt fällt sie auf einmal weg. Das ist auch gerade dieses Lachen? Ja, ja, und ich habe auch da jetzt wohl auf einmal, was steht hier, ich werde gejagt, steht hier. Okay, ja, ich glaube, wir müssen mal auffinden. Oh mein Gott, der von Schreck, der Esel. Ich weiß, der Esel ist da auf jeden Fall noch. Oh Gott. Lol. Warte, ich schnapp dir jetzt hier. So, ey. Oh, pass auf da. So, jetzt war das Ding auf hier. Aua. Ah, warte, ich hab's aufgemacht. Ich hab's aufgemacht. So, okay, ich bin durch. Und ich glaube, hier war irgendwo auch noch Patrick, weil ich brauchte... Patrick, Wow. Hier durch hier! Es geht nicht Shrek. Auf! Wie, es geht nicht es auf? Es geht nicht auf! Es ging nicht auf! Muss man die Holzbretter alle abmachen, oder was? Ja, na klar, da ist so ein Ding davor. Okay, warte mal, ich bin jetzt hier gerade... Ich hab die Tür schon weg! Das geht jetzt voll! Ich bin tot! Was? Das ging bei mir nicht! Ich konnte die nicht wegmachen, diese Holzbretter! Das war ja richtig schlecht! Wir brauchen anscheinend den hellblauen Schlüssel. Was auf jeden Fall echt. Hier ist ja alles schon aufgehauen hier. Guck mal, das sieht so aus, als würde man nicht. Oh Gott, da ist der Hund! Ja, ich weiß das. Hier, ich lauf gerade vorbei. Hier musst du aufhauen. Da! Aber hier ist der Schlüssel, ich hab ihn. Ja, und ich hab hier den Morph, den SpongeBob-Morph. Lol, was hast du denn da gesehen zum Aufhauen? Ja, da war so ein. Da war so ein Ding. Ach, ja, also, stimmt, warte, du hast recht. Ich schnapp auch ganz kurz den Schlüssel. SpongeBob-Morph, ja, Mann, Alter. So. Versteckt einfach, ne? Schnell rüber. Echt gut versteckt, ne? Wollen wir noch irgendwas übersehen? Nee, ne? Dann lass mal... Nee, nee, ich glaube nicht. Dann lass mal hier durchgehen. So, ja, und aha! Der Dodge. Der Dodge. Der Dodge. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Haben wir am Start, easy, dann wieder peasy. Zurück hier. Und ich glaube... Warte mal, in die andere Richtung, in die andere Richtung. Hier hinten lang, genau, ne? Lass mal hier lang laufen. Was ist, warte mal, pass auf hier mit der Tinte. Das darf man nicht berühren, nicht berühren. Ich weiß, die Tinte darf man... Oh Mann! Ja, nicht knapp, berühren. Ey. So, jetzt hier vorne. Oh Gott! Ich weiß, hier war Flopper. Pass auf. Flopper kommt. Alter! Oh. Hey, du hättest doch genau berührt. Komm schon, nochmal. Ich fix das Ganze mal ganz kurz. Irgendwas habe ich jetzt hier gefixt. Ist hier das Tor auf. Hier, das aber Tor, da, das ist als aber auf. Aber da war ich schon. Das ist dann, glaube ich, irgend so ein anderer. Oh, wir haben noch richtig viele. Wo sollen denn alle sein? Was kommt denn hier alles noch, sag mal? Warte mal, hier, ich bin jetzt hier gerade bei so einem blauen. Hier ist Morph. Zeig mal. Peppa Pig. Oh ja. Oh, aber Punkt Echse, ne? Punkt Echse auf jeden Fall. Oh nein! Hast du gemacht? Sag mal, okay, ich dachte, ich kann da drauf laufen. Zum Zugfresser geht's hier hin. Was? Wo steht das? Wo steht das? Hier geht's zum Zugfresser, steht da. Wo? Komm mal wieder. Hier, komm her. Hier, die eine der Rutsche geht zum Zugfresser. Oh mein Gott, letztes Mal war die blaue Rutsche die falsche und jetzt kann man anscheinend die blaue Rutsche nehmen und zum Zugfresser. Wieso? Wieso redest du nicht? Nimm nicht die blaue. Nein, Mann, zu spät. Ja, okay, also letztes Mal musste man auch die rote nehmen, aber ich dachte, das ist die blaue vielleicht... Okay, dann lass mal zur roten Rutsche. Aber war es letztes Mal auch der Zugfresser, der da direkt war? Nee, da war ein anderes Monster, was ich mir geholt habe. Okay, dann rein hier. Okay, lass mal rote Rutsche rutschen. Ja, runter hier. Wow. Ah, guck mal hier. Lol, da ist der. Da, wir müssen, mal, pass auf. Oh mein Gott. Alter. Der sieht ja richtig... Der da rausgepäst. Oh, ich nehme mir den schnell und ja, Mann, Zugfresser haben wir auch. Ich habe einen Flammenwerfer. Schieß! Ich habe einen Flammenwerfer. Schieß, ich sehe das Feuer leider nicht, aber kann trotzdem ich, krass. Kann ich da... Kann Hast ich du den Morph schon geholt? Ich habe den Morph jetzt auch geholt. Was ist denn jetzt hier vorne? Sehr, sehr wir haben jetzt hier... Mal warte mal. Da kommen wir nicht zurück, steht da. Oh, warte mal, hier kann man jetzt durch, das kommen wir letztes Mal nicht. Lol. Okay, dann lass mal durchgehen hier. So, oh ja. Oh Gott. Ey. Pass auf. Neuer Morph auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh, Alter, das war ein weiter Sprung. Okay, jetzt haben wir... Das ist Shaggy. Das ist Shaggy von Scooby-Doo. Ja, Mann, einfach Shaggy. Okay, warte. Nein. Kein Problem, wir können ja wieder zurückgehen, glaube ich. So, durch hier. Ich glaube, für dich ist ja auch noch irgendwo ein Morph. Ne? Wir können das hier für dich... Ja, irgendwelche, die ich noch nicht übersehen habe. Hier durch, oder was? Ich glaube, du musst die richtigen Farben so quasi entdecken.
Ah, ich habe jetzt. Ah ja, ich noch zwei Farben fehlen. Hier drüben, warte mal, die habe ich noch hier. So, die musst du einmal zack. Berühren, die ganzen Sachen. Ja, das heißt hier, eine Farbe fehlt mir nur noch. So, hier. Okay, jetzt das hier heißt, die ist an der Decke jetzt hier. Die ist an der Decke. Gut gesehen, hier oben, danke hier für oben. Den Tipp. Ey, wer ist das denn nochmal? Pippi. Oh mein Gott. Renn zu den an, schnell. Ey, okay. Der will nicht draufgehen. Wollen wir hier oh vorne? Mein Gott. Oh mein Gott. Ey, du hast den. Konntest du den killen? Lol. Okay, okay, wollen wir vorne langlaufen in dieses There's no coming back? Ja, ja, lass mal da reingehen. Vielleicht sind da wieder neue Mobs. Ja, wir sind wieder oben. Wir sind wieder oben. Ah, okay. Guck mal, ich geh's auch noch lang hier vorne oder kommen ja, wir ja, lass mal links lang gehen. Hast recht, lass mal links lang gehen. Hier ist ein grünes Schloss. Hier ist noch ein Morph. Oh Gott. Ach, warte, der obere Morph, den kann Pool, ich gar nicht. Im Pool. Okay, ich komme hinterher. Warte mal, ich muss mir auch noch den Morph hier holen. Ich hab mir den gar nicht geholt gerade. Warte mal, okay, warte. Ich habe jetzt hier ein paar neue Morphs, aber es fehlen mir immer noch relativ viele. Mir fehlt so ein Teletubby, McDonald's, Patrick. Ja, ich guck auch mal hier. Oh, ey, das sind noch richtig schon einige, viele, ne? Die mir fehlen. Alter, Teletubby sieht doch richtig cool aus. Ich bin in das Spiel reingegangen, Kaspar. In das Video? Oh ja, ich seh's gerade. Ins Videospiel, ja, ja. Hier, ne? Oh, jetzt müssen wir uns aussuchen, in welche Richtung wir gehen. Warte, hier sind noch Fragezeichen. Mal. Ja, hier, da hinten. Adventure? Guck mal. Hier, da war auch was, da war gerade ein Monster. Ja, ja, ich weiß, lass mal ganz kurz hier links rumgehen. Ja, hier, was haben wir hier? Oh mein Gott. Was ist da? Oh Gott, Piggy. Bei Piggy sind wir jetzt hier gerade. Hier muss aber sein, hier ist ganz cool, lass mal schnell durchchecken nach Morph hier. Ist locker irgendwo ein Morph versteckt, ich weiß, ja, da muss hier irgendwo sein. Oben. Denkst du oben? Check du mal oben ab, ich check mal ganz kurz. Ja, oben. Hä? Safe. Hä? Achso, ich dachte, du bist gerade hochgegangen. Nein, oder im safe. Keller, oder gibt's hier denn keinen Keller? Aber hier muss ein blauer Schlüssel eingegeben werden. Gute Idee. Naja, kriegen wir den blauen Schlüssel her? Gucken. Warte mal, müsst ihr den blauen Schlüssel irgendwo herholen? Ist da vielleicht hier im Gemälde drin? Ja, oh mein Gott, der ist im Gemälde drin. Was? Ich wusste, dass hier was ist. Ich wusste wie es. Krass ist das? Ich hätte echt nicht gedacht. Ich wusste, dass da was ist. Oh mein Gott. Oh. So, okay, dann lass mal hier in die blaue Tür reingehen. Dann kriegen wir locker jetzt vielleicht irgendwie einen krassen Morph oder so. Peppa Pig, George. Jetzt haben wir den anderen gerade bekommen, ne? Sehr gut, dann lass mal wieder raus hier. Und dann auf die andere Seite war da noch. Ja, genau, jemand, ne? Auf die andere Seite, safe. Hier sind die Schlüssel bei mir. Ja, ja, okay, warte. Ich lock ihn weg. Ich hol den mir mal ganz kurz. Ich mach hier auf die Tür, Alter. Ich hab den lilanen Schlüssel jetzt hier und den lass ich hier. Hier ist das Baseball-Morph oder sowas. Wer ist das denn, Jay? Baseball-Morph? Ach so, dieses Ding aus dieser Serie. Adventures Time oder sowas, ne? Ja, ja. Das ist ja der eine auch gerade gewesen. Wollen wir uns hier, ich will mir einmal ganz kurz nochmal den Sonic Pool Exe holen hier. Den meint ja, ich glaube, da kriegt man sogar noch so einen anderen. Also, hier sind sogar Update zwei Wege. Ja, der rechte, da war, glaube ich, nie was. Er sieht dich, da steht. Oh mein Gott, da ist Sonic! Ja. Ich lauf durch, er ist hinter mir her, verdammt! Er ist richtig schnell, pass auf! Oh nein, ich sehe hier noch einen Morph! Wow, gotta er go mich! Fast. Ich hab's, gotta ich hab's, go fast. Hast du es abgecheckt? Ich hab's. Okay, sehr gut. Oh Gott, er kommt! Alter, der ist voll schnell gerade. Durch hier, okay, durchziehen. Ich guck mal, ob hier noch irgendwer versteckt ist, weil ich brauche echt noch viele Morphs, muss ich sagen, ne? In der Ecke ist nichts versteckt. Okay, also krass, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe nämlich noch ordentlich Morphs über, die noch irgendwo versteckt sein müssen. Vor allem so ein McDonald's-Monster gibt's auch noch, es gibt auch noch Backrooms Girl, ne, sehe ich gerade. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, Sonic. Was, wenn wir rechts rumgehen? Lass mal rechts rumgehen. Letztes Mal bin ich auch rechts rumgegangen, aber da war nichts. Ja, lass mal rechts langlaufen. Also pass auf, mir fehlen noch ordentlich welche. Also ich dachte, ihr auch keinen Patrick habt, ne? Auch so, hier ist irgendwo auch noch Ronald McDonald. Also hier müssen noch einige sein. Ja, yeah, Ronald McDonald, den brauche ich auf jeden Fall auch. Also der, mir fehlt auch noch so ein Ding, so ein Teletubby fehlt das mir. Das muss hier, ja mir auch, der Teletubby. Hier lang hinten vielleicht. Ratty. Also genau, Ratty habe ich schon. Oh, warte mal. Elevator, hier ist ein Aufzug. das ist neu. Hier links noch ein Morph. Ja, den Backrooms Girl. Ja, das ist sehr gut. Lass mal in den Elevator rein, hier in den Fahrstuhl. Ja, ja. Und dann... Drück drauf. Oh, ich hab drauf gedrückt. Wow. Oh, ich auch. Yo. Aber oh mein Gott. Hier gibt's, glaube ich, den Teletubby. Der Teletubby. Ja. Oh nein. Berühre nicht das Glitschige. Oh nein. Okay. Mach oh nein. Nicht. Durchziehen. Warte. Schnell. Ich habe einen Flammenwerfer. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab aufgemacht. Sehr gut. Komm rüber, ich hier. Hinter dir. Oh, da ist hey, der. Nein, Morph. Da drüben ist der. Wir müssen aber hier einmal rumlaufen, glaube ich. Ja, ja ich so auch. Rüber und dann zack hier so, durch. Alter, und ein. Hä, zack. Du kriegst nicht mal den Teletubby. Lol, das ist nicht mal der Teletubby, du hast recht. Ich bin gestorben. Oh nein, ich bin dagegen gekommen. Okay, ich warte mal. Spawn. Yo, hier ist ein geheimer Gang. Und da ist der Teletubby. Oh nee, ne, das glaube ich nicht. Ja, und nein, ich bin auch gestorben. Aber ich habe den Teletubby zum Glück jetzt. Wow. Ja. Schnell, komm her! Da sind zwei Happy Meals. Wie komm ich wieder hoch? Komm zum Spawn. Okay, da, wir müssen jetzt hier in so einen Raum gleich rein. Da müssen wir uns zwischen zwei Happy Meals entscheiden. Und nur einer davon ist Lol, wie geil der Ronald ist das? McDonald. Da kriegst du den Ronald McDonald. Okay, warte mal. Du bist jetzt beim Aufzug, ne? Ja, irgendwo? Ja, direkt vorm Aufzug.
Okay, wo Ratty stand. So, Ratty, ja, sehe ich. Ja, okay, genau. Sehr gut. Und jetzt müssen wir hier das Ding aufmachen. Das heißt, hier mache ich. Aha, okay, machen wir ja. Und jetzt geht anscheinend das Tor hoch und das müssen wir uns entscheiden. Lol. Zwischen zwei Happy Meals. Ich in das rechte hier, komm, zack, Alter. Okay. Ich habe mich jetzt entschieden. Das rechte ist es. Ja, ich muss linke und zack, Alter. Oh, es war das linke. Das siehst du aber wieder. Das siehst du aber wieder daran, dass das einfach, dass du gar nichts drücken konntest bei dem rechten, ne? Ja, ich weiß. Kannst du gar nichts drücken. Das Tor geht zu, schnell, komm raus! Nein! Komm raus! Ich hab den Wurf. Ja, ich hab den doch auch. Wie, du hast den auch? Ich hab den auch, hä? Ich hab den auch, den Morph, den Ronald McDonald Morph. Hä, hast du den linken genommen? Ja. Ich hab auch den linken genommen, hätte mir den rechten genommen, was ist dann passiert? Ja, der rechte bringt ja nichts. Machst du das Tor wieder auf? Ich mach Tor auf für dich. Komm mal raus so. Hier. Okay, sehr gut. Okay. Lass mal hier dann lang fehlen wir noch. Oh Gott, lass mal hier bei Ratty lang. Schon? Ja, Ratty habe ich schon. Ratty ist auch leicht zu bekommen. Aber ich frage mich gerade, warte mal, kann ich mich schon morphen? Aua. Natürlich kannst du dich morphen. Alter! Du siehst aus wie Ratty, jetzt weiß ich gar nicht, wer ist. Yeah. Alter, wie du aussiehst. Guck mal, ich bin jetzt der Zugfresser. Oh Alter, wie cool ist das denn? Jetzt können wir sogar mit den Beinen und so, ne? Kannst du so rumlaufen. Das ist richtig verrückt. Warte mal, ich will mal Dings werden. Mal auf hier. Ich will mal. So, Ratty, zack, habe ich auch Ratty am Start. Sehr, sehr gut. Oh, der hat das gesehen, dass ich in seinen Käsebauch rein bin. Okay, was hast du da? Alter, Lightning McQueen! Okay. Wo ist denn her? Ich weiß nicht. Okay, komm, lass mal durchziehen. Warte mal, ich mach mir auch mal kurz ein. So. Na. Mir fehlen noch so 5 Sachen, aber wo können die alle sein? Warte, lass mal ganz kurz hier lang gehen. So, hier rüber springen. Hier rüber, ja. Und dann. Zack. So, okay. Hier könnte man. Hier muss es noch irgendwo hingehen, ne? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht hier die Tür auswählen soll. Ben. Oh, komm, zack. Oh nein. Ben oder Cat? Rickroll oder Nein, Rob? Es war was Falsches bei mir. Auto oder Train Eater? Auto. Oh mein Gott, es war doch nicht falsch. Nein. Es war doch nicht das, was richtig krass ist. Ja, wieso? Ich hab das schon gemacht. Ach so, okay, schade. Also, echt. Gemacht. Ich wollte dich ein bisschen veräppeln. Also, echt. Ja, mein Gott, ey. Ich suche gerade noch andere Morphs, die ich finden muss, aber ich finde die gerade nicht, ne? 5 Stück, irgendwo versteckt. Ich hab hier noch sowas mit der grünen Tür. Was ist denn das für ein Gang hier? Wieso? Lol. Komm mal zu diesen Rutschen hier, siehst du das? Ah, warte mal, ich komm Bist auch mal. Bist du schon rein in die grüne Tür hier? Hast nee, ich komm, ich glaube, ich war da schon drin, aber ich glaube, das ist noch irgendeinen, den ich übersehen habe. Alter, oh mein Gott, hier ist das Backrooms-Monster. Oh mein Gott. Oh, wow, das war knapp. Ah, warte mal, komm mal, ich kann eine Tür aufmachen. Ja, warte mal. Boom, ich hab Floppy geholt. Ach, hattest du Floppy noch gar nicht? Nee, ich hab Floppy gerade zerquetscht. Ah. Ach so, lol. Ja, okay, ich mach jetzt hier mal ganz kurz so ein Tor auf. Komm mit hier. Ich mach das Tor jetzt mal auf. Und ich glaube, ich habe da locker einen Morph übersehen, weil ich musste noch 5 Morphs finden. Es muss so sein, ich denke auch. Oh Gott. Pass auf hier. Oh Gott. Boah, das ist ja gar nicht mein Ziel. Oh Gott, kein Berühren, ne? So, ich habe safe hier Patrick oder so übersehen, ne? Alter, was ist das für ein krasses Haus jetzt? Ich weiß, das ist richtig heftig. Wie geht das hier hin? Hier ist der Shrek, warte mal. Ist hier noch was? Ist hier irgendwas, was du übersehen hast? Hier muss irgendwo Patrick, glaube ich, sein. Hier! Shrek, okay. Genau, das noch, aber das Ding ist Shrek, nimm das Brett jetzt hier. Das Shrek ist jetzt direkt vor uns, und jetzt müssen wir hier rüber gehen. Weil ich glaube, ich habe da locker noch irgendwie so einen Patrick übersehen, ne? Also wenn du so ein Brett da hinbauen kannst, dann ist da garantiert noch was, ne? So, zwei, den habe ich übersehen! Ich wusste, ich habe einen übersehen. Wie? Das ist der hier. Lol. Oh Gott, Walter, was macht ein Shrek? Wir faxen hier. Ich habe gerade gesagt, ich habe ihn übersehen und du rennst einfach weiter, oder was? Oh, warte mal. Da. Oh, jetzt, okay, jetzt habe ich ihn auch. Sehr gut. Aber da ist doch Safe Call noch irgendwas. Ja, hier hinter sind noch welche. Aber das Ding ist, ich habe jetzt auf jeden Fall schon. So, zack. Rüber oh Gott, hier ist echt ein neues Monster, glaube ich. Shrek, lass mich. Was? Ich habe ein neues Monster. Was ist das? Hund. Was ist da? So ein Hund. Ich frage mich aber echt gerade, wo die sein können. Gute Frage. Also ich glaube, ich habe hier noch einige übersehen hier unten im Haus. Ne? Hier muss ich welche übersehen haben. Ja, ich gucke auf jeden Fall gerade alles an jetzt hier, ob die irgendwo... Ich glaube, hier muss ich lang gehen. Das hat mich eben schon gekillt. Ey, hau ab, du blödes Bienenmonster. Hier ist nichts. So, hier ist das auch nichts. Hier ist das Portal. Ich glaube hier gerade auf jeden Fall, ich check gerade alles ein bisschen ab so. Ja. Hier kann man so Shrek... Die müssen halt irgendwo undercover versteckt sein, ne? Anders geht das nicht. Ja, ich weiß. Die müssen echt... Also das Ding ist, davon ist auch nur eins neu. Ich muss irgendwie Patrick finden. Mir fehlt auch noch SpongeBob.exe. Hast du den schon? Den haben wir eben eigentlich gefunden. Ja, schön, den haben wir gefunden. Ich guck mal ins Portal rein. Ja, gut, komm, lass mal aber ich glaube, da war... Nee, hier war nichts, ne? Naja, aber auf jeden Fall trotzdem krass, was wir bisher gefunden haben. Ja, muss ich auf jeden Fall auch sagen. Also, ich würde sagen, dann suchen wir auf jeden Fall die anderen in der nächsten Episode. Mir fehlt auch nur noch ein einziger, glaube ich, ne? Ein oder zwei fehlen mir nur noch. Was? Dir fehlen noch richtig viele. Hä, nee, mir fehlt nur noch ein... Nee, stimmt, mir fehlen eins. Eins, komm mal runter, die fehlen noch richtig viele. Ja, gut, okay, dann würde ich sagen...
bis zum nächsten Mal. Dann probieren wir jetzt mal alle Mami Longlegs Morph zu bekommen, Leute. Zum Beispiel jetzt hier haben wir schon mal den ersten Gratis-Morph, und zwar Mami Longlegs Classic. Und wir können jetzt hier alle Morphs quasi angucken. Die sind halt leicht und schwer und so. Und ich werde heute probieren, alle möglichen zu holen. Was ist denn das jetzt hier, Leute? Und zwar, eins von drei Huggy-Figuren. Und ich kann sogar, was ist denn das hier? Du kannst sogar was lesen. Der Zugunfall und sowas, ne? Okay, das ist ja richtig cool. Kann ich sogar jetzt hier vielleicht die Hand? Oh mein Gott, ich kann die Hand benutzen. Und was? Oh mein Gott, damit habe ich gerade das aufgemacht, Leute. Lol, wie cool ist das denn? Wir können ja quasi wirklich die Sachen benutzen, um dann halt auch da durchzukommen. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz jetzt hier weiter und ich gucke mal, kann ich in die Tür reingehen? Nein. Was ist das, Leute? Oh, ich glaube, es ist ein neuer Mami Longlegs Old. Was? Die ist einfach alt, Mami Longlegs. Boah, die ist ja richtig alt geworden, Freunde. Okay, haben wir jetzt noch irgendwie mehr? Ich würde jetzt hier mal gerade um die Ecken hier so am besten noch hier hinter schauen. Hier ist gerade keine, hier ist auch keine. Okay, dann gehen wir mal hier runter, Freunde, und gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwas hier unten versteckt haben. Vielleicht irgendeine geheime, hier in der Ecke. Leute, ich glaube, hier drin ist, glaube ich, oder? Nee, ne? Wo muss ich da so reingehen? Meine Hand darauf tun? Auch nicht, ne? Ich glaube, wir können jetzt hier so reingehen und dann ist es so Super Mario. Aber anscheinend nicht, Leute. Also hier ist gerade keine. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz hier durch die Tür. Und haben wir jetzt hier vielleicht irgendwie irgendwo eine Mami Longlegs Morph? Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Oh, jetzt sind wir hier im richtig dicken Spieleland. Und hier ist schon mal, Leute, hier ist direkt das nächste. Komm, wir sammeln es jetzt mal ganz kurz ein. Wir haben jetzt hier nämlich Mami Longlegs in Menschenform. Lol, was ist denn das? Okay, kann ich hier sogar hochklettern? Ja, ich kann hier hochklettern. Dann kann ich hier so langlaufen, Leute. Aber ich kann jetzt hier, glaube ich, oder kann ich vielleicht da vorne? Ich gehe mal ganz kurz hier vorne weiter, weil ich glaube, hier muss locker noch irgendwie so ein Morph oder sowas sein. Aber es sieht gerade nicht danach aus, Leute. Also ich glaube nicht, dass jetzt hier vielleicht... Nee, hier war auf jeden Fall jetzt gerade kein Morph. Ich gehe mal ein bisschen weiter jetzt hier gerade. Wir haben nämlich noch viel, viel mehr Türen. Dahinter ist gerade nichts versteckt, okay. Ich glaube, wir haben jetzt aber hier vorne... Oh, hier oben drauf. Okay, warte mal. Ah, ich weiß, wie wir gehen müssen, Leute. Das heißt hier... Pass auf, ich habe jetzt den Trick. Wir müssen jetzt nämlich hier ganz kurz hier oben rauf gehen. Zack. Und dann müssen wir nämlich probieren, jetzt hier gleich auf das eine Ding darauf zu springen. Und das wird auf jeden Fall uns dann zu dem anderen Morph weiterbringen. Uiuiui, Freunde. Okay, jetzt hier schön. Und dann... ja, genau, hier rauf. Und dann auf den nächsten rauf im richtigen Moment. Das heißt hier... Nein! Ich glaube, ich muss die, glaube ich, so zum Schwingen bringen. Kann das angehen, Freunde? Kann man die irgendwie zum Schwingen bringen? Ich glaube aber... Oh doch, man kann die schon so ein bisschen zum Schwingen bringen, Leute. Das heißt hier mal ganz kurz... aber... Man kommt leider... Nee, man kommt da nicht rauf. Ne? Okay, das heißt hier, die kann ich schon langsam... den hole ich mir später, Freunde. Den holen wir uns später. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier in die Spaßzone rein. Weil in der Spaßzone sind wahrscheinlich noch mega, mega viele Morphs, die wir einsammeln können. So wie zum Beispiel hier. Guck mal, der Squid Game, Leute. Einfach jetzt hier Mami Longlegs Guard. Also quasi als... oh mein Gott, hier ist noch einer. Noch ein... Oh, wir haben jetzt schon zwei von drei Huggy-Wuggy-Figuren gefunden. Also bleibt übrigens dran, um nicht zu verpassen, was wir bekommen, wenn wir drei von drei haben. Okay, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier weiter hoch. Hier sind auf jeden Fall viele, viele Bälle. Ja, also auf jeden Fall ordentlich ein Bällebad am Start. Aber hier oben ist auch keiner jetzt gerade. Auf jeden Fall auch kein Verpassen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt hier nichts verpasse, Leute. Das heißt, hier schön... Oh mein Gott. Ist hier vielleicht im Bällebad irgendwas versteckt? Gucken wir mal ganz kurz hier unter. Aber ich sehe kein... Morph. Okay, das heißt, hier ist schon mal kein Morph. Mal gucken, ob hier vielleicht irgendwie außen irgendwo einer ist. Ah, vielleicht hier drin irgendwie versteckt, Leute. Ich sehe auf jeden Fall jetzt aber gerade... Oh, hier vielleicht der Block. Okay, nee, der Block ist auf jeden Fall nicht. Aber da vorne sehe ich schon wieder einen Fernseher. Und ich glaube, den Fernseher, den muss er vielleicht einschalten, oder? Nee, die hatten eben auch einen Fernseher, ne? Oh, warte hier, Leute. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier für ein Morph? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir den nächsten Morph gefunden, und zwar den Pack-a-Pillar. Wer ist das denn, Freunde? Ich weiß noch nicht, wer der ist, aber der sieht mal auf jeden Fall echt ein bisschen suspekt aus, der Morphen. Aber hier ist, glaube ich, kein anderer mehr jetzt hier gerade. Ne? Ich schaue nochmal gerade trotzdem. Aber ich glaube, hier haben wir jetzt gerade keinen anderen mehr. Wir können auf jeden Fall jetzt hier nochmal ganz kurz teleportieren. Das heißt, wir gehen ja jetzt gerade wieder, am besten jetzt mal wieder in den... Wo gehen wir jetzt hin? In den Eingang, Freunde. Das heißt, hier sind wir jetzt gerade bei dem Eingang von Poppy Playtime Fabrik. Und ich glaube, wir müssen hier locker noch ganz, ganz viele Morphs haben. Ihr könnt zum Beispiel hier nochmal schön durch die Tür gehen, Freunde. Und dann sollten wir, glaube ich, hier in dem Raum wahrscheinlich... Oh, wir können ja ein Programm öffnen, Freunde. Einfach ein Programm öffnen bei dem Monitor. Wir müssen jetzt... Okay, slash hack. Okay, das ganze Programm läuft jetzt hier anscheinend. So, Programm Nummer 2 läuft auch. Programm Nummer 3 läuft auch.
4 auch. Okay, wir haben das ganze Programm jetzt anscheinend. Okay, jetzt werden gerade die ganzen Daten zum Server geschickt. Und jetzt haben wir hier den Mami Longlegs Hacker, Freunde. Was? Das war einfach so ein Morph, den wir erstmal hacken mussten und so. Na, da musst du auch was eintippen. Also hier in dem Raum ist, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr drin. Wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob hier noch irgendwelche Sachen versteckt sind. Ich gehe mal davon aus, dass hier viel versteckt ist, ne? Okay, gehen wir mal ganz weiter jetzt hier beim Eingang. Bin jetzt gerade schon mal die Tür genommen. Also hier war auf jeden Fall gerade schon mal bei dem einen Eingang so ein Morph. Dann gehen wir mal ganz kurz hier jetzt zu der Tür. Ist hinter irgendwas versteckt vielleicht? Boah, hätte ich jetzt gedacht, dass da locker ein Morph wäre. Aber anscheinend nicht. Jetzt ist hier doch locker ist jetzt hier irgendwas, Leute. Hier vielleicht, ja. Wir können jetzt schon wieder was collecten, Leute. Ich bin jetzt gespannt. Jetzt haben wir hier anscheinend den Boogie-Bot. Okay, ich guck mal, ob ich jetzt hier schon mal mich in welche verwandeln kann. Das heißt, hier habe ich ja schon mal die frei bekommen. Das heißt, hier verwandeln wir es mal ganz kurz jetzt hier zum Beispiel in den... Oh mein Gott. Was? Oh, Leute. Wie cool ist das denn? Hier sind einfach jetzt gerade die alte Mami Longlegs, Leute. Okay, ich würde mal sagen... Oh, wir können jetzt hier zum Beispiel... Wir können hier durchgehen. Und wir können jetzt den auch nochmal collecten, Leute. Guck, wir können jetzt auch noch einen weiteren collecten. Das heißt, der Huggy Wuggy. Okay, warte mal, ich will mich in Huggy Wuggy verwandeln. Das heißt, hier sehen wir jetzt gerade Huggy Wuggy, Freunde. Deswegen, wir können natürlich jetzt leider nicht unsere Werkzeuge nutzen. Aber nicht so schlimm. Wir können auf jeden Fall probieren, jetzt hier mit Huggy Wuggy, oh mein Gott, noch weitere zu finden. Und jetzt haben wir anscheinend Ben, Leute. Der Talking Mami Longlegs Ben. Oha. Okay, das heißt, das haben wir einfach gerade Mami Longlegs Ben gefunden. Gehen wir mal ganz kurz weiter. Jetzt sind wir, glaube ich, hier wieder, wo wir auch eben waren, ne? Genau, wir waren jetzt in der Spaßzone. Wir haben jetzt aber zum Beispiel auch hier so den Umkleideraum, ne? Okay, ich nehme jetzt mal ganz kurz hier den Talking Ben Morph, Leute. Oh Gott, wir sind ja viel, viel schneller. Lol, wie sieht der denn aus, Leute? Und wir haben schon wieder so eine Mario-Figur gerade am Start, ne? Okay, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier den kompletten Raum ab. Aber hier ist... Oh doch, da! Da ist noch ein Morph, Freunde. Okay, das heißt, hier haben wir nochmal einen weiteren Morph bekommen. Und zwar den Dead Longlegs. Was? Leute, das ist einfach der Daddy Longlegs, Alter. Wie cool ist das denn? Okay, gehen wir mal ganz kurz weiter in den nächsten Bereich. Und zwar gehen wir jetzt mal hier in den Testing-Bereich. Da waren wir nämlich, glaube ich, noch nicht drin. Das heißt, wir gucken mal, was wir in dem Testing-Bereich drin haben. Oh doch, hier waren wir schon drin. Okay, das heißt, ich gehe jetzt wieder in einen weiteren Bereich. Und zwar haben wir jetzt hier vorne, genau, nämlich die Hand. Oder nee, die Cafeteria. Okay, gehen wir mal in die Cafeteria, Freunde. Ich glaube, da werden wir locker noch einige Morphs finden. Oh ja. Oh ja, sogar jetzt hier zum Beispiel im Badezimmer, Leute. Ich gucke mal jetzt mal ganz kurz hier im Badezimmer. Schon wieder so eine Mario-Röhre. Oh Gott. Hier, Leute, seht ihr das? Hier ist was drin. Hier ist die zu, aber wir können, glaube ich, hier reingehen. Oh, Leute, wo sind wir? Wir sind in der Kanalisation. Hilfe! Hilfe! Ich kann sogar Emotes machen, ne? Aber kann ich hier... Warte mal, hier ist die Elektrizität. Okay, ich glaube, ich muss sie wahrscheinlich nutzen. Oh Gott, was ist denn das hier oben? Okay, warte, ich gucke jetzt mal, ob ich hier... Ich komme mal hier so wieder... So kommen wir wahrscheinlich wieder raus, ne? Aber was ist, wenn ich jetzt hier reinspringe, Freunde? Okay, hier passiert nichts. Dann gehen wir mal ganz kurz weiter. Hier sind wir hergekommen. Was ist denn das jetzt hier? Irgend so eine Huggy-Wuggy-Mal-Sache. Okay, gehen wir mal ganz kurz weiter jetzt hier. Oh Gott. Wir sind auf jeden Fall echt jetzt hier gerade der heftigste Talking Ben jetzt hier, ne? Oh, er sagt mir, ich soll zurückgehen, Leute. Was? Wir gehen niemals zurück. Wir werden hier alle Morphs finden. Bis ich, ich soll umdrehen, sagte er mir schon wieder. Und hier ist anscheinend ein Zettel. Der Huggy Wuggy Zombie. Mit einer Route, Freunde. Das heißt, hier müssen wir 1, 2, wir müssen von 1 in 2, glaube ich, reingehen, ne? Oh mein Gott. Was? Leute. Wie krass sieht denn das jetzt hier gerade aus? Und da oben ist, glaube ich, so ein Morph, den wir haben können, ne? Okay, warte, wir müssen jetzt hier irgendwie gucken, dass wir jetzt hier hochgehen können. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier rein. So, und dann schön raufspringen, Leute. Nein, wir haben es gerade fast geschafft. Okay, ich muss nochmal probieren jetzt hier. Das heißt, wir werden jetzt hier wieder ganz kurz springen. Und nochmal springen. So, kann ich hier... Ah, warum komme ich denn da jetzt nicht hoch? Ich bin eine Raupe, Leute. Kann ich damit... Ah, damit kann ich anscheinend auch nicht raufgehen. Oh mein Gott, wir kriegen aber dieses Gehirn gerade nicht da oben. Hier haben jetzt gerade ganz viel probiert, Leute. Okay, das heißt, ich hole mir das auf jeden Fall später. Schauen wir doch nochmal, was wir jetzt hier bei der Zugstation noch ordentlich was haben. Ich glaube, wir können jetzt nämlich noch hier lang gehen, Leute. Als der Ben. Und ich glaube, hier hinten, vielleicht ist hier sogar noch der Zugfresser oder so, ne? Oder auf der Seite, Leute. Ich glaube, da werden wir locker leider welche finden. Hier können wir zum Beispiel, gut, die Wand können wir leider jetzt nicht holen. Aber ich glaube, wir können jetzt hier nämlich, genau, wir können jetzt hier nämlich weitergehen. Das heißt, hier, guck mal. Da können wir nämlich anscheinend in die Kapitel 2 Location. Oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Okay, warte mal, ich guck mal jetzt mal ganz kurz, wir müssen anscheinend die Pfeile weitergehen. So, ein bisschen weitergehen, Freunde, hier.
Ist auf jeden Fall wieder eine Sackgasse. Gut, dann gehen wir nochmal ein bisschen weiter jetzt hier. Und zwar rechts, links. Okay, ist hier vielleicht noch irgendwas? Gucken wir mal ganz kurz hier rechts, Leute. Ich verwandle mich jetzt am besten mal hier ganz kurz in den alten Hagiwagi. So, und ist hier jetzt irgendwas noch? Nee, bei der Wand können wir auch nicht durch. Das heißt, ich muss immer ganz kurz hier auf der anderen Seite weitergehen, Leute. Weil da ist locker gleich irgendwas Krasses im Labyrinth versteckt oder so, ne? Habe ich hier links noch irgendwas? Hier links haben wir auf jeden Fall noch... Okay, hier haben wir jetzt gerade nichts. Das heißt, wir gehen nochmal ein bisschen weiter. Ich glaube, hier eben, Leute, hier vorne. Ja. Oh, ja. Yeah. Und jetzt, hier ist auch nichts. Hier, oh, hier ist ein Knopf. Und zwar der geheime Knopf. Und jetzt wissen wir, jetzt haben wir irgendeine Tür aufgemacht, ne? Ey, jetzt ist die Frage nur, welche Tür, Leute? Oh, verdammt. Jetzt haben wir halt irgendeine Tür aufgemacht. Muss ich zu jeder Tür hingehen. Hallo, ist hier irgendwo die Tür? Hallo, ich sehe die Tür nicht. Hier ist ein Stock, Leute. Ich glaube, der Stock kam da gerade raus oder so, ne? Der Mummy Longlegs Nature, also Natur-Mummy Long. Oh mein Gott. Sind wir von hier gekommen? Ja, wir sind, glaube ich, von da gekommen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall den Stock gerade bekommen, Leute. Was schon mal sehr, sehr gut war. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier nochmal ein bisschen weiter. Und ich glaube, hier wird sich noch viel, viel mehr verbürgen, ne? Das heißt, mal ganz kurz ein bisschen durchgehen. Ich glaube, hier ist... Oh mein Gott. Ja, Mann. Hier ist nämlich anscheinend... Leute, hier ist noch irgendwie so eine Zwischenzugstation. Hier ist locker noch irgendwo was versteckt. Locker irgend so ein Mo... Da oben... Oh mein Gott, okay, warte mal, den habe ich fast nicht gesehen, ne? So, jetzt müssen wir irgendwie kurz gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen. Aber ich bin halt als Figur... Oh Gott, bin ich fast zu dick. Okay, ich muss mich jetzt ganz kurz in eine normale Person verwandeln. Am besten jetzt hier, wen nehmen wir denn? Die, wir können den nicht auswählen, gerade an dem Ort. Okay, warte mal, ich muss anscheinend ein paar neue auswählen. So, ich bin jetzt hier normal. Jetzt kann ich hier schön wieder einen neuen collecten, Freunde. Und zwar habe ich jetzt hier den Spinnen-Mummy Longlegs. Oh mein Gott, wie krass ist das denn, Freunde? Einfach Spinnen-Mummy Longlegs. Okay, ist hier oben noch irgendwie ein anderer oben drauf, den ich gerade noch nicht gesehen habe. Was ist das denn? Wir können hier einen Code eingeben, Leute. Oh, dafür müssen wir es kaufen. Okay, ich würde sagen, wir kaufen das jetzt mal ganz kurz. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob wir das kaufen können. Und zwar den William-Skin. Ich weiß zwar nicht, was er bringen soll. Und ich weiß auch nicht, was es bringen soll, dass wir jetzt hier gerade hochgehen können. Oh Gott, wir haben fast jetzt die ganze Map gesehen. Aber hier oben, wie gerade mal geguckt, hier oben ist auf jeden Fall nichts. Deswegen, lass mal ganz kurz weitergehen. Ich glaube, hier vorne, wir können sogar sprinten, Leute. Aber halt nicht wirklich schnell. Also können ja nur sehr, sehr wenig sprinten. Ich glaube, hier ist gerade nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier wieder zurück. Und zwar gehen wir jetzt hier zum, nach draußen. Lass mal kurz gucken, was wir so draußen haben. Vielleicht irgendwelche Mummy Longlegs Morphs hier? Da, da, Freunde, da ist irgendwas. Lass mal hingehen und nachschauen. Und zwar haben wir jetzt hier gerade den... Was ist das denn? Irgend so ein... Ah, eins von drei Zetteln. Aber uns fehlt immer noch einer von den drei Hagiwagis, ne? Den haben wir immer noch nicht gefunden. So, lass mal ganz kurz jetzt mal hier schauen. Hier ist in dem Gebüsch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist anscheinend noch ein weiterer Zettel. Das war locker so ein Slenderman jetzt hier gleich oder so, ne? Locker der Slenderman, Mummy Longlegs. Okay, hier können wir anscheinend gerade nicht weitergehen. Hier ist so irgendwie Ende der Map oder sowas, Leute. Das heißt, hier können wir... Doch, wir könnten... Nee, doch nicht. Ich dachte, wir können weitergehen. Aber können wir anscheinend gerade nicht. Wir können aber hier, glaube ich, auf den Berg raufgehen. Auch nicht. Sollen wir vielleicht dann irgendwie hier noch einen weiteren Zettel versteckt oder so, Leute? Ich sehe... Ja, da vorne. Leute, seht ihr das? Da ist noch ein weiterer Zettel. Das heißt, da haben wir gleich alle drei Zettel gefunden. Und ich bin gespannt, was die uns bringen, weil bis jetzt haben wir jetzt gerade nicht bekommen. Jetzt haben wir, ah man, den Slenderman Mummy Longlegs einfach jetzt hier gerade freigeschaltet, Leute. Oh mein Gott, es gibt auch noch richtig viele hier, hart und sowas, extrem. Leute, wie sollen wir die denn bitte schon bekommen? Okay, lass mal ganz kurz hier wieder reingehen, Leute. So, immer ganz kurz hier wieder reingehen. Und dann lassen wir hier kurz bei Teleport nochmal zum Atrium gehen, Leute. Oder, weil da können wir nämlich nochmal hier reingehen. Zum Beispiel bei der Funzone, glaube ich. Ne, Funzone waren wir, glaube ich. Ich glaube, bei der grünen Tür. Oder Elektrizität. Oh mein Gott, wir können bei Elektrizität rein, Leute. Und was ist denn das für ein Geschenk oben? Das habe ich eben ja gar nicht gesehen. Warte mal. Hallo? Was ist denn das für ein Geschenk? Oh Gott, guck mal, wir können das einsammeln, Leute. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was haben wir jetzt hier für ein Geschenk? Und zwar ist das jetzt hier Mummy Longlegs mit zwei Köpfen. Oh mein Gott, Freunde. Yo, Kaspar, was geht ab? Wir müssen probieren, auf die andere Seite zu kommen. Und zwar so schnell es geht. Los geht's. Oh. Nein, ich bin runtergefallen, Digga. Ja, ich bin Erster. Gott. Nein, Juhu. Das glaube ich nicht. Und ich werde Zweiter. Ja, nee, Dritter ist schon einer. Dritter. Oh. Ja, ja, die hat auch gewonnen. Okay. Die hat auch gewonnen. Wir ey, voll spielen cool. Heute Silly's Games hier, ne? Bitte Mr. Schön. Simon Silly. Bitte schön. Ja, ah, das danke, heißt, wir müssen danke. Das machen, was der Simon hier sagt, genau, oder was? Genau, genau. Simon gibt uns sozusagen mal vor, was wir machen müssen. Oh, warte mal. Hä? Putze meine Pickel.
Schnell draufklicken. Ich gewinne das heute. Oh. Er hat richtig die Monsterpickel hier am Start. Ja, Mann, ich sehe das schon. Die platzen auch alle. Das ist ja richtig Gott, eklig. Alter, ich habe so viele. Und ich habe gewonnen. Nee, wir haben beide gewonnen. Wir haben gleich viel. Wir haben beide, beide haben 14. Tausche deine Kleidung zurück. Hey. Hab ich. Hey. Ich oh mein Gott, es gibt mehrere Sachen. Oh nein, ich sehe es gerade. Und noch den Kopf. Yeah! Wer hat meine Hose und wer hat mein T-Shirt an? Siehst du das? Wer hat hier mein T-Shirt an? Ich sehe das gar nicht. Tja. Der hier, oder was? Ja, Mann, der hier. Oh. Einfach versteckt. Hey! Alter, die andere hat einfach gewonnen. Da klatsche ich nochmal für die. Oh. Nicht schlecht. Oh, was ist das? Wir sind Astronauten. Stampf mich nicht. Oh Gott, wir dürfen nicht berühren. Du darfst nicht auf die raufspringen. Ah, okay. Au! Kein Problem. Nee, du musst auf die rauf. Nee, ach so. Nein, stampf mich nicht. Ja, ich weiß. Oh. Oh. Ja, hier. Und wer hat gewonnen? Ey, ich mit der anderen. Wie habt ihr denn? Ich hatte 13. Du hast 13. Okay, hä? Was hast du denn jetzt? Hä? Schlüssel? Mit dem Gesicht zielen auf den Schlüssel? Wegen Schlüssel. Wow, das ist cool, quick. Es ist Dings hier. Bowling. Bowling. Wow, Alter. Und Feuer. Sehr gut. Bam. Oh, ich hab, glaube ich, so verloren. Ja, ich auch. Ich habe hier ganz, ganz schlecht getroffen. Alter, ich bin so schlecht hier drin. Boah, ich weiß gar nicht, wie viele ich habe jetzt. Und wer hat gewonnen? Ich bin nicht mehr in der Bestenlisten. Okay. Ah! Wow! Okay, die erste Runde geht an dich. Erster. Mhm. Okay, ja, aber guck mal, siehst du, wer Platz 2 ist? Ja, du. Und das wirst du für immer auch bleiben, Kollege. Nee. Weißt du, was ich jetzt machen kann? Ich kann mir jetzt hier eine Kiste kaufen. Ich sehe es gerade. Für ein zufälliges Emote. 100 Münzen. Und ich guck mal. Oh, was habe ich? Okay, ich habe ein neues Emote. Mal gucken, was es gleich sein wird. Das ist Emote 1. Ich bin sehr gespannt. Oh, geht schon rein in die nächste Runde. Mach das höchste Sandwich. Okay. Oh mein Gott. Hä? Wie geht das? Hä? Ach so, okay. Ich weiß, wie es geht. Wieso? Wie soll das gehen? Muss man immer das höchste auswählen, oder was? Ja. Ah, oh mein Gott, Digga. Nein, meins ist gar nicht so hoch. Ja, meins ist richtig hoch. Oh, das ist übelst gut. Deins ist 16. Nein! Alter, ich glaube, die hat gerade fast größer als ich gehabt. Hier, guck mal! Hier, man kann unten. Yeah! Guck mal, ich bin der Bürgermeister. Vermeide deinen Schatten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vermeide deinen Schatten. Wo ist denn der? Oh, aua! Aua, nein, der hat mich eingesammelt. Oh, dann kriegst du minus 5 Punkte, wenn der dich trifft. Minus 5? Mhm. Was? Wieso habe ich nicht mal einen Punkt bekommen? Ich habe auch gar keinen Punkt bekommen. Komm in meinen Mund. Oh mein Gott, das ist die Get-Down. Alter! Au. Oh nein. Aua, die Spikes. Ja. Jawoll. Ja, 3 nur. Jawoll. Ja. Und da bin ich gewinnig. Was? Wieso hast du gewonnen? Weil ich der Beste bin. Ich hab 14. Ich hab 11, okay. Nicht schlecht. Oh mein Gott. Überquere die Lava. Oh nein. Schnell. Oh. Ich bin der Erste, der da sein wird. Ich werde so absolut der Erste sein. Hey. Ich bin verbrannt. Ich auch. Nein. Nein, schon wieder. Nein! Wir sind so ungeduldig! Ja! Nein! Was? Ich war gerade drüben! Was? Ich bin. Nee, es gibt kein Gewinner. Guck mal, ich bin oben. Mein Name ist oben. Ich war gerade drüben. Guck mal, mein Name ist oben. Oh, letzte Runde. Schau nicht auf mein Auge. Wo ist denn sein Auge? Oh Gott! Ich weiß nicht. Alles gut, so. Lalala. Ja, ich hab minus 1 gerade bekommen. Ja, aber dann hast du das Auge für eine Sekunde gesehen oder so. Das kann sein. Das kann gut sein. Oh, ja. Ich hab auch minus 1 bekommen wegen des Auges. Oh Gott. Einsammeln. Oh. Das muss ich gewonnen haben. Yeah. Das glaube ich nicht. Wie viel hattest du? 4. Ich habe 5 Punkte eingesammelt, doch gerade 1. Und du gewinnst schon und wieder. Und damit Digga. Bin ich schon wieder Erster. Ne? Das heißt, noch ein Win und ich habe einfach 3 von 3 Mal gewonnen. Und damit hast du verloren dann. Ne? Ey, das glaube ich nicht. Wollte ich nur so gesagt haben. Okay, warte, jetzt sind neue Spiele. Ich hole mir jetzt erstmal hier ein kleines Haustier. Ne? Ganz viele Münzen. Abzeichen habe ich auch. Bekomme. Ich habe neue. Ich habe 3 Alter. Von diesen lilanen Dingern. Ich habe so einen Bauarbeiter mit so einem Bauarbeiterhelm so ein Haustier bekommen. Guck mal hier, das ist dabei. Man kriegt ein Haustier? Ja, das sieht voll cool aus. Komm schon, Ei öffnen und was kriege ich?
Ein Bandit. Erhalte 10 Münzen für das Gewinn von Fließübernahme. Ich kann auf jeden Fall einige Münzen einsammeln. Hier nochmal. So, jetzt kann ich mir auf jeden Fall nochmal hier. Den habe ich jetzt hinter mir die ganze Zeit, oder was? Da, Haustier, Bandit. Okay. Ist echt gut. Okay, oh, die nächste Runde geht schon los. Oh Gott. Oh mein Gott! Schlage Köpfe. Hallo, wo kommen die denn? Die kommen ja die ganze Zeit nicht. Skibidi Köpfe! Skibidi. Oh mein Gott. Skibidi, dop, okay. Dop, yes, yes. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Ich bin krass am Start. Zack. Nein, der hat mir geklaut. Gewonnen! Der hat die mir geklaut. 16. Das sind wichtige Punkte, die du gerade bekommen hast. Ja, was ist jetzt hier? Oh mein Gott. Zwei Fliesen übernehmen. Fliesen übernehmen. Okay, so viele wie möglich markieren. Ah, okay. Egal. Hä? Lol, man kann nur einmal einpayen. Man kann nur einmal rein. Ja, okay. Nein. Okay. Das heißt, ich muss nein. so viel wie möglich anmalen. Oh mein Gott. Und? Was? Hä? Ich war so krass, ich hatte gerade mal 6. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich hatte so viele. Ich auch. Oh nein, was ist das denn jetzt? Der macht den längsten Regenbogen. Oh Gott, wie Snake. Oh. Ich bin draufgegangen. Ja, man darf, man darf den Schweif von jemand anderem nicht berühren, glaube ich. Oh mein Gott, nein. Hä, wie hat er das denn überlebt gerade? Na ja, gut, egal. Drücke ich mal ein Auge zu hier. Oh. Oh. Und ich gewinne schon wieder. Was? Unglaublich. Tja, jetzt das sind richtig deine Spiele hier diese Runde, ne? Ja. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Hä? Oh mein Gott, ich bin so ein Goblin. Ich gehöre bestimmt in so eine Höhle hier, oder? Ich bin ein Bandit, ich gehöre in den Knast. Hä? Wie? Was ist denn das? Eine Prinzessin? Wo soll denn eine Prinzessin? Ah, ein Schloss. Woher weiß ich denn, in was ich gehöre? Oh mein Gott, schnell. Ich gehöre in die Dusche, Bro. Ey, das hat nicht mehr gezählt. Ich hatte gewonnen. Oh mein Gott, du hast 6 Punkte? Krass. Ja. Alter, was ist das denn jetzt? Boah, laufen! Ja! Ja! Kann nicht sein! Ja! Nein! Egal, du hast 10, ich hab 7 Punkte. Ich glaube, du hast trotzdem gewonnen, weil du mehr Punkte gemacht hast. Ja. Und da haben wir noch eine Runde. Oh! Ey, kein Problem, Kollegen. Nee, da hast kein du noch ein paar mehr Punkte abgesandt. Na ja, gut. Ja, du und hast... wer ist auf der 1, Digga? Hä? Erzähl mal! Sag mal, wer da oben steht. Okay, nicht schlecht. Denk dran, ich brauche nur 3 Siege. Das heißt, ein Sieg fehlt mir nur noch, ne? Wollte ich nur so gesagt haben. Ich kann jetzt hier noch ein Haustier holen, ne? Sehe ich gerade. Ich hole mir auf jeden Fall nochmal so ein Emote. Ich glaube, das kommt mehr, oder? Komm schon, ein bisschen Haustier. Glück jetzt für ein Haustier. Ich will irgendwas krass jetzt mal haben. Fürs Kind vom Mund betreten. Okay. Oh. Sammle Köpfe. Nein. Oh mein Gott. Ey, Digga, der hier fängt einer direkt an mit so einem Doppelkopf. Oh Gott. Hä? Oh Gott. Oh Gott. Was? Was ist denn jetzt los? Hey, ich glaube. Soll ich raufspringen oder was? Ich gehe dagegen, aber nichts passiert. Oh mein Gott, Digga! Ich gewinne! Hä? Ich bin dagegen gelaufen, aber nichts passiert. Ey, ich bin Zweiter. Das war ja voll komisch. Nicht schlecht, hier, die hat gewonnen. Ich war größer als die, aber irgendwie ging's da nicht. Oh, was ist jetzt los? Oh, oh, oh. Meine Scheinwerfer. Okay. Gar nichts los. Oh. Hey! Oh Gott. Ja! Oh. Ja! Gott. Ja, wichtiger Punkt. Oh mein Gott, nein, das ist noch Alter, bekommen. Alter, ah, das ist noch bekommen. Und ich stehe oben. Ich stehe oben. Kein Problem. Ja, wir sind da gleiche Punkte. Ist auch egal. Oh mein Gott. Friere deine Klone. Wie soll das denn gehen? Hä? Oh mein Gott. Wie geht das? Oha, okay. Was muss ich machen? Erklär mal. Ich habe allein gefroren. Ich hab schon. Ich auch. Und jetzt? Hä? Einfach jetzt noch rumlaufen oder was? Ich habe zuerst gemacht. Oh, ja! Und dann war ich aber mit 12 Punkten, ne? Okay. Kein Problem, Sir. Was ist jetzt los? Wer ist das? Oh mein Gott, das Hier ist meine Red Bewegung. Light Greenlight. Red Light Greenlight. Oh mein Gott, jetzt wer am schnellsten klickt. Hat ja voll lange Zeit. Gott. Was macht er jetzt? Wieder das gleiche normal. Wieder das gleiche einfach. Guck mal, was du checkst. Normal check ich. Okay, jetzt muss man sich schon 3 merken wahrscheinlich, ne? Oh. Okay. Ich hoffe, das war richtig. Das war vergessen, glaube ich. Ja? Okay. Ja! Yeah. Boah, wir sind die Einzigen, die es richtig gehabt haben. Auf 4.
Ja, okay. Zack. Und mein Name ist schon wieder oben, ne? Ich soll es nur mal sagen. Das ist mir egal. Das ist ja kein Problem. Vielen Dank. Letzte Runde. Wichtigste Runde jetzt. Geh nach oben. Geh nach oben. Oh mein Gott. Okay, okay. Nein. Bin runtergefallen. Hey. Bitte. Ich bin oben. Was? Ich bin oben. Also, du bist jetzt schon oben? Ah. Nein. Kann nicht sein. Ja. Der Gewinner. Boah, da hast du mal 3 Punkte mehr bekommen. Das war stark. Das könnte es gewesen sein. Nein, wie close, Bro. Das waren genau die 3 Punkte, ja, die Mann. Ich gebraucht habe. Na, das waren die 3 Punkte, die du mehr hast als ich. Verdammt. Juhu. Bist du bereit, Yo. Kasper? Ich bin sehr bereit. Die kürzeste Antwort. Okay, was würdest du auf einen Campingtrip mitnehmen? Okay. Also man muss heute die kürzesten Antworten schreiben, oder was? Oh Gott, ja. Okay, ich habe jetzt auch was. Mal gucken. Yeah. Mal sehen, ob wir es da haben. Ich hab Holz Buchstaben. Geschrieben, also Wood. Ja, ich hab Tent, also Zelt. Ah, okay. Was haben die auch Tent? Was hat der? Mal gucken. Oh, der eine hat so zensiert mäßig, ne? Der kann man anscheinend kaufen. Ach, das kann man nicht sehen. Okay, was kann man im Weltall finden? Warte mal. Oh nein. Was? Nein. Ja, ich hab was. Nein, er sagt so klug. Das ist doch... Ey, jetzt siehst du das ja. So. Nee, man sieht das erst, wenn man geschrieben hat. Ach, man sieht das erst, okay. Oh, nein, Star wäre natürlich noch kürzer gewesen, ne? Yes. Weil du siehst auch, über dir ist so ein riesiger Häcksler, ne? Oh mein... Oh, nein! Okay, Gott, ja, wir dürfen da nicht rein. Okay, einen Superhelden nennen. Ja, ich hab einen. Ich hoffe, das ist ein Superheld. Ja, ich wusste es, dass der kurz ist. Wen hast du? Hulk. Ah, ich hab Flash. Noch kürzer. Ich wusste aber nicht, dass der Superheld ist, aber er ist ein Superheld. Okay, Hulk auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ich werde dich so fertig machen, Kasper, ne? Aber ich bin mal gespannt, wer hier zuerst an oben den Schredder berührt. Ja, du wirst zuerst den Schredder berühren, sag ich dir ganz ehrlich. Und gar nicht, ich werde hier easy. Gewinn, sag mal. Okay, nenne eine Emotion, die man fühlen kann. Okay, das ist wirklich leicht. Das ist wirklich leicht. Ne? Ja, ich hab was. Ich auch. Yeah! Und ja, okay, ich auch. Bis jetzt bin ich am Gewinnen, ne? Bis jetzt bin ich am niedrigsten. Na, da ist noch einer. Warte mal, was hat der Batman? Hat der geschrieben? Alter, wie schlecht. Batman? Wo hat der Batman? Batman als Superheld. Alter, den hab ich gar nicht gesehen, den Typ mit den Cobblestones. Einfach 1000 Buchstaben, ja, aber einfach Minecraft Cobblestones. Okay, warte mal. Ein Roblox-Game. Ein Spiel außerhalb Roblox. Okay, warte mal. Yeah. Oh, wenn das geht. Ja! Okay, COD, was hast du? Ich hab GTA. Okay. Was nehmen die anderen so? Mal gucken. Soccer. Okay. Und der hat immer das lange Mario Board. Hatte einen, der war auch nicht schlecht, Mario. Und bevor das Video weitergeht, wollte ich mich einmal ganz kurz bei FlexiSport bedanken, denn die haben einfach einen meiner Cutter einen richtig, richtig coolen Tisch geschickt. Das ist nämlich, wie man hier sehen kann, ein höhenverstellbarer Tisch. Das heißt, du kannst einfach im Sitzen arbeiten oder auch im Stehen. Das heißt, man hat einmal 58 cm und einmal 123 cm. Das Coole kommt jetzt erst noch. Und zwar mit der LED Touchbar hat man einfach 4 verschiedene Höheneinstellungen. Und man muss sich da auch keine Sorgen machen, dass da die Technik mal versagt oder so. Es hat eine automatische Stoppsache. Das heißt, wenn man irgendwie so einen Widerstand oder so erkennt, dann stoppt auf jeden Fall der Motor. Also keine Sorge. Das Ganze steht auch noch auf sicheren Beinen, Leute. Die halten einfach 125 Kilo aus. Also ich weiß nicht, was welche auf ihren Tisch stellen, dass das über 125 Kilo ist. Aber ihr könnt damit auf jeden Fall easy euer Setup draufstellen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist eins der geilsten Feature. Und zwar das Kabelmanagement-System. Das heißt, man hat keine Kabel mehr unten rumliegen, weil man so Kabelkanäle und alles Mögliche unter dem Tisch hat, Leute. Also richtig cool, dass FlexiSport auf jeden Fall einen Tisch an meinen Cutter gestellt hat, Leute. Checkt ihr auf jeden Fall mit dem Link in der Beschreibung aus. Supportet die Leute, die machen echt richtig geile Tische. Also falls ihr irgendwas braucht noch so für Weihnachten, kurz vor Weihnachten, dann habt ihr auf jeden Fall was am Start. Jetzt viel Spaß mit dem Video und Abfahrt. Okay, nenn ein Instrument, das so Strings dabei hat, also so Seile. Okay. Wie zum Beispiel, Wie viel Buchstaben hat das? Wie wird's geschrieben? So? Boah, ich hoffe, es wird richtig geschrieben. Ja, ich glaube, das ist das kürzeste Wort, oder? Geschrieben. Ja. Nein, oh mein Gott, es gab noch ein kürzeres. Was hast du genommen? Ich hab's gerade noch reingeschrieben. Gitarre. Was hast du denn genommen? Oder? Ach, Gitarre. Nee, ich hab grad einfach Wörter bekommen. Helfrich-Wörter. Ja, einfach Wörter. Okay. Der schreibt die ganze Zeit nichts, deswegen sieht man nichts, weil der nichts schreibt. Ah. Nenne eine Spielekonsole. Okay. Nein, nimm doch das Wort! Ja. Was? N64? Bam. Als wenn das nicht gezählt. Das ist doch Nintendo. Ich hatte Xbox. Ja, aber ich meine, ich hatte auch NDS, Nintendo DS, aber er hat es auch nicht angenommen. Der hat PS4 genommen. Ich wollte auch eigentlich PS5 nehmen, aber ich... Okay. Warum würde jemand laufen? Nein, das sind ganz schön viele Wörter. Och nein.
das waren ein bisschen viele Wörter, Leute. Ich weiß es auch nicht. Dass der traurig war. Gerhard, hast du geschrieben? Ja, Angst. Race. Oh mein Gott, ich habe Angst, den Schredder zu berühren oben. Okay, eine Social-Media-Plattform. Was gibt's denn da so? Ist denn kurz? Oh Gott, das ist ganz schön lang, Leute. Es ist sogar... Okay, komm. Nein! Oh mein Gott, das ist doch viel zu lang. Mann, ich weiß auch nicht, wieso ich sowas genommen habe. Ich habe Twitter genommen. Was hat der? Auch nichts. Mann. Oh mein Gott, Leute, ich werde das hier gewinnen. Niemals! Ich muss das jetzt... Das Ding ist, es ist heute Best of Three. Ja. Und, Gott, ein Musikinstrument. Musikinstrument? Okay. Nein. Au! Yeah. Au! Au! Hey, bist du auch draufgegangen? Ja, ich konnte gar nicht mehr schreiben. Wer hat gewonnen? Ist vorbei. Da oben, du tanzt. Du hast gewonnen. Da tanze ich. Da hinten. Warte, sammel das Geld ein. Das ganze Geld einsammeln. Best of three. Ganz viel Geld. Das ist voll viel Geld. Einsammeln. Können wir richtig coole Sachen kaufen, ne? Ja, nämlich Hinweise können wir da kaufen. Der klaut mir alles. Ja, auch so Items. Du kannst so Smiley. Da hast du einfach gewonnen, ey. Nicht schlecht. Ja, aber schon mal einen Punkt von drei jetzt bekommen. Okay, ja? Kürzeste Antwort wieder, ne? Nächste Runde. Okay, ich muss dich kürzer fassen. Also längste Antwort kenne ich ja. Ja, du musst dich echt kürzer fassen. Manchmal musst du ein bisschen um die Ecke denken, ne? Ja, das ein Haarschnitt. Also so ein Haarstyle. Bruder. Oh mein Gott, ich hab was. Geht das? Oh. Okay, was heißt nochmal Glatze auf Englisch? Ey, der eine hat echt was richtig. Sag mal, was heißt Glatze auf Englisch? Glatze? Glätze. Ja. Wahrscheinlich Glätze. Waves, okay. Ich hab Waves, ja. Ey, der eine hat aber Bob. Okay. Das war voll schlau, Alter. Ja, da musst du mir aber auch einen Hinweis holen. So. Ach, du hast einen Hinweis gekauft. Okay. Ja, ja. Was ist etwas, was du trinkst? Oh Gott. Geht das? Oh. Ja, okay, das ist relativ kurz. Ey, der hat noch was Kürzeres gehabt. Cola. Der Tee genommen. Oh mein Gott. Ich hab Water. Mann, ey, das fängt schon wieder ganz schlecht an. Dieser Pro V1, ne? Das ist ja unglaublich. Alter, ich bin gerade mal ein Rookie 3. Du bist Rookie? Okay, ich bin Rookie. Okay, nenne ein Land. Ich muss immer an die längsten Länder dann denken. Ich auch. Es gibt so lange. Oh Gott, nein. Oh mein Gott, ich habe eins. Oh, das ist echt. Gott. Das ist schon echt lang, muss ich sagen, Leute. Das ist. Griechenland, okay. Ja, Russia Germany ist echt kurz, das stimmt. Das ist echt. US, aber Greece ist auch nicht schlecht. Russia, ja. Ja, aber Russia war noch ein kürzer als Germany. Ja, stimmt. Okay, aber komm, was haben wir hier? Ein Body Part on your face. Also halt, nenne ein Körperteil oder auf deinem Gesicht. Okay. Das ergibt ja nichts Einfaches als. Also, wenn er da mehr als drei Buchstaben hat, da weiß ich. Oder warte mal. Noch kürzer. Ja, ich hätte gerade fast... Was hattest du denn vorher? Nose wollte ich gerade nehmen. Bro, aber Eye wäre auch gegangen. Hä, ja. Also wirklich? Ja, ich habe ja Ohren genommen. Alles gut. Ja, ja, aber die ist mir gerade zu gut, ne? Die ist mir gerade zu gut, die eine. Ja, die ist mir zu gut. Okay, eine Handymarke. Boah, Okay, jetzt müssen wir kurz überlegen. Wie heißen die nochmal? Nein, ey, das ist alles so lang. Es gab so eine ganz kurze... Ja, ich weiß, mit drei Buchstaben. Ja, ich weiß, jetzt habe ich die einfach genommen. Okay. Na, sind wir, glaube ich, auf gleich auf. Wie heißt nochmal? Ach so. Ja, es ist aber alles gleich auf. Nokia, Apple. Ja, es gab aber so eine kurze mit drei Buchstaben, ne? Ich weiß schon, was du meinst. Ja, ich weiß. Nio oder irgendwie sowas. Okay, nenne eine Superheldenfähigkeit. Okay. Oh, die hat was ganz Kurzes? Was denn? Vielleicht mit zwei Buchstaben, mit drei Buchstaben nur. Oh, yeah. Hä, was hast du da genommen? Sag mal schnell. Nee, ich hab da nichts. Das ist so offensichtlich, Bro. Superman. Ist so offensichtlich. Was wäre es denn gewesen? Fliegen. Hä? Oh mein Gott, Bruder. Ja. Yeah. Okay, nenne eine Naturkatastrophe. Oh mein Gott, geht das vielleicht? Geht das? Nein. Geht das dann? Nein. Oh mein Gott, wenn das geht? Nein, das geht nicht. Ich muss nicht. Das Langes nehmen, Leute. Oh nein. Nein. Besser als die Standardwörter. Ja. Ja, Tsunami habe ich auch. Guck mal, die hat einfach Flat genommen, also Flut. Das ey, war auch voll ich berühre gleich hier schon den Schredder, sag mal. Du bist schon Veteran geworden, ne? Grade. Oh, cool, Skills. Okay. Ja. Ein Tier, was mit dem Buchstaben L beginnt. Ey. Da habe ich doch direkt Leute. Es ist easy, aber es ist trotzdem, bin ich weiter oben als du, ne? Du hast jetzt sogar Lama genommen, das war sogar noch eins mehr als wir, ne? Hey, pass auf, Kasse, du berührst gleich das Ding oben. Ich weiß, ich sag's doch die ganze Zeit, du das ist hier ganz gleich. Knapp schon. Und die coole Banane wurde gerade eliminiert. Der eine hat das schon berührt. Okay, nenn einen Jungsnamen mit dem Namen P. Oh mein Gott. Und wenn das geht... Nein, Ja gut, ich muss das machen, Leute. Nein. Aber es geht auf jeden Fall. Oh, da sind die gleichen Buchstaben. Es wäre locker eine auch gegangen mit drei Buchstaben. Oh mein Gott, ich hörte schon die Ventilatoren hier. Oh Kasper, Mann. Das war's mit dir. Bitte. Paul habe ich auch genommen, okay. Ja. Etwas, was man erklimmen kann. Ja, das war's. Okay, ich habe ein kurzes Wort, aber ist es trotzdem... Ist es, geht das hier? Hier auch.
Was? Das geht nicht? Was hast du genommen? Oh mein Gott. Was hast du genommen? Ah doch, jetzt das geht. Das ich will es nicht eingeben. Ja! Ich will es nicht eingeben. Ja, ich hab... Ah! Ja! Wie du runtergefallen bist. Mann. Ich hab Baum genommen, ne? Ja, ich okay, hab Wall genommen. Was ist Spitz? Oh nein, das war's mit mir, Leute. Stone! Von mir Stone. Nein! Okay, aber das Ding ist, jetzt habe ich wieder vor dir gewahrt gewonnen, ne? Ja, schon 2-0 für dich. Gegen dich, Kasper. 2-0 für dich. Und wir müssen unbedingt auch noch gegen diese anderen gewinnen, die jetzt oben tanzen. Sie hat meinen Platz geklaut. Ja, Safety ist zu gut, Mensch. Jetzt tanze ich da. Oh Gott. Noch oh, Geld, Ring. Geldregen, Geldregen. Geld. Weg da! Meine Schatzgrund! Ja, ganz viel Geld, Leute. Hier, schön ganz viel Geld einsammeln. So. Da hinten sogar alles noch zwei Schatzgrund. Nein, ich alles, mach nicht mehr. Na, guck mal, einer hat gerade geschrieben, Starcode Brox. In den Chat. Okay. Okay, jetzt mach dich bereit, Kaspar. Mach dich bereit. Okay, kürzeste Antwort. Okay, das haben wir jetzt hier einen Monat mit 31 Tagen. Oh, oh nein, 31 Tagen. Okay, warte, ich habe das, glaube ich, das kürzeste. Bro, Juli natürlich, du Idiot. Wahrscheinlich nimmst du Oktober. Ja, weil das gerade war, deswegen. Wegen ja, warte, Alter. Ey, ich dachte, es gibt noch gar keinen Kurs. Ja, weil es geht schon mal gut los. Gedacht hab, hatte. Es geht gut los. Okay, nenn ein Tier mit einem Horn. Oh nein. Oh oder Antennen. Oh mein Gott, ey. Verdammt. Hä, hey, was, das geht nicht? Ja, was anderes geht nicht. Okay. Verdammt, was soll ich nehmen? Was nimmst du da jetzt? Das geht nicht. Oh, du musst dir das schreiben. Oh mein Gott, wie viel mehr. Ey, ich hab das rein. Du hast aber Nashorn. Ja, ich wusste nicht, wie das auf Englisch heißt. Ah, Bruder, Rhino. Okay, was ist eine berühmte, berühmte Dingens? Ein okay, berühmtes Dessert? Das ist easy. Das ist wirklich ja, easy, das ist echt Bro. Leicht, also, wenn Leute, du das nicht hast, ja. Das hab ich auch, das hab ich auch. Und jetzt bin ich ganz oben, Alter. Das ist echt unkorrekt. Ich will nicht ganz oben sein. Oh doch, das bist du. Du bist da aber oben. Ich, dann ist es aber 2-1, das will ich nicht. Ich will 3-0 gewinnen gegen dich, Kasper. Nee. Kommt gar nicht in Frage. Okay, eine Art von Metall. Okay. Ja, das ist Quartz und das oh passt oh mein auch. Gott, okay. Was? Was hast du denn genommen? Was nimmst du? Ja, ich habe direkt die chemikalische Bezeichnung genommen dafür. Ne? Oh mein Gott, ich weiß gerade gar nicht, was man... Oh mein Gott, was soll das sein? Hä? Wieso? Was? Nimm, du musst jetzt was nehmen, was machst du? Was denn? Iron, nein. Herr Eisen, Bro. Ja, hab ich nicht gedacht. Lebst du heute auf einem anderen Planeten oder was? Ich war erst so zwei Runden so gut gerade. Oh, okay, nenn eine ein Gemüse. Ein Gemüse. Oh nein. Ah, ist ja eine Frucht. Warte mal. Ist auch eine Frucht. Ja, schon was recht. Verdammt. Ja, kurzes Wort. Let's go. Was? Muss ich wusste so machen? Ich doch, dass das geht. Nein. Bohne, Bro. Ey, ich bin so weit oben. Gott. Ich bin so weit oben. Du bist so weit unten. Ey, ich streng mich aber auch echt gut an gerade. Okay, nenne einen Weg zur Transportation. Ja, easy. Oh nein, Alter. Nein, okay. Jetzt bin ich so weit, oben, ne? Ja, easy. Ja, passt. Schon mal ein weniger. Nein! Verdammt! Sie ist auch gerade. Okay, das Ding ist, mal gucken, was kommt als nächste Frage jetzt hier oben? Als nächstes haben wir. Oh, was kommt da jetzt? Oh Gott. Bitte, ich muss jetzt kurz anfangen. Ich bin sehr gespannt, ey. Eine Frucht. Ja, das jetzt funktioniert es aber. Und zwar nehme ich da. Muss ich was anderes nehmen? Oh nein, Leute. Ach, verdammt. Das war schon ein bisschen viel jetzt gerade, ne? Ja, Apple. Ja, alles Apple. Geht, ich habe mir auch nicht angefangen. Was gibt es denn Kürzeres als Apple? Es, bestimmt irgendwie so, keine Ahnung. Grapes? Nee, Grapes ist auch nicht, ne? Ja, gemeint, Grape. Oder nur Grape? Ja, ich weiß. Nicht. Ist auch dasselbe, glaube ich, Grape. Okay, ja, eine Sache, die man im Badezimmer finden kann. Okay, easy. Oh Seife, mein Gott. Easy Seife. Danke, dass du mir sagst, danke. Ja, kein Problem, ja, denn ich spür schon du den bist Wind da oben. Ich wollte gerade sagen, der Ventilator ist da ganz, den Wind, das ist ganz, ganz belastend jetzt gerade, ne? Oh Gott, der erste ist raus. Ne? Wie, was findet man in deinem Gym? Geht das vielleicht, Leute? Das ist aber echt trotzdem lang. Ey, das ist doch! Das geht nicht! Okay, dann das geht das auch aber. Nicht. Das geht aber. Das geht nicht? Oh mein Gott. Was? Bro, ich hatte alles durch. Ey, ich hatte so Mirror und ich Musik. Hatte Water, Shower, Personal. Ich hatte Musik irgendwie. Und so. Ne? Ich hab Waits. Alter, voll fake hier, sag mal. Komm, jetzt muss Kasper, ich noch gewinnen. Du schaffst das. Du gewinnst gegen den einen. Ich schaff das. Ich glaub an dich.
Ich bin dann der Erste. Oh! Der ja! Deckepfeffert. Gewonnen! Okay, let's Geldregen, Geldregen. Okay, es steht jetzt 2-1, ne? Wenn ich jetzt gleich gewinne, habe ich komplett dann gewonnen. Dann hast du gewonnen. Dann hast du gar keine Chance mehr gegen mich, ne? So, kürzeste Antwort gewinnen in 5, 4, 3. Let's go. Wir sind beide Experten schon, ne? Achso, eine Soda-Drink-Brand. Okay, warte mal. Okay, da habe ich direkt was. Bam! Okay. Das sollte, glaube ich, klar gehen, Leute. Nein! Mal gucken. Oh. Hä, dein Ernst? Ja, Bro, es gibt noch eins, was noch besser ist als das. Ein was denn? Es gibt das mit drei Buchstaben. Mit drei Buchstaben? Fanta, Sprite, Pepsi, nix mit drei Buchstaben. Mountain Dew und You vielleicht. Alles gut. Okay, was kann man essen, zu essen kochen? Was man benutzen kann, um Essen zu kochen? Oh Gott. Oh nein, wie heißt das? Ja, wichtiger Call. Wie heißt das, Leute? Wichtiger Call. Was? Wichtiger Call. Was? Wieso? Nein. Hä? Oh mein Gott, ja! Fork? Let's go. Hä? Gabel, Bro, Gabel. Zum Kochen? Natürlich. Ja, gut, okay. Aber, ach Mann, ey. Ich wollte Spoon machen, aber... Oh mein Gott, Gardening Tool, Bro. Etwas, oh Gott, ey, nein. Das ist so lang. Ja! Was hast du da genommen? Bag, Bro, ich musste Schaufel nehmen. Also etwas im Garten, wo man arbeitet. Okay, jetzt bin ich schon wieder auf einem Level höher. Ja. Ich nenne einen Sport, was man gerne spielt. Okay. Eine Sportart. Ich hab da schon was. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Oh, das ist kurz. So geschrieben? Nein, wie wird's geschrieben? So? Ja! Okay, Das ist, glaube ich... Oh! Was? Laufen! Einfach nur laufen? Okay, das ist echt clever. Ja. Das ist mega clever. Ey, verdammt, jetzt bin ich schon wieder zwei höher, ne? Ja, ich sag dir, du wirst dich zuerst berühren. Okay, nenne eine Art von Möbeln. Geht das hier? Okay, dann muss ich das nehmen. Sofa wäre gut gewesen. Ich wollte erst TV, aber es geht, ist ja kein Möbelstück. Ah, TV wäre auch krass gewesen. TV wäre richtig kurz gewesen. Okay, was ist normalerweise kalt? Boah, gut Bruder, zu wissen ist gerade. Was könnte bloß kalt sein? Echt gute Frage, ne? Oh mein Gott. Ja, gut, Eis, okay, ich natürlich. Dachte, du kriegst das nicht hin. Ja. Ich wollte schon so Snow oder so machen. Aber jetzt bin ich... Das kann nicht sein, dass du jetzt gerade hier dieses Comeback deines Lebens machst, Alter. Oh ja. Jetzt bin ich drei über dir. Okay, nenne etwas, womit man Musik hören kann. Okay, das musst du niemals knacken, Bro. Oh mein Gott. Nein, Bro, sag doch! Okay, das wirst du niemals herausfinden. Mein Gott, denk doch mal nach mit deinem Ohr. Oh Mann, ich wollte iPod schreiben. Ja, MP3 habe ich genommen oder Mann, ihr. Jetzt hat er so ein langes gegeben. Ohr hätte auch geklappt. Okay, nenne ein Klassenraumobjekt. Okay, das hier, ist das kurz? Ja, okay. Was? Okay. Wo kommt denn die Box her? Nein. Ey, das wird richtig spannend gerade, Leute, ne? Aber richtig. Ey, Chalk war vielleicht... Oh, Pen, Alter, ich bin echt blöd, dass ich das nicht genommen habe zum kurzen. Okay, der erste ist draufgegangen. Okay, der erste ist raus. Sag mir jetzt, nenne ein Tier, was man auf einer Farm finden kann. Okay. Das ist, glaube ich, richtig schwierig, ne? Was man da bloß nehmen kann. Chicken. Oh mein Gott. Kann man auf jeden Fall gut nehmen. Oh mein Gott, wenn das... Oh mein Gott. Kann man auf jeden Fall echt richtig gut nehmen, so ein Chicken. Ja, okay, da hast du die Kuh genommen. Ja. Aber Pig ist mir danach auch noch eingefallen. Okay, was kann man in der Küche finden? Oh mein Gott. Das ist easy. Das ist super easy. Wenn das klappt... Ja! Was? Das geht nicht. Was Phase ist, ne? Oh, wie sieht's für dich aus? Berührst du jetzt gleich schon den... Ja. Was hast du denn genommen? Tja, was man in der Küche halt finden kann. Ja, gut, okay. Hab ich auch. Ken! Okay. Ken war voll clever. Ja, safe! Hä? Was los? Oh mein Gott, nein. Womit kann man schwimmen? Okay, kein Problem. Geht das? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir sind die letzten beiden. Oha. Okay, Tube auch clever. Tab ist noch einen kürzeren genommen. Hä, ja, so Hot Tub, kennt man doch. Alter, das ist richtig clever. Guck mal, ich bin einer drüber, ne? Oh Gott. Ein Roblox-YouTuber. Meinst du, ich kann dich da nehmen? Oh, ich weiß es nicht. Ja, oh mein Gott, du bist gleich. Nein, ich kann nichts eingeben. Niemals hast du einen unter drei Buchstaben. Ich kann nichts. Niemals. Geht auch nicht. Ich bin ein Buchstabe. Das war's mit dir so komplett, Bro. Roblox. Mann, ey, okay. Aber es ging, oder? Nee, es ging nein, nicht. Nein, es ging nicht. Okay, 2-2 jetzt schon, ne? Ich sag dir. Alter, das ist gerade richtig spannend, Leute, ne? Also ich kann dir mal einen Tipp geben. Du solltest eventuell öfters mal den Hinweis benutzen, ne? Du benutzt die ganze Hinweise?
Naja, mein so ein Ding, nicht, deswegen. Ich will dazu nichts sagen. Ich wollte dir nur mal sagen, dass deswegen du den gewinnst du gerade. Na, ich probiere es wenigstens ohne Hinweise zu machen. Also, meine ich mal. Ja. Mit deinen so komischen Tricks. Eine Baumart, ne? Okay. Oh nein, eine Baumart? Boah, Bruder. Was hast du denn da genommen? Ich hab geraten, Bro. Hä? Oh mein Gott. Ja, ich hab mir einen Hinweis geholt. Ne? Ich gebe auch Geld aus. Hol dir die Alter, dass du's. Woher wusstest du, dass das ein L ist? Ja, ich hab einfach geraten. Ja, aber Bro, ich auch. Ab jetzt ohne Hinweise. Ohne Hinweise. Okay, nenne eine Blumenart. Okay, das geht ja eigentlich auch fit, ne? Okay, ich bin relativ. Nein, relativ gut am Start, ich dachte, du würdest Leute. Ja, guck mal. Einmal kein Hinweis, ne? Und da ist ja was? Unten. Ey, Bro, das Tulpe! Ist so einfach. Rose! Tulpe! Rose! Oh mein Gott, stimmt Rose. Das recht? Also, ey, guck mal, Leute, da hat er einmal keinen Hinweis, ja, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich wusste es einfach nur nicht. Okay, was kann man in einem Schulrucksack finden? Okay. Oh, Leute, das wird auf jeden Fall meine Runde sein. Das ist meine Runde. Niemals! Doch, ich bin immer noch ganz weit unten. Jetzt, guck mal, jetzt ohne Hinweise, ne? Und du bist direkt über mir. Ja, wahrscheinlich, Bro, ich wusste ein Wort nicht. Ja, wie kommt das ein bloß? Wort nicht. So ein leichtes auch noch, ne? Ich stand auf dem Schlauch. Da stand ich auf dem Schlauch. Nein, Instrument, das, aha, okay, Strings drauf hat. Okay, das hatte ich ja eben auch schon. Okay. Gott, wie habe ich das denn eben geschrieben, Leute? Wie war das eben nochmal geschrieben? Hä? So? Hätten wir es mal geschrieben, Sekunden, Alter? Nur noch 2, 1. Hä? Wie wird das denn geschrieben? Ja! Wir haben es eben richtig gehabt. Hä? Cello? Was wolltest du denn nehmen? Cello? Ich wollte Gitarre Cello, nehmen. Hä? Ja. Aber es ging nicht. Was man, hat hier keine Sorge. Ich bin jetzt schon Veteran, ne? Ich bin Veteran 7. Ja, guck mal, ich und bin du auch, jetzt auch. Ich bin auch Veteran 7. Ey, jetzt ist wieder ziemlich gleich auf. Ein Buchstaben hast du noch weniger als yeah. Weißt aber nichts. Dir wird schon gleich ein Wort nicht mehr einfallen, oh mein Gott. Freund. Der eine musste richtig, guck mal, der nimmt richtig viele mit, ne? Das, so, nenne ein Seetier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt überlege ich gerade. Okay, ich glaube, was Kürzeres als das gibt's. Oh mein Gott. Jetzt nicht kaufen Hinweise, ne? Wir machen ohne Hinweise. Natürlich mache ich das nicht. Okay. Crab. Du hast Fisch genommen. Okay, Fisch war echt gut. Ah, okay, gleich auf. Ich wollte erst so Seepferdchen. Aber Crab ist auch nicht schlecht. Ja, ich habe überlegt. Aber ich glaube, was Kürzeres hätte man nicht machen können, ne? Nee, ich glaube auch nicht. Also aber nichts kaufen, auf gar keinen Fall nichts kaufen. Nein. Okay, eine Art von Käse. Oh nein. Boah. Nein. A type of cheese. Oh mein Gott, Alter. Das ist, glaube ich. Da gibt's ja nur lange Wörter. Da gibt's echt nur lange Wörter. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss das nehmen. Du musst was nehmen. Was? Das hier. So. Hä? Okay. Mal gucken. Gouda. Hä, was hast du genommen? Ich wollte die ganze Zeit so, ich bin lila. Ich sehe es. Warum bin ich lila? Wurdest du vergiftet oder was? Jemand hat mich vergiftet. Okay, was würden wir auf einem Campingtrip mitnehmen? Ja! Oh mein Gott, dass das funktioniert hat. Alter Vater. Ah, okay. Ja, warum bin ich lila? Irgendwann habe ich verlilert oder sowas. Ja, ich merke das. Du wurdest echt viel vergiftet. Aber Gott, wir sind auf einem Level jetzt gerade. Wir sind gleich auf. Jetzt geht's okay, um die Wurst. Alter, jetzt geht's richtig um die Wurst, ne? Okay, der erste ist auch schon raus. Dieser Gouda hat mich einfach halt. Okay, eine essbare Fleischart. Boah. Oh mein Gott. Ja! Bam, Junge! Let's go! Yeah! Okay. So, du hast Pink genommen, also. Nicht schlecht. Alter, wir sind hier direkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, oh Gott, Möbel. Furniture. Oh mein Gott, nein. Ich überlege gerade, was gibt's da vielleicht? Nein! Für 3 Buchstaben oder so? Nein! Ja, gut. Ja! Nein! Du hattest doch eben selber Sofa. Ja, du hast recht, ich Idiot! Verdammt, Axt! Ja. Okay, ein Tier mit L. Ja! Boah, jetzt muss ich überlegen. Gibt's noch was Kürzeres? Tja, Bro. Nein, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Hä? Ich hab das eingegeben, Bro! Ich hatte es eingegeben! Famous Game Character, Top 50. Ein Spielecharakter. Boah, das war's mit mir, Alter. Das war's so hart. Ja, Kaspar. Das war's mit dir. Oh Gott, was kann ich denn hier nehmen, Leute? Ja, Top 50. Mann, Alter, da gibt's ja nichts außer diesen einen Wario. Weg! Ich hab gewonnen, Leute. Mano! Ich bin die lila Rakete. Wir werden unser eigenes Autohaus bauen. Ja, Leute. Wir haben ja schon mal sowas gemacht, aber das war sehr, sehr teuer alles. Und jetzt haben wir einen Tycoon gefunden. Der ist ja auch riesengroß und sieht doch viel, viel besser aus. Das ist ja jetzt mein Grundstück, Freunde. Und hier können wir jetzt zum Beispiel, hier haben wir jetzt, glaube ich, so ein Käfer oder so. Ich glaube, es ist genau Volkswagen Beetle ist das jetzt hier. Und er glänzt sogar so richtig im Gelb, Freunde. Und der bringt uns jetzt ein bisschen Geld ein. Und mit diesem Geld können wir natürlich hier das Ganze alles erweitern, Leute. Und wenn ihr davon natürlich mehr sehen wollt, wie wir den ganzen
den ganzen Dealership hier, also das ganze Autohaus komplett voll aufbauen, dann lasst uns mal ein Like und ein kostenloses Abo da, Freunde. Ich mache hier nämlich täglich Roblox-Folgen extra für dich, deswegen abonniere gerne diesen Kanal. Wir können uns hier sogar schon mal ein Fenster kaufen, Freunde. Und mit diesem Fenster können wir jetzt hier schon ein paar andere Sachen kaufen. Zum Beispiel jetzt hier meine Uhr, Leute, für $500. Das ist halt total unnötig, aber lass uns doch mal schauen, was wir hier so im Shop haben. Ich bin ja eher so der Typ, der gerne für Robux ausgibt. Wir können uns hier zum Beispiel Geld kaufen, aber halt auch Spielpässe. Wo wir denn, Leute, wir können jetzt einfach andere Farben für das Auto freischalten. Das ist halt auf jeden Fall mega, mega cool. Jetzt können wir hier, glaube ich, den Wagen spawnen. Ich glaube, dafür müssen wir rausgehen hier. Oh, hier sind sogar schon Fensterscheiben. So, jetzt können wir den Wagen, glaube ich, mal spawnen. Genau hier. So, und jetzt können wir den fahren und jetzt ist er grün. Aber ich hatte doch eben... Ah, nee, wir können, Leute, wenn wir P drücken, dann haben wir noch andere Farben, die wir auswählen können, Leute. Was? Guck mal hier, ich nehme auf jeden Fall, zack, rot, weil passt einfach besser zu mir. Jetzt haben wir hier einfach so einen roten Volkswagen Beetle. Hä, wie cool ist das denn? Jetzt können wir sogar hier ein paar Coins einsammeln. So, zack, oder warte, ich kann, glaube ich, so rüberfahren, oder? Nee, ich muss die, glaube ich, einsammeln. Doch, ich sammle hier die Coins so ein, okay. Das ist doch sogar sehr, sehr cool. Aber lass uns auf jeden Fall mal hier ein bisschen das Ganze weiterbauen. Und ich glaube, es dauert mir auch ein bisschen zu lange, dass wir die ganzen Autos kaufen. Deswegen lass uns doch mal ganz kurz ein bisschen Geld holen, Freunde. Eine kleine Finanzspritze für den Anfang. Also doppelt Geld können wir auf jeden Fall schon mal machen. Das kann man immer sehr gut gebrauchen, Leute. Weil wir wollen dann natürlich auch probieren, das immer so fair wie möglich zu machen. So, weil die spielt dann natürlich auch ganz oft die Spiele. Jetzt haben wir noch einmal für $100.000. Das kostet 120 Robux, okay, ich muss bald auf jeden Fall wieder mal Robux aufladen. Das wird ganz schön langsam dünn, mein Konto. So, jetzt können wir aber hier einen Mini Cooper kaufen. Und da kriegen wir jetzt $5 extra und der Mini Cooper, der funkelt bis zum geht nicht mehr. Und wir können zum Beispiel auch einen Ford Mustang GT kaufen. War früher auch mein Traumauto, muss ich sagen. Ford Mustang, sehr, sehr geil. Die Innenausstattung ist nicht so hochwertig, aber ist auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles amerikanisches Auto, was man einfach nur lieben kann. Für $1.000 können wir jetzt hier so noch eine Wand kaufen. Ich hoffe, diese Wand ist es dann auch wert. Ja, okay, ein Fenster noch direkt dazu, okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Wand und ein Fenster. Und es sieht auf jeden Fall alles schon mal relativ teuer aus. Also wir haben jetzt noch 60.000 und kriegen auch nicht wirklich viel Geld dazu. Ich glaube, wir kriegen ungefähr so 100 alle 2 Sekunden, was nicht wirklich viel ist. Wir können jetzt auch ein Eingangsschild kaufen für 2.500 und jetzt haben wir ein Autohaus. Ah, Leute, ist das unser Autohaus. Sehr gut. Und können wir den auch irgendwie noch wegpacken oder so oder irgendwo wegfahren? Ich glaube, ich parke den mal jetzt hier nach vorne ordentlich auf dem Parkplatz. So, aufpassen. Oh, der fährt auch richtig schnell, da muss ich sagen. Wir werden auf jeden Fall heute probieren, noch die ganzen teuren Autos zu kaufen, weil wenn wir hier nach unten gehen, können wir zum Beispiel noch elektrische Autos kaufen, dann noch die Luxusautos oder hier noch für 800 Robux richtig, richtig kranke Autos, Freunde. Also das ist mir auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen zu langweilig, wenn wir das natürlich direkt kaufen. Deswegen, Leute, holen wir die uns auf jeden Fall, indem wir alles freischalten. Ich gehe jetzt hier nochmal rein, so, hier einmal ganz kurz durch meine Türen durch und dann kaufe ich mir hier die Rezeption für $1.250. Hallo, Stevie, was geht? Du hast auf jeden Fall ein bisschen so einen blauen Computer. Bluesky, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt hier nochmal ein Teppich für $500. Ein Snackautomat. Aber es ist halt alles nur optisch, Leute. Mit diesen ganzen Sachen kriegen wir halt nicht wirklich viel Geld dazu. Deswegen lassen wir mal vorne die Wand kaufen. Ich glaube, wenn wir nochmal eine Wand kaufen, können wir uns damit dann halt auch neue Autos kaufen. So, jetzt zack, $2.000 für die Wand. Und ich glaube, wenn wir uns das Fenster kaufen, so, können wir uns vielleicht schon, na, eine Pflanze auf jeden Fall. Aber wann kann ich mir jetzt hier mal ein neues Auto kaufen? Muss ich mir dafür die Wand hier freischalten, Leute? Ja! Okay. Wow! Hier gibt es einfach einen BMW M5 für $100.000 oder eine Corvette Stingray für $50.000. Leute, ich kaufe jetzt mal auf jeden Fall hier die Corvette. Guckt euch das mal an, wie die aussieht. Warte mal, lass mal ganz schnell rausgehen und uns dann die Corvette mal ausprobieren. So, ich gehe jetzt hier mal aufs Fahrzeug. Oh, Achtung, hier ist auf jeden Fall die Fensterscheibe. So, jetzt hier so... Wo ist die Stingray, Freunde? Die muss hier irgendwo sein. Ich glaube, die hatte ich hier für 50.000. Genau, hier ist die. So, okay. So, und einsteigen. Und die Farbe gefällt mir nicht, Leute. Die wird auf jeden Fall direkt mal hier zu meinem Rot gemacht. So, oh, eine schöne Corvette in Rot. Und jetzt können wir auch richtig schnell losfahren. Alter, wie viel... Ey, wow. Ey, wie schnell werden wir denn, Leute? 170 km/h. Und wir können jetzt auch richtig abfahren. Also richtig abfahren hier, ne? Und da ist sogar eine Rampe. Yeah! Okay, sehr gut. Wir kriegen jetzt sogar ordentlich Geld. Und indem wir, glaube ich, hier diese Coins einsammeln, kriegen wir noch mehr extra Geld dazu. Leute, wie cool ist das denn? Wir können einfach hier mit unserem Auto richtig, richtig viel Gas geben. Aber lass uns mal wieder ganz schnell wieder zu unserem Autohaus fahren, weil wir können hier noch viel, viel bessere Autos freischalten. Es fährt einfach 170 km/h. Das ist halt sowas von viel. So, ich glaube, wenn wir jetzt hier noch den Coin einsammeln, so, ist, glaube ich, unser Autohaus. Boah, wie voll ist das denn, Leute? So, warte mal. Hier ist hier vorne unser Autohaus. So, hier rechts. So, okay.
Lass uns doch auch mal hier die geparkten Autos holen. Dann sieht das auf jeden Fall von außen schon viel, viel besser aus. Es kostet 5000 Dollar. Das holen wir uns jetzt auf jeden Fall mal hier. So, geparkte Autos. Und ja, sieht jetzt schon viel voller aus. Es werden auf jeden Fall auch hoffentlich irgendwann neue Besucher kommen, die dann hier ein paar Autos kaufen, dass wir noch mehr Geld bekommen. Weil wenn halt vorne das nicht wirklich geparkt aussieht, dann denken sie so, ah, das ist ein schlechtes Autohaus. Ein paar Sachen können wir jetzt hier auf jeden Fall noch ändern. Wir können einmal hier eine Tür kaufen für 2500 Dollar. Das ist ja dann hier die Autowartung. Also ich denke mal, so eine Werkstatt ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Und dann können wir für 5000 die Statistiken verbessern. Wir können den Autos jetzt bessere Beschleunigungen zu geben. Gut, das Geld habe ich jetzt leider gerade noch nicht dafür. Aber wir können jetzt hier noch einen Wagenheber kaufen. Und dann nochmal hier eine Wand. Okay, wir brauchen auf jeden Fall schon wieder Geld, Leute. Lassen wir mal hier wieder eine kleine Finanzspritze uns reinhauen von 100.000 Dollar. Boah, ich bin auf jeden Fall nach der Folge arm. Leute, also wenn ihr davon mehr sehen wollt, denkt dran, liken und abonnieren. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen und auch mega unterstützen, wenn ihr die Folgen immer bis zum Ende guckt. So, jetzt haben wir einmal noch das Reifenregal. So, hier Reifenregal, nochmal hier eine Wand kaufen, so. Aber ich glaube, wir sollten eher mal in die Infrastruktur investieren, weil wir kaufen gerade eher so ganz schön viel Optik. Das ist ein bisschen blöd, glaube ich. Ich will mir aber trotzdem noch hier ein bisschen Optik kaufen. Erster Stock, warte mal. Wir können uns einen ersten Stock kaufen. Yo, Leute, wir haben jetzt hier einfach einen ersten Stock. Und jetzt können wir hier auch die Wand kaufen. Das ist dann hier oben, glaube ich, noch unser Büro dann später. Noch das Fenster, so. Und jetzt können wir uns hier einen Lamborghini Huracan. Oh mein Gott, für 200.000 Dollar. Ey, so viel Geld habe ich aber gerade leider noch nicht. Hier nochmal die Wand kaufen für 9.000. Nochmal ein Fenster, so. Und dann können wir uns einfach ein Rimac Concept One, das ist glaube ich ein Auto, was gar nicht so auf dem Markt ist, aber wir uns trotzdem kaufen können. Und noch ein Ford GT für 500.000 Dollar, Freunde. Ey, wir können ja gerade so viel kaufen, aber irgendwie ist noch gar kein Büro am Start. Ich gehe nochmal hier kurz zur Wand. Vielleicht können wir ja, wenn wir die Wand kaufen, danach unser Büro kaufen. Und in der Hoffnung, dadurch denn vielleicht... Ne, wir brauchen immer noch 15.000 Dollar, Leute. Ich muss mir schon wieder Geld holen, ne? Das kann doch nicht angehen, ey. Dass ich hier so viel Geld ausgeben muss. Kann sein, dass ich nach der Folge echt wirklich arm bin, Leute. Ich weiß ja nicht mehr, was ich machen soll. So, jetzt haben wir hier nochmal die Möglichkeit, eine goldene Statue zu kaufen. Ist, glaube ich, relativ doof. Ah, hier. Bürowand. Okay, warte mal. Bürowand für 10.000 Dollar. Und dann können wir hier nochmal Fenster kaufen. So, jetzt haben wir hier unser eigenes Büro. Aber ich glaube, es ist relativ doof gerade, was ich hier mache. Ich glaube, ich sollte mein Geld einfach mal in Autos investieren. Oh, hier nochmal auf jeden Fall ein Fernseher, Leute. Der ist, na, sieht jetzt nicht so besonders gut aus. Hier ist nochmal ein Sofa, ein Tisch, nochmal eine Lampe. Okay, und nochmal ein Tischset, Freunde. Und noch ein Tischset. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal eine gemütliche Ecke gemacht. Okay, das ist auf jeden Fall mal in Ordnung. Aber warum sind denn die Autos hier direkt so teuer? Hier, wir müssen jetzt einen holen für 100.000 Dollar. Da muss ich nochmal aufladen, Freunde. Also macht mir da bloß nicht nach, ne? Oh nein, jetzt habe ich, glaube ich... ich habe für 100.000 Dollar gekauft. Ich dachte gerade, ich habe für 5 Millionen da was eingekauft. Das wäre auf jeden Fall ganz schön teuer gewesen. So, jetzt hier BMW M5. So, okay. Haben wir jetzt geholt für 100.000 Dollar. Da bringt es auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Geld pro Sekunde. Glaube ich auf jeden Fall. Lass uns doch mal kurz schauen. Wir können nämlich hier einmal noch, wenn wir in einen Shop gehen, können wir hier die Starter-Autos kaufen für 60 Robux. Und das machen wir jetzt auch mal. Dann haben wir drei Autos für 60 Robux. Ist für mich, also finde ich, ist ein faires Angebot, was man so machen kann. Jetzt können wir nochmal auf Fahrzeuge gehen. Und haben wir hier einmal den Audi S5. Leute, Audi ist auch ein sehr, sehr schönes Auto. In Gelb würde ich aber niemals ein Audi holen. Ich würde sagen, so ein Audi muss schon so grau sein. Vielleicht, okay, so auch nicht. Aber weiß ist eigentlich ganz gut immer beim Audi. Oder halt einfach so ein Grau, finde ich. So ein Grau geht auch immer fit. Aber hier, komm, wir holen uns jetzt mal so einen weißen Audi. Und ich glaube, der ist auch relativ schnell. Nicht so schnell wie die Corvette, glaube ich. Ne, guck mal, der ist bei 140, bleibt da stehen, Leute. Dann lass uns doch mal den lieber hier wieder einparken. Und die anderen Autos sind, glaube ich, jetzt nicht so besonders gut. Wir haben ja hier noch einmal, genau, lass mich mal ganz kurz schauen. Wir haben hier den, wo ist denn der? Ja, hier einmal den Ford Mustang. Gut, den hatten wir auch so gekauft. Aber hier den Mini Cooper, den hatten wir auch. Irgendwas hatten wir noch. Genau, den hier, den Alfa Romeo. Und der hat 145 Sehgeschwindigkeit. Aber das war's auch, glaube ich, schon. Wir haben jetzt hier den BMW und das war's ja. Okay, dann lass uns nochmal kurz reingehen und schauen, was wir hier noch alles machen können. Wir können nämlich einmal hier einen schönen roten Teppich kaufen, Freunde, für 5.000 Dollar. Dann einmal Lichter für 3.750, damit das halt auch alles sehr, sehr gut belichtet hier drin ist.
Dann noch Autobilder. Oh, wow, Leute, hier haben wir einmal den Lamborghini, dann ein LaFerrari, ein Ford GT und ein Bugatti, Leute. Der sieht aus wie aus GTA 5, der Bugatti. Sogar so hatte ich ihn, glaube ich, sogar in derselben Farbe mit diesem lila Dings. Aber egal, so. 1000 Dollar kostet jetzt hier die Pflanze. Ist eine ganz schön teure Pflanze, muss ich sagen. Hier auch nochmal 1000 Dollar. Lass uns dann lieber nochmal hier nach außen gehen. Hier können wir nämlich anscheinend ein großes Schild kaufen, wo dann draufstehen wird, in ganz groß Autos. Ja, Leute, das wird dann da draufstehen. So, hier, zack, und ihr seht ihr schon Autos. Damit die Leute auch von ganz weit entfernt, die dann hier aus der Stadt kommen, sehen, oh, hier ist ein Autohaus, das verkauft Autos. So, jetzt hier einmal die Pflanze kaufen, nochmal für 1250 Dollar. So, zack. Und dann können wir hier draußen nochmal ein bisschen was machen. Und zwar ein Garagentor, ein Dach, ein Eingangsschild. Das kaufen wir nochmal auch alles jetzt hier. So, Garagentor, das können wir auch mal aufmachen. So, hier, es fährt sogar einfach hoch. Okay, ohne Dach sieht das ein bisschen komisch aus. Deswegen lass uns hier mal das Dach kaufen. Und Lichter brauchen wir dann auf jeden Fall auch hier. So, Lichter sind jetzt auch im Start. Und dann mal hier. Ey, hier, hier ist jemand mit seinem Volkswagen fährt er hier rum. Okay, warte mal, Eingangsschild können wir uns auch nochmal kaufen. Autowartung. Und er hupt dir einfach rum, Freunde. Ha, er hupt dir einfach rum. So, hier nochmal schnell den Coin einsammeln rechts. Und dann könnten wir theoretisch noch einen zweiten Tycoon beanspruchen. Das brauchen wir aber nicht. Wir machen auf jeden Fall hier nochmal unser Tycoon ordentlich jetzt hier. So, die Garagentor geht zu. Und unser Autohaus sieht auf jeden Fall im unteren Bereich schon mal sehr schick aus. Wir haben auch das alles aufgewertet bis zum geht nicht mehr. Jetzt geht es auf jeden Fall an die zweite Etage, die schon sehr, sehr teuer ist, wie man sehen kann, Leute. Die ist halt wirklich sehr, sehr teuer. Ich kaufe jetzt mal hier in meinem Büro die Tafel. Damit können wir dann in Zukunft ein paar Sachen so besprechen. Eine Pflanze auf jeden Fall wieder und einen Schreibtisch, ganz, ganz wichtig. Hier sind meine Mitarbeiter. Bob einmal hier, das ist Bob. Und das hier ist einmal Henry, Leute. Henry und Bob, bitte begrüßt Henry und Bob, Leute. So, und noch hier einen Schreibtisch kaufen. Henry, Bob, einmal noch dupliziert haben sie sich. Das sind die deren Zwillinge. Das ist einmal Rob und Lenry, Leute. Also wir haben einmal Bob, Henry, Rob und Lenry. Alles klar, haben wir auf jeden Fall jetzt gut gemerkt. So, hier die Tür auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, damit ihr keinen einfach so in unser Büro reinschutziert. Und dann, Leute, roten Teppich können wir es schon wieder gar nicht leisten. Hm, ich glaube, ich muss schon wieder ein bisschen Geld investieren. Ich möchte es aber gar nicht. Das Problem ist aber, wir müssen es machen. Ich guck mal, wie viel kostet das jetzt? Ah, guck mal, mir fehlen 23 Robux, um 500.000 Dollar zu kaufen. Das ist ärgerlich, muss ich gerade sagen. Dann holen wir doch lieber hier für 100.000 Dollar nochmal was und nochmal für 100.000. So, zack, hier. Dann haben wir danach noch 300 Robux. So, jetzt haben wir 200.000 Dollar. Und ich glaube, mit diesen 200.000 Dollar können wir uns einen Lamborghini holen. Ich muss aber sagen, ich möchte noch ein bisschen das Auto hier das aufwerten. Dann lassen wir uns lieber davon einen roten Teppich kaufen. Und dann nochmal ein Dach. Und ein paar Lichter. Und nochmal eine Konferenzwand. So, Leute. Ein Fenster auf jeden Fall. Nochmal eine Tür. Dann nochmal eine Konferenztisch, damit wir halt die ganzen neuen Autos besprechen können. Nochmal hier eine Pflanze. Eine Verkaufstafel. Leute, es geht bei uns die ganze Zeit nach oben. Das heißt, wir haben exponentiellen Wachstum. So, Stühle ich jetzt auch nochmal für 5000 Dollar kaufen. Haben wir schon fast alles fertig gekauft, was man so, glaube ich, in dem Autohaus-Tycoon sich freischalten kann. Pflanze und Pflanze. Und dann, Leute, können wir jetzt hier, wenn wir noch einmal aufladen, so hier, zack, aufladen, so, jetzt kaufen. Und dann laden wir, glaube ich, nochmal auf, Leute. So, und nochmal aufladen. Und danach haben wir auch keine Robux mehr. Ich bin jetzt einfach arm. Ja, Leute, ich bin jetzt einfach arm. Ihr glaubt es jetzt hier nicht. Ja, so, das ist hier Fragezeichen. Hier sind noch die anderen Sachen, die Hauptsachen, so. Aber ich kaufe erstmal hier die goldene Statue. Boah, Leute, ich habe mir die goldene Statue gekauft. Und jetzt kaufe ich mir einfach mal den Lamborghini Huracan für 200.000 Dollar, Freunde. Der sieht auf jeden Fall schon mal mega, mega gut aus. Einfach hier in diesem Gelbton. Und den werden wir jetzt auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich gehe jetzt hier mal runter, Freunde. Wir haben jetzt, glaube ich, alles gekauft, was wir hier kaufen können. Also quasi den ganzen Tycoon verbessert. Ich würde jetzt nochmal hier sagen, wir gehen nochmal hier rein und verbessern nochmal unseren Lamborghini Huracan. Weil ich glaube, ich werde mir die anderen Autos für 500.000 diese Folge noch nicht leisten können. Wenn ihr davon noch einen zweiten Part sehen wollt, dann haut auf jeden Fall auf den Like-Button. Aber wir testen jetzt mal den Lamborghini. So, wo haben wir den jetzt hier? Vielleicht sollte ich den auch erstmal spawnen, Leute. Ich sehe den hier nämlich noch gar nicht. Ich glaube, ich muss erstmal den Lamborghini spawnen. Lass uns mal ganz kurz hier rausgehen. Ich mache mal das Garagentor auf. So, zack. Einmal hochfahren hier. Und dann gehen wir auf Autos und dann haben wir hier irgendwo den Lamborghini, den ich gekauft habe. Wo ist jetzt hier der Lamborghini? Hier ist er das, glaube ich, ne? Oder muss ich den irgendwo anders freischalten? Ich bin schon ganz aufgeregt, mit meinem Lamborghini zu fahren, Leute. Guckt euch mal. Wow, der Sound, ey. Und wir können auch zum Beispiel hupen, ja, und lass mal ganz kurz gucken. Welche Farbe müsste man bei so einem Lamborghini Huracan am besten nehmen? Also gelb sieht auf jeden Fall schon mal mega aus. Weiß feiere ich auch. So ein Rot ist auch cool. Aber Leute, ich denke mal, wir bleiben mal bei dem Gelb, weil ein Lamborghini, finde ich, muss einfach gelb sein.
Und jetzt können wir hier auf jeden Fall mit richtig Vollspeed hier losfahren. Wir kriegen auch gerade 646 Dollar pro alle zwei Sekunden. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Und wir fahren Höchsttempo 176 km/h. Ist auf jeden Fall schon ordentlich, aber es geht auch theoretisch nochmal ein bisschen schneller. Jetzt können wir hier einfach die ganze Zeit so richtig komplett rumdüsen. Yeah! Und ein paar Münzen ansammeln. Ich will auf jeden Fall nochmal hier so eine Rampe mitnehmen. Wo war denn hier nochmal eine Rampe? Ich glaube, die war irgendwo da vorne. Mit Vollspeed über die Rampe rüber. Yeah! Oh mein Gott, Leute. Der Lamborghini sieht halt so cool aus. Den lässt sich halt auch so gut fahren. Und oh, nein, ich bin rausgesprungen. Da vorne ist er jetzt einfach. Ey, der sieht so schön aus, ne? Hey, Kasper! Yo! Was geht ab, Proxo? Wow, guck dir meine Pinselkünste an. Was ich hier male. Das sehe ich gar nicht. Oh, stimmt. Ah, das kann man auch anmalen. Oh, ja, eine riesige Leinwand. Das Ding ist, wir müssen also heute alles Mögliche anmalen. Quasi das Umgekehrte, was wir schon mal gemacht haben mit dem Dings-Simulator, weißt du? Mal hier mal an. Die Mona Lisa. Die Mona Lisa einfach gemalt und die guckt einen immer an, ne? Die guckt einen immer an. Es echt so? Ja, und hier soll man die Wand neu streichen. Oh mein Gott, okay, ihr guckt den echt immer an. Ja, wir kriegen sozusagen, umso mehr wir malen, umso mehr Geld. Ja, also das heißt, wir können auch hier zum Beispiel, dass wir so ein bisschen überstreichen jetzt hier gerade, was der Typ da gemacht hat. Ah, okay. Ah, das Ding ist, je mehr Geld wir bekommen. Oh, ich habe keine Farbe mehr. Was soll ich jetzt machen? Wie, du hast keine Farbe neu auffüllen. Ah, lol. Wo kann man neu auffüllen? Hier müssen wir in diesem Zauber. Ah! Die Kanister voll machen. Was ist hier? Aber das Ding ist, warte mal, geh mal in den Shop rein. Ich kann jetzt nicht einen neuen Pinsel kaufen, der ist viel größer. Zeig mal, warte mal, Shop hier? Okay, für 650. Stimmt, so. Ja. Guck mal hier, wie groß der ist. Ne? Guck mal. Der ist viel, besser als der andere Pinsel, glaube ich. Wow. Ja, und ich habe mir schon mal eine Rolle gekauft. Guck mal. Der ist noch breiter als deiner. Wie hast du denn die jetzt schon bekommen? Oh, die habe ich mir nochmal gekauft für 1300. Nochmal danach. Was? Wo hast du denn das Geld her? Hey, bekommen? Hast du noch nicht so viel angemalt? Nee, ich muss dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr anmalen. So. Ja, okay. Du musst auch die Bilder fertig malen komplett, dann gibt's am meisten Geld, ne? Ja, wenn du die komplett fertig hast, dann gibt's nochmal so einen Bonus. Aber ich male nur die Wände gerade eher voll. Ich krieg hier auch schon so viel Geld gerade. Ich habe jetzt schon 4.500 Dollar. Wo hast du denn jetzt gerade das andere Geld her? Ich habe immer noch nicht 1.300. Hä? Das kann ja gar nicht sein. Unglaublich, du hast hier irgendwas schon wieder gemacht. Ah, jetzt. Hier, ich habe mir einfach eine Graffiti-Dose gekauft jetzt. Mal gucken, wie schnell das damit geht. Was, wo hast du denn jetzt schon 3.500 her? Ja, habe ich hier bekommen, ey. Oha. Okay, also, ich sehe gerade. Oh, nein, ich habe keine Farbe mehr. Oh, ich auch nicht, verdammt. Ah, das Ding ist, ich kann jetzt aber den Kanister kaufen. Du kannst nämlich auch andere Kanister kaufen. Ah, okay, was kosten die denn? Kanister? Oha, man kann sich ja sogar noch so Busen kaufen. Ne? Triple Kanister Size, Triple Money. Wollen wir das mal machen, alle drei kaufen? Ja, komm, machen wir einfach mal hier, holen wir uns das so, hier. So, ganz kurz mal Triple Kanister Size. So, zack. Alles, komm. Booster. Dann einmal. Oh. Was ist das denn? Was war das gerade? Jetzt irgendwie so eine Animation, was ist so, das? Sowas. Einmal hier noch die Coins kaufen. Mhm, genau so. Okay, und dann noch einmal, okay, und dann nochmal Triple Money jetzt hier. Dann drücke ich gleich alle auf Use. Du auch? Ich mach alle auf einmal an. Ich auch. 3, 2, 1. Warte, bei mir auch. Und 3, 2, bam, bam, bam. Okay. Bam, okay, so. Jetzt muss ich einmal in meinen Kanister. Habe ich schon equipped. Achso. Boah, jetzt geht's auch voll ab hier. Okay, jetzt muss ich echt. Ich muss jetzt losmalen, sonst lohnt sich das nicht mit dem Geld. Ja, ich weiß. Du musst jetzt richtig hier. Ja. Wow. Okay. Ja, okay. Das Ding ist, die Rolle ist schon viel besser, ne? Viel besser. Und danach kommt halt die. Warte mal, man kriegt ja Coins und Geld, sehe ich ja gerade. Was bringen denn die Coins? Oh mein Gott! Was ist? Guck mal hier, ich kann hier schon weitergehen für 2000. Hast du auch schon genug Geld? Ach, dafür sind die Coins. Nee, ich hab nicht. Warte mal, nee, ich hab nicht genug Geld, steht da. Hä, nein, du brauchst also diese goldenen Coins, weiß ich nicht, wofür die sind, aber du brauchst ganz normales Geld. Achso, warte, dann kann ich jetzt auch weitergehen. Okay. Okay, mach. Ja? Ja, weitergehen. Okay, sehr gut. Sehr gut. Hier können wir echt wieder einiges anmalen. Guck mal, hier soll man sogar aufs Dach rauf vom Haus. Aufs Dach sogar? Ja, lol. Okay, wie hast du. Ach, da mit so einer Leiter. Ja, du hast auch eine Leiter im Inventar, ne? Die kannst du dir, guck mal hier, die kann ich mir hier hinstellen und jetzt kann ich da hochgehen. Aber ich kann hier alles mögliche. Ich hab so eine Graffiti-Dose, ne? Zack. Ah, ja, die hab ich auch schon. Aber wo genau kann ich mir jetzt hier Farbe holen? Da vorne in diesem Brunnen. In welchem Brunnen? Wo ist der? Doch nicht wieder zurück in der Mitte, in der Mitte ist der. Ich sehe den gerade gar nicht. Ah, wenn die Sachen zu hoch sind, müssen wir die Leiter nehmen, sehe ich gerade. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich kann mal was Neues kaufen. Oh, eine weitere Spraydose. Wo kannst du denn den Brunnen auffüllen, sag mal? Hä, der ist doch einfach in der Mitte, hier ist ein Brunnen.
Ich sehe den nicht. Wo ich bist du blind? Direkt vor mir. Wo bist du? Hier. Ach hier, Mann. Boah, das wie kann man so blind sein? Ja, das habe ich halt nicht gesehen. Kann man so blind sein? Ja, passiert halt. Es gibt auch Pets, die du dir kaufen kannst. Ne? Hast du das schon gesehen? Ja, ehrlich? Mhm, aber ich guck gerade. Hier kann man die ziehen. Hier kann man die ziehen. Für 250. Dafür sind die goldenen Münzen. Ach, ehrlich, wo bist du? Wo bist du? Hier ganz hinten, hier ganz hinten, hier. Ach, da kannst du jetzt. Oh. Ja. Okay, pass auf. Ich ziehe jetzt das 10% Wahrscheinliche. Und. Und bam. Wir können. Oh, komm, bitte. Wow. Oh, nein. Ich habe einen Tabby Cat bekommen. Ich hab das Schlechteste, diese Maus. Für 80%. Basic. Aber ich habe ja schon Golden Retriever gehabt. Oh, nein. Hä? Ich hab das Seltenste gezogen! Wie jetzt? Den braunen Hund! Soll ich das Rare. Seltenste? Ja, der Hund mit 10% Wahrscheinlichkeit. Wow! Hä? Ich hab ein... Hä? Ich hab ein Dings bekommen. Was hast du bekommen? Die kann jetzt so einen Schwanz da haben. Wie? Upgraden das Tier oder was? Aber nein, warte, kannst du die zusammenfügen oder was? Siehst du das? Ja, sehe ich, ja. Aber, warte mal, können Sie. Ach, hier kann man sich auch die Tools kaufen. Okay, also wir haben noch ein paar Kanister. Okay, also ich kaufe nochmal den neuen Kanister. Dann fülle ich den mal auf und dann geht's weiter hier ins Gepainte. Ich sag's dir. Aber was hatte ich für ein Glück, dass ich diesen seltenen Hund gezogen habe? Ja, unglaublich, ey. Hier oben noch toll. Ein bisschen. Aber das Ding ist, ja. Ich glaube, bei dem nächsten, wenn wir da 20.000 haben, dann können wir es, glaube ich, noch heftigere Pets kaufen. Auf jeden Fall. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so gut, dass ich so einen Hund habe, weißt du? Genau. Ist ja eh noch die Anfangszeit. Ist ja nur am Anfang. So, guck mal hier ein bisschen. Oh, hier. Wie viel Geld hast du gerade auf Tasche über? 5.000. Weil ich könnte schon mit 20.000 rüber. Ehrlich? Ich noch nicht. Ja? Also so jeden Moment jetzt gleich. Hier. Ich kann das auch gleich machen. Ich kann voll hochsprühen, sehe ich gerade. Ich auch. Das geht auch nur mit dieser Sprühdose, glaube ich. Ja, hier. Glaubst du mit den anderen nicht? Ich guck mal, was ist das Bild weiß, hier? Genau. Boah, das Bild hat ordentlich nochmal was gebracht. Hier ist so ein Silo nochmal ordentlich alles anmalen. Alter, für Silo kriegt man richtig viel Geld. Auf jeden. Hier noch. So, ja. Guck mal hier. Aber, also von mir aus können wir rübergehen. Ich hab jetzt fast. So. Ach, ich hab nicht genug Farbe mehr. Oh, ich muss kurz auffüllen. So, ich habe jetzt auch 20.000. Ich gehe rüber. Okay, sehr gut. Komm, lass uns rübergehen. So, 20.000 habe ich jetzt hier angesammelt. Okay. Was soll man mit 20.000 noch so kaufen, sag mal? Hier kann man sich auch nochmal ganz kurz nachfüllen. Aber hier kann man sich keine Haustiere, glaube ich, kaufen. Ah, war das dann doch echt das Einzige vielleicht? Da vorne. Zeig mal. Wo denn? Stimmt. Okay, komm. Oh, ich gucke jetzt mal ganz kurz, kosten die auch? Die kosten jetzt 500. Okay, los, ich mach. Komm schon, bitte. Los. Ich hab einen grauen Vogel. Ist der graue Vogel gut? Ich hab wieder das Seltenste gezogen, ich glaub's nicht. Was? Zweimal hintereinander schon das Seltenste, Legendary. Unglaublich, Alter. So viel Glück kann doch keiner haben, aber oder man kriegt, glaube ich, gerade. Was hab ich jetzt hier gerade? Jetzt sagt mir irgendwas Neues, ja, oder was? Die Sprühdose. Tools. Ah, okay, ich könnte. Alter! Alter, 40.000! Was? Oh mein Gott. Ich krieg jetzt so viel Geld auf einmal aus dem Nichts. Wie jetzt? Oh, warte mal, wo kann ich nachfüllen? Hier, Refill. Alter, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, dann bekomme ich innerhalb von einer Sekunde $10.000. Was? Hier, ich guck nochmal. Ist irgendwas besonders angemalt oder sowas? Nee, wegen meinem Haustier, glaube ich. 40.000. Ich glaube, ich muss auch nochmal ein neues Haustier kaufen. Alter, du musst so lange machen, bis du das kriegst. 50.000. Ja. Ich sag dir, es geht richtig schnell jetzt. Wow, ich krieg nur so Floppy Ears und sowas. Ich krieg nicht mehr Haustiere. Alter! Ich habe jetzt so eine Pistole gekauft, die übel krass und groß schnell schießt. Ehrlich? Für 40.000. Für 40? Ja, warte mal, 40 habe ich jetzt. Also für jetzt habe ich die 40.000 gekauft. Guck mal, wie die aussieht. Boah, ich kann auch voll hochschießen und sowas, ne? Alter, meine Schießer hat auch voll den breiten Strahl jetzt. 20, ja. 25. Ah, Alter, okay, ich glaube, die andere Pistole hat schon was gebracht. Ich kann ja bis oben hinschießen. Alter, ich krieg so schnell Geld hier, ne? Ich krieg jetzt auch gerade voll viel Geld. Hast du jetzt schon genug, um in die nächste Welt zu gehen? Wie viel braucht man? 40.000? Ja, fast, warte. Okay, dann lass kurz fertig machen und dann gehen wir wieder rüber. Zack. Nachfüllen hier. Boah, das ist... Okay, ich hab 40.000. Sehr gut. Lass hochgehen. Ey, wenn du jetzt schon wieder das beste Haustier bekommst, ne? Warum läuft eigentlich dein Haustier nicht hinter dir? Weiß ich auch nicht. Und wieso habe ich denn... Nee, alles gut. Okay, wo ist hier das Haustier? Wo kann ich mir das hier holen? Wo ist das Haustier, ha? Oh, 750 kostet das. Oh Gott, ich hab 12.000, ne? Da kann ich mir einmal einige holen. So, komm bitte. Ey, Mann, wieder nur grün. Wieder das Seltenste. Ey, nein. Oder warte mal. Doch, 17% Wahrscheinlichkeit. Hä, wie viel Glück kann man denn haben? Alter, das... Nee, ach, das sind... Lol, das ist... Nee, warte mal, das ist Attachment. Lol, jetzt kann ich das platzieren an dem. Aber ich habe jetzt noch eine Maus. Warte mal, ich hol mir noch mal. Ich habe jetzt die rote Fäden bekommen, die ich dran machen kann an das Tier. Und jetzt habe ich auch die Maus bekommen. Okay, meine Glücksstunde ist vorbei, glaube ich. Ja, ich habe jetzt... Eins hole ich jetzt.
Aber ich frage mich jetzt gerade, kann ich noch hier irgendwas anderes hier holen? Ah, schon wieder die Maus. Okay, okay, nee. Ich so, mal gucken, was sollen wir jetzt hier alles... Ah, hier soll man, glaube ich, alles ansprühen, ne? Mhm. Boah. Ja. Oh, hier gibt's das Gemälde, das wird angesprüht hier. Hier gibt's auf jeden Fall wieder ordentlich Geld. Wo ist das Gemälde? Hast du schon gesehen? Hier hinten bei dem, wo du die Eier kaufen kannst. Ja, hier ist auch noch eins. So, die bringen immer am meisten Geld, glaube ich, ne? Also auch so Überpain. Also, ich habe jetzt mittlerweile mit meiner Pistole schon, kann ich richtig krass so Sachen, also so richtig schnell schon aber ausmalen. Ich brauche zum Beispiel für eine so eine Wand hier vorne nur eine Sekunde. Was? Das ist instant frei, gefühlt. Okay, ich muss die auch mal kaufen jetzt hier für 40.000. Jetzt fast 40.000. Hier, das machen wir auch nochmal frei, ganz kurz. Oha, das ist ja richtig rot. Okay, warte mal, ich kaufe jetzt auch für 40.000. Bam. Fertig. Ja. Oha. Was hast du gekauft? Jetzt die Sprühflasche, also die Wasserpistole? Die Farbenpistole sozusagen? Ja, die für 40.000. Okay, aber ist ja echt voll schnell. Warte, ich kaufe nochmal ein Haustier. Komm, bitte. Bitte das Gute. Ja, du kaufst dir das. Ich kaufe für 100.000 die nächste. Wie jetzt? Ich habe ein Duplikat bekommen. Alter, das geht ja noch schneller. Und ich habe direkt wieder 100.000 gleich. Wie jetzt? Ach, das geht ja noch schneller. Ich sag dir, das ist... Du, ich würde die ganze Zeit nur diese Dinge upgraden. Ja, ja, ich höre das auch gerade die ganze Zeit. Ich habe auch falsch gemalt, sehe ich gerade. Ja. Yeah. So. Sauber. Hier wird noch angemalt. Sehr zack, gut. Zack, 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 zack. Alles voll malen hier. Hier, komplett. Oha, ich habe 100.000. Ich kann die auch kaufen. Sehr gut. Was kostet das nächste, der nächste Abschnitt? Boah, ich habe die für 100.000 gekauft. Die sehen ja voll krass aus. Auf jeden, wie so eine AK oder so. Ja, ja. Aber was genau kostet der nächste Abschnitt? Weiß ich nicht, ich hab schon wieder 100.000. Ja, ich auch, ja. Der nächste Abschnitt kostet, wo ist der? 75.000 nur. Ja, dann lass rübergehen. Okay, komm, wir gehen rüber. So. Boah. Lass mal jetzt nochmal hier so ein Ei holen. Ja, ja. Boah, mein. Kann hier voll schlau. Warte mal, hier. Ja, mach du mal in ruhig da zu Ende. Ich werde hier in aller Ruhe ein Ei holen. Aber wo ist denn hier. Hä, wo kann man sich denn hier ein Ei holen, sag mal? Tja. Hä? Das gibt's nicht mehr. Doch, ha, das ist nur übersehen, du Blindfisch. Wo so, ist schnell kaufen, was? 2000 kostet das. Magenta-Ei. Oh mein Gott, ich hol direkt. Wow, los. Alter, Techno-Taltiers oder sowas. Oh, ich hab was Schlechtes bekommen. Was bringen die? Boah, die sind besser. Was hier? Komm, gib mir jetzt auch mal ein gutes Haus hier. Oh, ich will jetzt was Seltenes haben, bitte, los. Nein, nur bitte, ich kauf nochmal. Ich hab schon 3 Stück gekauft, 3 schlecht. Aber die Augen, oh nein, die sind schlechter. Schon wieder schlecht. Ich brauche einfach noch einen besseren Schwanz oder sowas. So, komm jetzt. Oh, ja. Pferdeschwanz. Oh, und nochmal, ich hab ein Duplikat. Ja, vielleicht ich zweimal was legendäres so? Duplikat bekommen. Legendär sogar? Okay, das Seltenste hier ist echt für 1% Wahrscheinlichkeit, ne? Wenn man das kriegt. Unglaublich. Ist man krank. Alter, ich hab schon 10-mal gemacht, Mann, und hab immer wieder das gleiche bekomme ich hier. Tja, ich krieg grad voll viel Geld. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, okay. Ja, gut, einmal mach ich noch. Ein letztes Mal mache ich jetzt noch. Und das will ich jetzt. So. Jetzt will ich was Seltenes haben. Komm schon. Oh. Wie viel kostet das nächste? Oh, die kann ich noch was kaufen. So eine Paintball-Waffe. Ich hab da so viel Geld gerade gewastet. Ja. Was kostet die Paintball-Waffe? 200.000, die kaufe ich mir jetzt. 200.000? Und Paintball-Waffe gekauft. Und ich kaufe jetzt nochmal ganz kurz hier ein Ei. So. Ja, mach mal. Da wirst du nämlich nichts Geiles drin ziehen. Ja? Du wenig auch nicht. Oh, hab ich auch nicht. Ja, hol dir noch eins. Nee, ich speise mein Geld. Hol dir mal noch eins. Die nächsten kosten wahrscheinlich gleich richtig viel. Oh nein. Ich dachte, der Boost ist vorbei, der Boost. Ja, bei mir auch gerade. Oh, verdammt. Egal, nicht so schlimm. Guck mal. Ja, okay. Hier. So, oben zack. Nochmal so ansprühen hier, das ganze alte Haus. Das heißt, wir sind nur so schnell vorangekommen, weil wir halt triple Geld hatten, ne? Ja, safe, deswegen. Aber ja, ich meine, war auch schon gut. War auch echt schon mega gut. So, guck mal hier noch die Wand. So. Bam, bam, bam. Du machst das bestimmt gar nicht ordentlich. Du kennst dich mit Anmalen gar nicht aus. Natürlich, ich bin da voll Experte. Ach. Ich mal hier alles vielleicht an. Vielleicht im Tuschkasten oder so, aber das war's dann auch. Ich mal hier alles an. Du vielleicht. Ja. Boah, das gar ist nicht. Der beste Spot hier. So, da oben komme ich nicht mehr ran. Wie weit kann ich denn an? Nein. Hier, da muss ich mir mal eine Leiter Farbe mehr. Ja, das toll. Ist selbst schuld, ne? Ja, oh, jetzt nicht auch nicht mehr. Perfekt, Karma. Haha, selbst schuld. So, jetzt geht die voll schnell leer, die Farbe, oder? Finde ich auch. Aber nicht mit einem dreifachen Kanister. Stimmt. Warte mal, hier. Ne, haben wir nicht mehr. Der Boost ist doch vorbei. Genau, der Boost ist vorbei, oder? So, das Haus nochmal braun anmalen hier nach oben. Komm, ich kaufe jetzt einfach besseren Kanister. Ja, mach das. Verschwende ruhig dein Geld. 15.000, 50.000. Ja, die Farbe, warte mal, die Farbe ist ja richtig schnell leer. Ja, deswegen. Ach, so, verschwende ruhig dein Geld, sagt er. Wieso ist die denn so schnell leer, die Farbe?
Alter, ich hab voll den coolen Kanister. So einen Armeekanister hab ich. Okay, ja, da, gut. Da passt wahrscheinlich ordentlich was rein, ne? Kann man sagen, was man will. Ja, also schnell leer geht das auf jeden Fall nicht. Nee, so. Aber ich muss sagen, hier, ich komme auch so zurecht. Hier. Hier noch ein bisschen, so hab ich. Dann hier das Ding, hoppla, Kanister will ich nicht kaufen. Okay. So, passt. Fülle ich nochmal auf. Okay, ich. Ey, das sieht richtig cool aus. Ja, ja, das ist echt voll cool, ne? Auf jeden, auch mit diesem kurz mal alles hier wieder fertig machen hier. Oh, auch die Seitwand. So, sehr schön. Hier nochmal oben. Ich komme gar nicht nach ganz oben. Hast du schon die Paintball-Pistole eigentlich? Diese Paintball-Farbe? Diese blaue? Ja. Ja. Ach, die hast du schon. Ich habe die noch gar nicht. Haha. Ha. Tja. Aber nicht schlimm. Jetzt war ich die ganze Zeit an den Eiern da gechillt. Ja, ja, aber weißt du, was ich dafür habe? Warte, was denn? Mal eine Sekunde noch. So. Oh, hier kann man hochgehen. Oh, cool. Oh, die Wand kann man auch noch mitnehmen. Zack. Gibt es hier einen Geheimraum oder so? Wo jetzt? Ja, nichts, alles gut, alles gut. Wo hier ist ein Geheimraum? Ach, verdammt, nee, da ist gar nichts. Ich dachte, da wäre aber ein Geheimraum. Ist doch gar kein Geheimraum, was laberst du? Ich dachte, da wäre einer, wo man so auf ganz entspannt ein bisschen extra Geld verdienen kann. Ich frage mich gerade, ob ich überhaupt genug Geld hier sammeln kann. Oh, jetzt habe ich wieder nicht genug Farbe, ich brauche nur noch 100 Dollar. Haha. Hier, wieder voll machen und bam. Wofür brauchst du 100 Dollar? Weißt du? Ja, das siehst du jetzt, mein Freund. So. Ich bin nämlich schon in der... Ach, komm schon. In der zweiten Welt! Was? Du hast 200.000 ausgegeben? Yes, und hier kaufe ich mir ein Ei für 5.000. Hey, ich kann mir gar nicht kaufen. Mir fehlen 100.000. Ja, selbst schuld. Ich hoffe mir hier auch entspannt erstmal die Eier. Mach doch. Ja, aber ich sag mal so, ich bin eh das bessere Pinselunternehmen. Ja, das werden wir sehen in der nächsten Folge, Kaspar. Ja, okay, sehen wir dann auch. Bis dann! Was sagst du, bis ist? Bis dann, Alter! Guckt euch das mal bitte schon an. Hier können wir nämlich schon mal starten. Hier können wir nämlich einfach einen Honda Civic kaufen. Ja, Leute, guck mal, wir drücken mal drauf, zack. Und dann, oh, muss man hier sogar anscheinend die ganzen Sachen einzeln kaufen. Das heißt, zack, einreifen und dann muss man quasi warten. Jetzt kriegen wir zum Beispiel 2 Dollar alle 2 Sekunden. Und dann kann man hier zum Beispiel nochmal den zweiten Reifen kaufen. Jetzt kriegen wir sogar schon 3 Dollar alle 2 Sekunden. Also geht auf jeden Fall schon mal alles richtig, richtig schnell ab, Leute. Verprügelt auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button, wenn ihr davon mehr sehen wollt, Freunde. Und jetzt hier auch nochmal schön den dritten Reifen kaufen. Alles klärchen. Und jetzt gleich schon den vierten. Und dann, Leute, dann wird es ja auf jeden Fall richtig, richtig abgehen. Guck mal, man kann hier zum Beispiel auch noch zum Shop gehen. Dann kann man hier zum Beispiel, oh, auch noch so eine riesen Wand bauen. Ich denke mal, hier sein ganzes Haus könnte man dann hier noch hinbauen. Und dann, Leute, komm, kaufen wir jetzt hier nochmal den vierten Reifen. Zack. Und jetzt, oh, geht sogar schon weiter mit den Felgen. Alter Schwede. Guck mal, dann können wir uns hier gleich einfach mal die richtigen Felgen noch hier ranbauen. So, und zack, nochmal hier Felgen gekauft auf der einen Seite. Guck mal, die sehen auch sogar echt nicht schlecht aus, ne? Das sind sehr, sehr schöne Felgen mit hier einem roten Bremssattel. Dann kriegen wir sogar schon alle 2 Sekunden 7 Dollar, Freunde. So, und zack, hier das auch noch kaufen. So, das dauert mir aber alles wirklich ein bisschen zu lange. Deswegen lass mal gucken, ob wir uns hier ein bisschen Geld kaufen können. Und ja, hier kriegen wir mal, komm, wir kaufen uns mal 100.000. Ja, komm, wir kaufen uns mal 100.000 Dollar, Leute. Zack, für 275 Robux ist auf jeden Fall schon mal ein Häppchen, muss man sagen. Aber man kann ja sehen, Leute, wenn wir es jetzt hier alles so zusammenbauen, bupp, 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 ran hier. Jetzt kann man vorne auch noch das Teil hier ranbauen. In der Mitte dann noch den zweiten Buddy und dann hinten auch noch den dritten. Aber es fehlt uns, oh mein Gott, auch noch der vierte Teil. Mit einem Spoiler, Leute. Vorne dann auch noch die Lichter ranmachen. Das kostet auch schon 143. Jetzt hier auch nochmal die Rücklichter ranmachen. Und jetzt auch nochmal den Auswurf. Okay, so, und jetzt, Leute, können wir das ganze Ding hier spawnen. Bup, und dann steht das Ganze mal hier und dann können wir das Ding auch fahren. So, und jetzt, das ist ja das Coole, können wir mit dem Ding einfach rumfahren, Freunde. Und jetzt seht ihr hier schon unten, oha, fahren wir bis zu 60 Meilen pro Stunde. Das sind 100 km/h. Und hier ist zum Beispiel noch ein anderer, der hier gerade sein Auto ausbaut. Und ich muss sagen, oh nein, hängen wir jetzt hier schon fest, Leute? Hängen wir jetzt hier schon fest? Ich weiß gar nicht, ich glaube, unser Auto hängt hier schon. Ah ne, wir können auch rückwärts fahren. Okay, alles entspannt. Okay, also ich muss sagen, der Honda Civic ist ein ganz cooles Auto. Ja, ist ein ganz cooles Auto, fährt auch echt gut. Hier bis zu 100 km/h. Aber hier haben wir sogar einen Typen, der hat die einfach... Was hat er für ein Auto? Ich weiß gar nicht, was er für eins hat. Aber komm, wir machen das jetzt mal so. Wir bauen hier mal unseren Laden ein bisschen weiter. Hier können wir erstmal die Haupttüren kaufen. So, für 50 Dollar. Bub, Freunde. Und dann hier auch nochmal, zack, die Wand für 200 Dollar. Dann auch nochmal die ganzen anderen Wände. Ich würde mal sagen, hier nochmal ein bisschen Fensterscheiben reinbauen, damit das hier ein bisschen windgeschützt ist. Aber komm, wir holen jetzt hier mal den BMW M3, Freunde. Und das Ding ist, ich fahre in echt sogar ein BMW i46. Also BMW ist einfach echt bestes Auto, Leute. So, jetzt hier einmal Reifen 1. Und ihr seht hier schon, das kostet jetzt schon 619 pro Reifen. Ja, Leute, das ist ganz schön teuer, muss ich sagen. So, wieder kaufen. Dann hier auch nochmal, zack, die Felge kaufen. Die Felge muss hier auch noch dran gehen.
Dann hier, zack, in die Felge und dann auch noch die Felge. So, und jetzt geht's hier schon wieder los mit vorne. In blau sogar. Mitte, hinten und jetzt ganz hinten. Und hier vorne wieder die Lichter kaufen. Bub und nochmal den Auspuff. Zack. Und jetzt, Leute, ich muss eigentlich sagen, ne? Der BMW M3, der sieht echt richtig, richtig cool aus. So, das ganze Ding spawnen wir jetzt mal. Und jetzt können wir mit dem Ding hier auch rumfahren. Ich denke mal, ich muss da nur irgendwie. Genau, so, jetzt rein. Und aus dem Weg. Aus dem Weg hier. Oh, guck mal, die haben ja auch schon das richtig weit gebaut, ne? Auch schon BMW M3. Wie cool das einfach aussieht. Und der ist jetzt auf jeden Fall schon mal, der ist schon mal ein bisschen schneller. Der fährt einfach mal 20 Meilen pro Stunde noch mehr. Also ungefähr so 30, 40 km/h. Und Leute, der geht ja mal richtig ab. Und hier vorne ist sogar noch so eine kleine Rennstrecke, die wir fahren können. Oder hier zum Beispiel noch so ein kleiner Weg mit so einem riesen Teich. Also hier ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Map. Und ich muss sagen, dieser BMW M3, der fährt sich mega gut. Leute, das ist ein mega, mega cooles Auto, muss ich sagen. So, und hier ein Fußballfeld. Hallo. Guck mal, einfach so ein Fußballfeld, Leute. Und ich glaube, man kann da sogar Fußball spielen, oder? Kann man jetzt einfach Fußball spielen? Ich glaube schon. Also alles sehr, sehr verrückt. Aber Leute, wir wollen auf jeden Fall mal gucken, wie wir unser Autohaus noch größer machen können. Ich muss das jetzt halt erst noch mal wieder finden. Ich glaube, das war hier vorne, oder? Hier vorne links. Ja, hier war das mit diesem anderen BMW M3. Der fährt hier einfach mal in seinem Autohaus rum. Das ist die von Cos, ein Papa. Und hier, ich bin Brocks Dealership. So, und er hier, er ist auf jeden Fall ganz happy, weil er anscheinend... So, okay, wir kamen gerade fast gar nicht mehr raus. Guck mal, er kann jetzt hier einfach in unseren Dealership reingehen, Leute. Ich würde mal sagen, wir brauchen hier auf jeden Fall mal, zack, mal ein paar Wände, damit hier nicht irgendwelche Leute in unser Haus hier reingehen. So, boah, $3000 kostet das jetzt hier sogar schon. Okay, 3000. So, auch nochmal wieder die Fensterscheiben kaufen. Die kosten auch wieder 3000. Eieieiei. Okay, was kann man hier jetzt machen? 16.500? Was? Okay. Also wir kriegen gerade 111 alle zwei... 19.000? Leute... wir haben gleich schon kein Geld mehr. Und ich habe einfach mal schon Robux ausgegeben. Okay, warte mal ganz kurz. So, ich möchte jetzt hier mal ein bisschen ein paar Sitze in machen. Guck mal, der bewundert hier den Honda Civic. Findest du den Wagen gut? Magst du den, Daniel Thal? Magst du den Wagen? Ich finde ihn auf jeden Fall mega, mega cool. So, hier einmal ein paar Sitzmöglichkeiten. Bob hier. Boah, auf elegant sogar in schwarz und braun, Leute. Mit dem Holz, mit Holz oben drauf. Dann könnten wir uns hier noch ein Königseck kaufen für $600. Okay, krass. Oder halt auch noch ein Camaro. Ich würde mal sagen, hier kaufen wir uns auf jeden Fall erstmal hier diese Wand. So, und dann auch nochmal Fensterscheiben. Dann sind wir hier, glaube ich, sogar schon fast geschützt. Und Leute, hier auch nochmal für $14.500 so eine Wand holen. Oha. Ja, und auch nochmal Fensterscheiben für 17.000. Okay. Dann sind wir sogar schon fast alles geschützt. Leute, wir haben jetzt einfach schon fast gar kein Geld mehr. alles klar, können wir das hier auch kaufen? Was ist das hier, bitteschön? Das ist VIP. Komm, Leute, wir holen uns erstmal VIP. Ich möchte mal wissen, was man da so im Büro machen kann. So, ich denke mal, es wird jetzt auch gleich freigeschaltet. Aber wir haben jetzt einfach schon kein Geld mehr. Warte mal, lass uns mal ganz kurz den Camaro holen. So, zack. Bob, ein bisschen die Reifen. Hier wieder aufwerten. Zack, zack, zack. Und jetzt haben wir schon gar kein Geld mehr, Leute. Das kann doch nicht angehen. So, warte mal, kann ich jetzt hier mal kurz reingehen schon? Ich habe es ja jetzt gerade gekauft. Könnt ihr mich hier reinlassen irgendwie? Ne, gekauft habe ich das jetzt schon. Müssen wir mal kurz warten. Ja, ich glaube, ich muss einfach mal nochmal mehr Geld aufladen. Und der kommt hier mit seinem M3 vorne ran. Okay, warte mal, pass auf. Wir kaufen uns jetzt mal hier wieder $100.000 für 275 Robux. Muss ich sagen, ist eigentlich relativ teuer, das Spiel. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so auch, vor allem, wenn man auch einzelne Teile kaufen muss, hätte ich nicht gedacht, dass das so teuer ist. Hier jetzt auch wieder die ganzen Felgen einzeln kaufen. Die kosten einfach schon 3000, Alter. Gut, wir kriegen natürlich auch mit jedem Kauf ein bisschen mehr Geld alle 2 Sekunden. Aber so viel Geld, wie wir da ausgeben. Und der steht einfach in unserem Camaro drin. Komm da raus, mein Junge. So, komm mal lieber ganz schnell raus. So, hier auch nochmal hinten kaufen. Vorne mal die Lichter, zack. Und auch nochmal die Rücklichter. Oh, sehr nice. Und dann, Leute... Zack, und jetzt können wir das ganze Ding wieder spawnen. Bub, Leute, spawnen. Und wir haben auch einfach schon wieder für das Ding, ich glaube, $40.000 wieder ausgegeben. Das kann doch nicht angehen, dass das so teuer ist. So, pass auf, wir gucken mal hier. Was ist dann überhaupt noch hier rechts irgendwo? Kann man hier noch irgendwas anderes machen? Irgendwie was richtig Cooles entdecken? Irgendwie so einen coolen Park fahren oder so? Und Tatsache, hier sind einfach auch noch so eine Rampen, die man fahren kann. Und jetzt mit Vollkarache, wow! Oh, nein, wir sind voll gegen den Baum geflogen. Ich glaube, unser Auto hat das nicht so gut eingesteckt. Alter Schwede, jetzt ist es so ein bisschen am Rumpeln hier, das Auto. So, aber lass uns mal wieder ganz schnell zurück zu unserem... nein, jetzt hängen wir fest, oder? Oh, das kann doch nicht angehen. Komm, bitte, lass mich hier wieder... ja, wir können das Auto zum Glück... ich bin im Auto gefangen, lass mich hier raus. So, okay, jetzt lass mich hier wieder rein. Ich will jetzt wieder ein bisschen Auto fahren. So, lass mich hier rein, ich will wieder Auto fahren. So, dann lass uns mal wieder zu unserem Autohaus fahren und das mal wieder ein bisschen erweitern. Aber ich muss bis jetzt sagen, ist ganz schön teuer, also...
Ich kann euch dann nur empfehlen. Und warte mal, ist da vorne ein Looping? Was? Da vorne ist einfach ein Looping? Oh mein Gott, Leute. Okay, pass auf. Wir fahren jetzt hier mit Volker Racho in diesen Looping gleich rein. So, bisschen Speed aufbauen. 95. So, oh, okay. Und jetzt Abfahrt in den Looping, Leute. Yeah! Ey. Wow, wow, wow. Okay, ich glaube, wir haben noch nicht genug Geschwindigkeit für den Looping. Lass uns doch erstmal unseren Wagen ein bisschen aufwerten, vielleicht noch einen neuen holen und dann nochmal mit dem anderen Auto den Looping probieren, weil ich würde am liebsten echt noch diesen Looping heute mal fahren. Das Auto wieder schön hier hinparken, damit die Leute auch so ein bisschen den Geschmack bekommen, was man hier so zu bieten hat, Leute. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall auch noch eine Tür, damit man natürlich die Leute rein und nicht reinlassen kann. Guck mal, jetzt ist zum Beispiel abgeschlossen. Obwohl, komm, du mit deinem Mercedes, komm mal rein. Komm mal reingefahren hier, wenn das überhaupt passt durch die Tür. Er hat einfach einen richtig schönen Mercedes, ne? Ich glaube, das ist irgendwie ein Mercedes E63, glaube ich. So, hier, zack, wieder zumachen. Jetzt kann keiner hier rein, außer von hier hinten. Ja, ich würde mal sagen, wir machen auf jeden Fall... Oh, ich könnte mir auch einen Tesla Roadster kaufen. Eieiei. So, lass uns mal hier nochmal... Oh, guck mal, jetzt kommt er nämlich von da rein. Jetzt hat er einfach seinen Mercedes hier reingeholt. Ich glaub's ja nicht. Kollege, einfach deinen Mercedes reingeholt. So, hier, zweite Sitzmöglichkeiten. Und nochmal hier die Wand holen, dass er hier gar nicht mehr rauskommt. Machen wir jetzt so, dann kommt er hier gar nicht mehr raus. So, zack, das Fenster kaufen. Und jetzt möchte ich noch einmal ganz kurz gucken. Ich habe ja eben noch das VIP-Büro gekauft. Ob wir da jetzt irgendwie vielleicht beim VIP-Büro irgendwas jetzt machen können. Weil ich habe ja dafür jetzt gerade 175 Robux, glaube ich, bezahlt. Aber bis jetzt davon noch gar nichts gesehen. Oh, wir können ja sogar so eine kleine Pflanze hier machen. Und er hat jetzt hier sein Auto einfach reingepackt. Das, was man eigentlich bekommt. Also normalerweise, genau, das ist der Mercedes C63, nicht E63. Tut mir leid, meine Damen und Herren. So, also er hat jetzt hier uns den Mercedes geschenkt, den wir eigentlich jetzt hier zusammenbasteln könnten. Das hat er jetzt einfach für uns gemacht. Das ist auf jeden Fall schon mal mega nett von ihm. So, hier noch ganz kurz die Wände hier kaufen und dann mal kurz gucken. Ich habe jetzt hier VIP gekauft, Leute. Was bringt jetzt denn hier VIP? Muss man jetzt hier irgendwie beim Pass irgendwas machen? So, VIP haben wir gekauft. Aber die Frage ist, was bringt uns denn jetzt VIP? Können wir davon irgendwelche anderen Autos holen? Nee, anscheinend nicht. Oh, man kann hier sogar auch noch... Unten ist hier Lamborghini, Leute. Porsche GT3 RS. Oh mein Gott, okay. Was gibt's denn hier noch so? Man kann ja... Oh, man kann seinen Namen benennen. Brox Dealership. Würde ich jetzt mal den ganzen Aal hier umbenennen. So, zack. Umbenannt, Leute. Sollte man eigentlich Brox Dealership heißen. So, aber das Ding ist... Oh, hier kann man auch noch... Genau, dass man hier auch noch parken kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier sind noch ein paar Parkplätze vorne. Aber das Ding ist, guck mal, ich kann mir jetzt schon gar nichts mehr leisten. Ich muss mir schon wieder einfach Robux kaufen. Also komm, wir machen jetzt noch einmal, aber sonst ist das Spiel einfach zu teuer. Dann spielt das lieber nicht, sondern guckt es einfach lieber dann bei mir, Leute. Weil das ist wirklich echt schon zu teuer. Ich habe jetzt hier schon fast 10 Euro ausgegeben für das ganze Spiel. So, komm, wir holen uns jetzt hier nochmal die Fenster. Okay, sieht auf jeden Fall jetzt ordentlich aus. Und jetzt hier, ihr seht hier ja, das sind hinten die Hintertüren. Die kosten $45.000. Das ist ja total übertrieben teuer. So, zack, $45.000 kosten die Türen. Und was? Es kostet auch noch... Ach, oh mein Gott, so ein Empfang kostet auch nochmal 50.000. Und wir kriegen gerade mal nicht mal 300 alle 2 Sekunden. Leute, das ist eigentlich total schlecht. Das ist total teuer. Guck mal, wir haben jetzt gerade schon wieder aufgeladen. Haben sogar VIP gekauft. Man kann ja nirgendwo auch irgendwie so einen Boost oder so holen. Gut, man kann hier zweimal Cash holen, aber das bringt uns jetzt auch nicht wirklich besonders viel. Dann haben wir 600 alle 2 Sekunden. Da kann man für sowas richtig, richtig lang warten, Leute. Warte mal jetzt ganz kurz. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns jetzt mal hier. Komm, ich mache das jetzt für euch. Wir kaufen jetzt hier uns den Tesla Roadster, weil ich einfach so ein Tesla-Fan bin. Kaufen wir uns jetzt hier, bub, für 750 Robux, Leute. Macht mir das nicht nach. Das ist wirklich richtig, richtig teuer. Den haben wir jetzt gekauft, oder? Sollten wir eigentlich den Tesla haben. Den habe ich jetzt gerade gekauft. Kommt der jetzt auch nochmal hier? Hö, Leute, ich habe doch gerade... Ah, jetzt, okay. Oh, die müssen jetzt auch noch zusammen basteln. Oh, ich glaub's doch nicht, Leute. Guck mal. Zack, 10.000 pro Reifen. Was? Okay, hier auch nochmal 12.000. Und jetzt? Da habe ich schon wieder kein Geld mehr. Das kann doch nicht angehen. So, warte mal jetzt ganz kurz. Wir holen uns jetzt nochmal hier $100.000. Also, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Robux für ein Spiel ausgegeben, Leute. Also, wenn da... macht das auf gar keinen Fall nach. Also, das ist wirklich richtig, richtig teuer, was ich hier mache. Weil man alle Parts alleine kaufen muss. So, hier, zack, das auch noch. Dann hinten den dritten Teil und dann auch noch den vierten Teil. Und dann haben wir schon wieder kein Geld. Das kann doch nicht angehen, Leute. So, warte mal, wir brauchen jetzt noch 2 Sachen. Komm, wir kaufen jetzt noch einmal ganz kurz. So, Cash, Leute, wir kaufen jetzt noch einmal ganz kurz $45.000 für 140 Robux. Alter, so viel Geld für ein Spiel ausgegeben. Machen wir das bloß nicht nach. So, jetzt hier noch, zack, Rücklichten.
Lichter und jetzt, genau, der Tesla hat ja keinen Auspuff, ist ein Elektroauto. Und jetzt das Ding hier soll anscheinend richtig, richtig schnell sein. Okay, also Tesla, dann wollen wir doch mal zum Looping. Und ihr hört ja, das Auto hat keinen Sound und es geht auch wirklich übertrieben schnell ab. Guckt euch das mal an. Leute, das Ding ist übertrieben schnell. 146 km/h. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Wir fahren jetzt mal hier nach links. Vielleicht können wir direkt den Looping nehmen. Oh nein, wir haben uns überschlagen. Oh nein. Tesla, nein, bitte. Bitte Hilfe. Ich brauche Hilfe. Mein Auto liegt auf dem Kopf. Oh, okay. So kann man es auch machen. Auch nicht schlecht. Okay, dann lass uns mal ganz schnell hier Anlauf holen, Leute. So, einmal eine Kurve fahren. Und jetzt mit Vollkaracho 120 den Looping nehmen. Ja, fast. Okay, warte mal. Das war relativ knapp. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Ich muss jetzt hier irgendwie nur, Hilfe. hallo, ich möchte jetzt hier auch noch... Hängt jetzt mein Auto hier fest? Das kann doch nicht angehen, dass jetzt hier mein Auto festhängt. Hallo Tesla, bitte, ich muss dich hier irgendwie rausschieben. Oh, wir können hier sogar zurückspawnen. Okay, auch nicht schlecht, aber lass mich jetzt hier rein. So, reinlassen, Tür wieder zu, okay. Und das ist so eine Frechheit, wie viel das hier alles kostet, ne, Leute. Ich meine, wir haben noch nicht mal die Treppen und wir müssen jetzt die ganze Zeit warten. Guck mal, fünf, guck mal, pass auf, wir können es hier mal kurz noch hinten ein bisschen, ah genau, hier einen zweiten Parkplatz können wir noch kaufen. So, zweiter Parkplatz ist gekauft. Hier noch ein Dingens, dann noch eine Treppe bauen. Und dann gibt es hier einfach noch eine zweite Etage. Ihr seht es ja hier, die zweite Etage. Und die wird richtig teuer sein, glaube ich. Ihr seht hier schon, $75.000. Leute, das ist so frech. So, komm, das ganze Spawn ist hier wieder. So, Tesla rein hier und Abfahrt, Freunde. Yeah. Oh, warte mal, hier auf jeden Fall nochmal Frontparking. Das wird jetzt auch nochmal gekauft. So, haben wir nochmal einen Frontparkplatz. Und jetzt hängen wir schon wieder fest. Ist jetzt nicht im Ernst, oder? Wir hängen jetzt einfach schon wieder fest. Wir können jetzt schon wieder unseren Tesla holen. So, jetzt aber vielleicht mit Vollspeed, Leute. Vielleicht müssen wir die Kurve einfach ein bisschen besser nehmen. Das uns nicht überschlagen. So, ganz vorsichtig hier. Ganz vorsichtig. Und jetzt mit Vollspeed in den Looping rein. Yeah, nein. Oh, aua. Nein, das kann doch nicht angehen, dass wir mit diesem Wagen einfach nicht den Looping schaffen. So, pass auf. Wir fahren nochmal zurück hier. Wir hängen jetzt hier schon wieder fest. Leute, ich glaube, wir schaffen den Looping einfach nicht. Der Looping ist einfach... Der ist zu mächtig. Also keine Ahnung, wir waren gerade schon Topspeed, aber irgendwie haben wir den Looping trotzdem nicht geschafft. Leute, das war es auf jeden Fall von dem Autohändler-Simulator. Leute, wenn es euch gefallen hat, verprügelt auf jeden Fall den Like-Button und den Abo-Button. Spiel kann ich bis jetzt nicht so empfehlen, weil es einfach wirklich teuer ist, Leute. Checkt eins von diesen beiden Videos hier aus, einfach draufklicken, Leute. Checkt meine anderen Roblox-Videos auch noch aus und abonniert diesen Kanal für tägliche Roblox-Folgen.